Impfpflicht. Kritik an Einführung Anfang Februar nimmt zu. Regierung will an Vorhaben festhalten. 2G-Kontrollen im Handel. Wie ist der erste Tag verlaufen? Wir sprechen mit dem Geschäftsführer des Handelsverbands Rainer Will. Ministerrat. Wir übertragen das Pressefoyer nach dem Ministerrat live. Es ist Mittwoch, der 12. Jänner. Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell. Die ab Februar geplante Impfpflicht wird die Bundesregierung heute bei ihrer wöchentlichen Ministerratssitzung beschäftigen. Bundeskanzler Karl Nehammer wird ja nach einer Corona-Erkrankung virtuell teilnehmen. Vor Ort ist nach seiner freiwilligen Selbstisolation wieder Gesundheitsminister Mückstein. Die Impfpflicht sorgt weiter für Diskussionen. Das Gesetz soll schon im Februar in Kraft treten. Doch es gibt viele offene Fragen und viele Stellungnahmen von Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern. Ein Thema, das heute auch beim Ministerrat zur Sprache kommt. Nicht vor Ort ist Bundeskanzler Karl Nehammer. Er ist am Freitag positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet worden und sitzt seitdem im Homeoffice. Wieder vor Ort ist Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der aufgrund des engen Kontakts mit Nehammer in freiwilliger Selbstisolation war. An der Impfpflicht hält die Regierung weiter fest, auch wenn etwa der Impfexperte Herwig Kollerich eine Verschiebung auf Mai für machbar hält, denn die Omikron-Welle könne mit einer Pflicht nicht mehr beeinflusst werden. Große Änderungen beim Impfpflichtgesetz sind nicht mehr zu erwarten, heißt es von Kanzler Nehammer. Es gehe nur mehr um einen Feinschliff. Ab Februar soll die Impfpflicht also kommen, wenn es nach der Regierung geht, auch wenn immer mehr Stimmen eine Verschiebung vorschlagen. Regina Pöll und Christoph Benders berichten. Die Omikron-Welle nimmt weiter Fahrt auf. Diese Dynamik zeigt sich etwa in Oberösterreich, wo die Infektionszahlen seit einer Woche fast ausnahmslos steigen. Wir sehen in unseren Modellen, dass wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit so weitergeht wie jetzt, dann können wir mit einigen tausend Neuinfektionen pro Tag in Oberösterreich rechnen. Das kann bis zu 10.000 oder 20.000 auch gehen im schlimmsten Fall. Das sind allerdings aktuell die pessimistischen Schätzungen. Die Impfung sei auf jeden Fall sinnvoll. Hier besteht große Einigkeit unter Medizinern. Denn die Impfung schützt ja vor einem schweren Verlauf, beziehungsweise dass man das Spital braucht. Sie können jederzeit impfen gehen. Es wird Ihnen kein Schaden entstehen, wenn Sie jetzt zufällig geimpft sind und ein paar Tage später Sie mit Omikron infizieren. Beim Thema Impfpflicht gibt es immer mehr Stimmen, die für eine Anpassung des Gesetzesentwurfs sind. Nach Hans-Peter Doskozil im Burgenland setzen sich nun weitere SPÖ-Politiker und Landesorganisationen dafür ein, den Starttermin zu überdenken. Es gäbe noch viele offene Fragen. Auch die ÖVP-dominierte Wirtschaftskammer nennt das Vorhaben inzwischen die Ultima Ratio und tritt für eine Verschiebung ein. So wie schon der Virologe Herwig Kollerich in der ZIP 2, immerhin Mitglied im Nationalen Impfgremium und im Krisenstab GECKO. Doch Bundeskanzler Karl Nehammer bleibt dabei. Das Gesetz werde jedenfalls Anfang des nächsten Monats kommen, konkret am 4. Februar. Nach den zigtausenden Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf gehe es nur noch um den Feinschliff. Das hat aber weitreichende Folgen für jeden und jede Einzelne. Denn weil die notwendige Technik hier noch nicht startklar ist, wird der Stich in einer Übergangsphase nur stichprobenartig kontrolliert werden, sowie die Dokumente oder Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Das deutet heute der Kanzler an. Werden Verstöße festgestellt, dann werde selbstverständlich eine Geldstrafe verhängt. Aus juristischer Sicht sei eine Impfpflicht jedenfalls grundsätzlich zulässig, so die Präsidentin der Richtervereinigung. Wichtig sei aber, dass regelmäßig überprüft wird, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Die Situation ändert sich ja sehr rasch, haben wir gelernt. Sowohl die epidemiologische Situation, aber natürlich entwickeln sich auch die Impfungen fort. Es kommen Medikamente auf den Markt. Was uns fehlt in diesem Gesetzesentwurf, ist ein Mechanismus, ein erkennbarer, wie man diese Evaluierung durchführt. Auch die Vertretung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hält fest, dass es nicht genüge, dass das Impfpflichtgesetz mit 31. Jänner 2024 befristet ist. Es müsse auch festgelegt werden, ab welcher Durchimpfungsrate die Impfpflicht nicht mehr erforderlich sei. Und das könnte auch schon früher der Fall sein.
Und Gast zu diesem Thema gestern in der ZIB 2 war Simulationsforscher Niki Popper. Am Beginn hat ihn Armin Wolf gefragt, dass es bei mehr als 1 Million Tests vorgestern nicht mal 2000 positiv Getestete an den Schulen gab. Dies sei weniger als von Popper und seinen Kollegen für Mitte der Woche prognostiziert. Die Mitte der Woche haben wir in meiner Berechnung noch nicht erreicht. Und wir werden morgen sehen, dass wir jetzt im Laufe der Woche über die Zahlen von November schon kommen werden. Wie weit kann es denn hinaufgehen? In der Schweiz hat die Vorsitzende des Expertengremiums heute gesagt, Ende Jänner könnten sich in der Schweiz in einer Woche 10-30% der Bevölkerung infizieren. Das wären unglaubliche 800.000 bis 2,5 Millionen Schweizer in einer Woche. Wie realistisch ist das denn bei uns? Naja, wir werden die Woche nach unseren Rechnungen zumindest in Tageswerten die Höchstwerte von November erreichen. Das ist das eine. Das zweite, um ehrlich zu sein, woher die Kollegin aus der Schweiz diese Zahlen hat, das entzieht sich jetzt meinem Wissen. Ich halte das für ein bisschen hypothetisch, weil Sie sehen schon an der Range zwischen 10-30%. Das sind sehr hohe Werte. Man muss dazu ja auch sehen, bei uns sind in unseren Berechnungen ja schon 55% der Menschen immunisiert. Also da besteht schon ein Schutz gegen die Infektion. Jetzt hat trotzdem die WHO heute gesagt, in Europa könnte sich in den nächsten 2 Monaten die Hälfte der Bevölkerung mit Omikron infizieren. Machen wir es konkret. Am bisher schlimmsten Tag der Pandemie in Österreich waren im November nicht ganz 16.000 Neuinfektionen pro Tag zu melden. Wie arg kann es jetzt mit Omikron werden? Die WHO hat ein bisschen ein anderes Bild. Sie müssen ja sehen, dass in den verschiedenen Ländern sehr durchschnittliche Immunisierungsraten sind. Das heißt, von WHO-Sicht sind solche Aussagen verständlich. Was unser Land betrifft, ist, wir werden jetzt eben diese Woche die Novemberwerte übersteigen und wir werden dann weiter steigen, was die Positivtestungen betrifft. Wie hoch es geht, hängt eben ein bisschen auch davon ab, wie gut jetzt noch die Maßnahmen wirken, wie gut auch jetzt noch die Immunisierung wirkt. Wir haben zum Beispiel im Dezember allein knapp 2 Millionen Impfungen gehabt. Und wenn wir da jetzt dranbleiben, dann kann das jetzt auch Sinn machen. Die Betonung liegt auf jetzt. Aber können wir in so Zahlen wie Israel kommen, also 40.000, 50.000 Infektionen am Tag? Das kommt jetzt darauf an, welche Werte Sie nehmen. Es hängt natürlich auch von der Testungsstrategie aus. Also das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir die Zahlen von November noch einmal sicher deutlich überschreiten werden. Und dann kann und muss man ja eine Dunkelziffer auch noch dazu rechnen. Also das heißt, wir werden hier schon sehr relevante Werte haben und deshalb ist es ja auch so wichtig, was wir von Gecko auch gesagt haben, es geht vor allem jetzt auch um den Schutz der relevanten Infrastruktur. Das heißt, wie gehen wir damit um, dass wir die Quarantäneregeln jetzt so angepasst haben, wie sie sind und dass wir trotzdem mittels PCR-Testungen ein sicheres Management jetzt dieser Entwicklung haben. Es gibt immer mehr Berichte von Clustern unter Menschen, die alle dreifach geimpft sind. Der Report unmittelbar vor uns hat ein Beispiel eines Kollegen gebracht, der auf einer Silvesterparty nicht mal war. Irgendwas sind 6 Erwachsene und 3 Jugendliche, alle dreifach geimpft, alle PCR getestet, trotzdem jetzt alle infiziert, außer den 11-jährigen Kindern. Sehen Sie in Ihren Zahlen einen Unterschied bei den neuen Infektionen zwischen Geimpften und Nichtgeimpften? Ja, also man sagt ja dazu, das ist anekdotisch und exemplarisch. Es ist eine Dreifachimpfung auch kein 100%iger Schutz, aber man sieht in den Zahlen, wenn man sich also die Gesamtinzidenz anschaut, sehr drastisch, dass sowohl gegen die Infektion, nicht mehr so stark, wie wir es uns wünschen würden, aber vor allem gegen die schwere Erkrankung, nach wie vor die Zweit- und vor allem die Drittimpfung sehr stark nützt. Man muss ja eben immer unterscheiden zwischen, was sehen wir epidemiologisch und was ist für Einzelpersonen so. Und man muss sagen, auch eine Dreifachimpfung ist kein 100%iger Schutz gegen Infektion, aber ein sehr guter Schutz gegen schwere Erkrankung. Aber, und das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, der Effekt der Boosterung geht eben gegenüber Omikron stark im Vergleich zu Delta zurück. Jetzt scheint ja auch Omikron selbst beim Krankheitsverlauf weniger aggressiv zu sein als frühere Varianten. Da hat das Schweizer Expertengremium heute auch sehr bemerkenswerte Zahlen vorgelegt. Und zwar müssten demnach in der Schweiz von 10.000 mit Omikron-Infizierten von 10.000 nur 20 bis 35 ins Krankenhaus und nur einer von 10.000 Infizierten auf eine Intensivstation. Das wären nun wirklich sehr, sehr wenige im Vergleich zu den bisherigen Wellen. Halten Sie das für realistisch?
Auch da muss ich sagen, diese Studien entziehen sich meiner Kenntnis. Was aber stimmt, ist, Omikron führt zu weniger drastischen Verläufen. Das sehen wir in den Studien, das gilt allgemein. Das gilt aber wiederum auch noch einmal umso mehr, je besser Menschen durch Impfung geschützt sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Intensivbetten dadurch weniger in Anspruch genommen werden. Das hat auch und vor allem damit zu tun, dass bei Verläufen mit Omikron, so haben wir die Daten von den Medizinern, vor allem weniger Beatmungsgeräte gebraucht werden. Und das bedeutet üblicherweise dann auch kürzere Verweildauern auf der Intensivstation. Wenn es tatsächlich die Verläufe bei Omikron so viel milder sind, selbst wenn es sehr, sehr viele Infektionen geben sollte, werden dann die Spitäler und die Intensivstationen noch mal an ihre Belastungsgrenze kommen? Das ist genau das Thema und das ist das Thema, wo wir auch versucht haben, in Gecko das dementsprechend auch mit der Evidenz so zu beraten, dass wir gesagt haben, ja, wir wissen schon seit Mitte Dezember, dass wir hohe positiv getestete Zahlen haben werden, aber ja, auf der anderen Seite sehen wir, dass eben die Zahl, die ins Krankenhaus kommt, niedriger ist. Hier ist genau das Problem, was wir jetzt auch mit den Schweizer Zahlen geredet haben, hier ist uns die Evidenz noch nicht sicher genug und das bedeutet, wenn dieser Anteil, Sie haben es ja angesprochen, wenn wir zum Beispiel auf 40.000 oder 50.000 neue Infektionen, Positivtestungen kämen, wenn der zwar um ein Viertel so niedrig ist wie Delta oder auch nur ein Zehntel, dann müssen wir trotzdem schauen, ist das eben sozusagen eine Abschätzung, die man eben so treffen kann. Und das ist das, was auch jetzt gerade diese Woche sowohl im Prognosekonsortium wie auch in Gecko diskutiert wird. Also das heißt, wir fahren hier in diesem Falle wirklich auf Sicht. Ja, die Maßnahmen sind ja auch so, dass wir wissen, es werden die Zahlen steigen. Aber ja, wir wollen eben schauen, dass die Auslastungen nicht zu hoch sind. Worüber wir ja ein bisschen unglücklich sind, ist, dass sie eben noch immer eigentlich über 200 liegen bei den Intensivkapazitäten und damit schon jetzt über 10% der Gesamtressourcen. Aber doch nur bei einem Drittel vom Höchststand im November, Gott sei Dank doch sehr viel weniger. Wie sehr kann denn die Impfpflicht ab Anfang Februar den Anstieg dieser Welle oder den Anstieg in den Krankenhäusern überhaupt noch beeinflussen? Oder kommt die ohnehin zu spät für diese Welle? Ich glaube, hier muss man wirklich trennen zwischen der aktuellen Diskussion zur Immunisierung, die ja in meinen Augen eben keine Durchseuchung ist, sondern eine Immunisierung, die idealerweise weiter, die schon weit fortgeschritten ist durch Impfung und die doch dann jetzt auch noch weiter durch Impfung voranschreiten soll. Was die Impfpflicht betrifft, die ist definitiv für die aktuelle Welle, spielt die keine Rolle mehr. Spielt eigentlich der Lockdown? Also außer vielleicht durch Vorgreifeffekte. Nee. Es spielt eigentlich der Lockdown für Ungeimpfte, der ja seit Mitte November gilt, also dass man in der Freizeit ohne geimpft oder genesen zu sein nirgendwo mehr hin darf, hat das irgendeine messbare Wirkung? Naja, das ist unter Experten ein bisschen ein gespaltenes Thema, weil wir sehen natürlich, dass die sogenannte Adherence, also die Bereitschaft gerade dieser Gruppe mitzumachen, niedrig ist. Andere sagen, ja, es hat auf jeden Fall eine Wirkung, weil es ja eben eine Regel ist und an Regeln halten sich doch auch Menschen. Man muss allerdings sagen, in den Auswertungen der Mobilitätsdaten ist es für uns sehr schwierig, das einzuordnen, wie stark das wirklich angenommen wird. Wir sehen eigentlich üblicherweise Effekte in der Rücknahme von Kontakten, eigentlich bei denen, die geimpft sind und die eh schon auch viel versuchen beizutragen. Wird die Maskenpflicht im Freien, die es jetzt gibt, eine signifikante Auswirkung haben auf die Infektionszahlen? Ich bin kein Hygieniker, das hängt natürlich auch von der Menge der Veranstaltungen ab, denn eine Maskenpflicht macht natürlich dort Sinn, also wo ich Veranstaltungen habe oder auch wenn ich nicht Veranstaltungen habe, wo ich enge Abläufe und enge Prozesse habe, dort macht sie, so sagen uns die Mediziner, sicher Sinn und ob es epidemiologisch eine Auswirkung hat, ist, an wie vielen Orten das stattfindet. Also wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel zusätzliche Maßnahmen gerade bei Outdoor-Sport sicher hilfreich wären. Letzte Frage. Nicht wenige Expertinnen sagen, mit der Omikron-Welle könnte die Pandemie zu Ende gehen und das Virus könnte ähnlich wie bei der Grippe endemisch werden. Also es geht nicht weg, aber es wird im Alltag ohne gröbere Einschränkungen beherrschbar. Sehen Sie das auch so? Ja, da wäre ich vorsichtig. Ich habe das auch mit einem ehemaligen Bundeskanzler einmal besprochen und da auch zur Vorsicht gewarnt und gemahnt. Ich glaube, was wir sehen werden, wir sehen in den Analysen, dass immer mehr Menschen nicht mehr voll naiv sind. Also in Österreich haben bereits 90% mit dem Virus oder der Impfung Kontakt gehabt. Es waren schon 80% immunisiert, auch gegen Infektion. Das ist jetzt mit Omikron leider wieder zurückgefallen. Aber es werden, Punkt 1, immer mehr Menschen immun gegen schwere Verläufe, geschützt gegen schwere Verläufe.
Und bei der Infektionsreduktion, da werden wir wahrscheinlich immer wieder noch so ein Gummiband erleben. Das heißt, wir werden einen Erfolg erzielen, dann werden wir wieder ein bisschen zurückfallen. Aber auch hier ist die Aussage, die Impfung ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl, das uns mittelfristig und idealerweise spätestens bis in Herbst zu einer endemischen Phase bringt. So der Simulationsforscher Niki Popper gestern in der Zeit im Bild 2. Wir kommen nach Israel. Dort gehen derzeit die Infektionszahlen durch die Decke. Was das für die dortige Corona-Bekämpfung bedeutet, erfahren Sie gleich nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Auch heuer wird es bei der Matura Erleichterungen geben. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren soll die mündliche Matura aber wieder verpflichtend sein, kündigt Bildungsminister Martin Polaschek gestern an. Die Anzahl der Themenbereiche für die mündliche Matura wird jedoch eingeschränkt. An den Tagen der Prüfungen gilt wie auch im letzten Jahr die 3G-Regelung. In Frankreich gibt es einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfektionszahlen. Innerhalb eines Tages werden gestern knapp 370.000 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen steigt ebenfalls. Die Omikron-Variante ist mittlerweile vorherrschend in dem Land. Auch in Italien gibt es einen neuen Höchststand der Infektionszahlen, über 220.000 an einem Tag. In Brüssel tagt heute erstmals seit über 2 Jahren der NATO-Russland-Rat. Die VertreterInnen der 30 NATO-Staaten und Russland kommen dafür zusammen. Das Hauptthema bei dem Treffen ist der Ukraine-Konflikt, der sich zuletzt wieder verschärft hat. Rund 100.000 russische Soldaten sollen sich US-Angaben zufolge an der Grenze zur Ukraine befinden. Mit einer Lösung des Konflikts ist aber nicht zu rechnen. Jetzt in der Früh halten sich zwar noch einige Nebelfelder, im Großteil Österreichs scheint aber bereits die Sonne. Im Norden und Osten ziehen tagsüber ein paar Wolkenfelder durch, überall sonst bleibt der Himmel meist wolkenlos. Es weht teils lebhafter und kalter Nordwind und der Nachmittag bringt Höchstwerte von minus 1 bis plus 3 Grad. Wir kommen nach Israel. Dort sieht man derzeit, wie schnell die Zahlen außer Kontrolle geraten können. Dabei galt Israel lange als Musterland in der Pandemiebekämpfung durch frühe strenge Schutzmaßnahmen und seine sehr schnelle Impfkampagne. Aber seit kurzem ist alles anders. In den letzten Wochen explodieren die Infektionszahlen geradezu. Bei einer ähnlichen Bevölkerungszahl wie in Österreich wurden in Israel zuletzt mehr als 40.000 neue Fälle registriert. Es könnten aber in Wahrheit noch viel mehr sein, weil Israel die PCR-Tests ausgegangen sind. Es gibt deswegen aber keine Verschärfungen, sondern die Regierung lockert die Schutzmaßnahmen sogar, berichtet aus Tel Aviv Tim Kupal. Die neue Realität im gelobten Land. Stundenlange Warteschlangen vor Corona-Teststationen. Die neue Regierungslinie. Omikron ist einfach nicht zu stoppen. Millionen Menschen stecken sich weltweit an und auch hier in Israel erwarten wir mehrere Millionen Infizierte. PCR-Tests sind seit Tagen knapp, es gibt sie noch, aber nicht mehr für alle. Wir stellen PCR-Tests für über 60-Jährige und Risikopatienten zur Verfügung. Jene, die geimpft sind, sollen zu Hause Antigentests machen, nach Kontakt mit Infizierten. Die Antigen-Schnelltests sind kurz darauf Mangelware. Dann war das natürlich die Situation total chaotisch, weil dann bin ich mit einem geimpften Kind zu einer Teststation gefahren, musste 3 Stunden anstehen im Auto, damit er eben einen Schnelltest machen kann und wieder in die Schule gehen kann. Das haben sie aber relativ schnell, finde ich, nachgebessert. Die haben gesagt, okay, die Kinder, die geimpft sind, können nur noch einen Schnelltest zu Hause machen. Die dreifache Mutter ist 2010 aus Hamburg nach Israel eingewandert. Gestern beispielsweise musste ich den mittleren aus dem Nachmittagsprogramm in der ersten Klasse abholen, weil einfach alle Betreuerinnen außer der einen Corona-positiv waren. 41.000 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsministerium gestern. Die Dunkelziffer könnte bei 100.000 täglich liegen. Wir kennen die genaue Zahl der Neuinfektionen nicht, weil es Probleme mit der Verfügbarkeit von Tests gibt. Aber wir rechnen damit, dass wir Ende dieser Woche, Anfang kommender Woche die 100.000 erreichen. Die Epidemiologin im Homeoffice. Gemeinsam mit Kollegen der Hebräischen Universität erarbeitet sie Prognosemodelle. Israel,
Israel war führend bei den Impfungen, aber bei Omikron verhindert die Impfung die Ansteckung nicht, auch wenn sie weiter effektiv gegen schwere Verläufe bleibt. Mehr als 230 schwere Fälle meldet das Gesundheitsministerium, ein sprunghafter Anstieg. Das merkt man auch im Rambam-Spital in Haifa. 19 Omikron-Patienten werden hier derzeit stationär behandelt. Nur einer muss beatmet werden. Im Gegensatz zur Delta-Welle sind diesmal die meisten Corona-Patienten geimpft. Wir sind deutlich mehr Patienten auf der Notaufnahme und wir haben deutlich mehr Hospitalisierungen. Zugleich sind 120 unserer Mitarbeiter selbst infiziert. Diese Zahl steigt stündlich. Die meisten müssen in Quarantäne. Die gute Nachricht, die Lungen werden offenbar bei der Omikron-Welle weniger stark angegriffen als bei vorangehenden Varianten. Trotzdem befürchtet die Regierung bis zu 2.500 Intensivpatienten. Ich mache mir große Sorgen. Wir brauchen einfach mehr Personal. Wenn der Trend anhält, stehen wir vor einer Riesenherausforderung. Noch am späten Abend Warteschlangen vor Teststationen, auch hier am Habima-Platz in Tel Aviv. Die Regeln sind ziemlich verwirrend. Heute testen, morgen testen, was ist erlaubt, was nicht. Das Corona-Management in Israel ist eigentlich ausgezeichnet, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Der Vorreiter überrollt von der Omikron-Welle. Für Kritiker ein Kontrollverlust, für andere lediglich ein Strategiewechsel. Klar ist, die früher bewährten Mittel im Kampf gegen die Pandemie werden immer wirkungsloser. Von Israel jetzt nach Frankreich. Auch dort spitzt sich die Lage in den Spitälern wieder zu. Fast 370.000 Neuansteckungen in 24 Stunden werden gemeldet. Und obwohl viele Erkrankungen auch wegen der Impfung mittlerweile milder verlaufen, sind Intensivstationen bald wieder am Limit. Das Gesundheitspersonal ist erschöpft. Betten werden mangels Personal geschlossen. Der Frust entlädt sich, wie so oft in Frankreich, auf den Straßen, berichtet Leonie Heitz aus Paris. Seit fast 2 Jahren kämpfen sie an vorderster Front, aber von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen. Die Situation hat sich extrem verschlechtert. Das Gesundheitspersonal ist erschöpft. Manche Stationen sind leergefegt. Es fehlt überall an Pflegekräften. Wir haben heute weniger Betten und Personal als im Jänner vor der ersten Welle. Es wurde nichts getan, um die Spitäler aufzurüsten. Sie fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen, denn den Spitälern läuft das Personal weg. Die Folge: noch mehr Intensivbetten müssen geschlossen werden. Und das inmitten der 5. Welle, die Frankreich fest im Griff hat. Die Intensivstationen sind landesweit zu 80% belegt. Wir haben Rekordansteckungen in den vergangenen Tagen. Wir sind bei über 350.000 Fällen pro Tag. Deshalb wirbt die Regierung dafür, die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens einzuführen. Das Gesetz dürfte etwas verspätet nächste Woche in Kraft treten. Die Politik und wie sie mit den Corona-Maßnahmen umgeht, das sorgt derzeit in Großbritannien für einen Skandal. Eine Gartenparty am Regierungssitz im Mai 2020 bringt jetzt Premier Boris Johnson unter Druck. Nach mehreren mutmaßlichen Weihnachtsfeiern in Downing Street während eines Lockdown soll es nun auch eine Gartenparty dort gegeben haben. Jeder solle dafür seine eigenen alkoholischen Getränke mitbringen, so die Einladung dazu von Johnsons Büroleiter. 30 Mitarbeiter sollen dieser gefolgt sein, obwohl das Treffen von mehr als 2 Menschen im Freien damals verboten war. Man kann all den Regierungsmitgliedern nicht trauen, sagt Rosie. I don't trust any of them. Auch die Opposition ist empört. Wird Johnson zurücktreten, wenn ihm Fehlverhalten nachgewiesen wird, fragt dieser Labour-Abgeordnete. He will resign. Der Regierungssprecher antwortet, Johnson werde nirgends hingehen. Es gebe in dem Fall jedoch Ermittlungen. Auch Downing Street verweist nur auf die laufende Untersuchung zu all den mutmaßlichen Lockdown-Partys. Falls dabei herauskommen sollte, dass Johnson tatsächlich die Regeln gebrochen hat, dürfte es für ihn eng werden. Johnsons Beliebtheitswerte sind wegen des jüngsten Covid- und Brexit-Managements sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der eigenen konservativen Partei im Keller.
Damit weiter nach Brüssel. Dort treffen sich heute Vormittag die Vertreter der 30 NATO-Staaten und Russland. Das Hauptthema ist der Ukraine-Konflikt. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch. Dass es aber überhaupt zu einem Treffen in dieser Form kommt, wird als positiv betrachtet. Das letzte Mal war das im Juli 2019 der Fall. Rund 100.000 russische Soldaten sollen sich US-Angaben zufolge an der Grenze zur Ukraine befinden. Der Westen ist alarmiert. Doch dass immer mehr ehemalige Sowjetrepubliken dem NATO-Militärbündnis beitreten, beunruhigt Russland. Nachdem die Gesprächsrunde am Montag zwischen Washington und Moskau zu keiner Entspannung in dem Konflikt geführt hat, liegen die Augen der internationalen Politik heute auf Brüssel und dem Treffen Russlands mit den NATO-Mitgliedern. Doch auch hier ist man weniger optimistisch. Man solle sich keine großen Hoffnungen machen, heißt es seitens des Kremls. Und auch die USA drohen Russland abermals mit Sanktionen, sollte die Situation eskalieren. Man würde aber den diplomatischen Weg bevorzugen. Dass überhaupt miteinander gesprochen wird, sei aber positiv, heißt es von beiden Seiten. Die Bemühungen sind groß, es geht schließlich nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern weit darüber hinaus. Seit gestern muss im Handel ja verpflichtend die 2G-Regel kontrolliert werden. Wie gut das bisher funktioniert hat, haben sich die ORF-Landesstudios an zentralen Plätzen vor Ort angesehen. Wir starten im Burgenland. Mein Kollege Hannes Auer war im Shoppingcenter Pandorf unterwegs. Das MacArthur Glen Designer Outlet in Parndorf. Rund 130 Geschäfte gibt es hier und in jedem einzelnen müssen die Kundinnen und Kunden auf einen 2G-Nachweis kontrolliert werden. Unserer Beobachtung nach wird das auch gemacht. Jeder Shop-Partner ist dafür verantwortlich, dass er nach dem Nachweis fragt. Das passiert im Eingangsbereich bzw. bei der Kasse. Wir haben die Vorgaben mitgetragen. Für uns ist es wichtig, dass es keinen neuen Lockdown gibt. Und entsprechend sind wir dann in einem sehr guten Austausch mit unseren Markenpartnern. Jeden Tag strömen tausende Kundinnen und Kunden in das Outlet-Center. Das bedeutet auch tausende Kontrollen. In naher Zukunft wird möglicherweise eine einzige Kontrolle pro Kunde reichen. Das wird schon in einigen Shoppingcentern in Österreich praktiziert, ob das Bänder sind oder ob das das Stempeln ist, wo man eine zentrale Anlaufstelle hat. Aber da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten und entsprechend in die Umsetzung zu bringen. Die neue Verordnung gilt in allen Geschäften, außer in jenen für den täglichen Bedarf. Im Leuchtengeschäft in Neusiedl am See muss kontrolliert werden. Die in der Verordnung festgelegte Regel, dass die Kunden auch erst an der Kasse kontrolliert werden können, sorgt hier für Verwunderung. Bei der Bezahlung macht es natürlich keinen Sinn. Oder wenn ich jetzt meinen Kunden 15 Minuten berate und er weigert sich quasi, das vorzulegen und legt es mir dann vielleicht doch bei einem unterschriebenen Lieferschein vor, dass er dann doch nicht geimpft oder genesen ist, dann müssen ihm die Ware wieder wegnehmen. Also es ist komplett sinnbefreit. Gleich beim Eintreten kontrolliert die Mitarbeiterin dieses Kleidergeschäfts in der Neusiedler Hauptstraße. Die Kunden finden das in Ordnung. Ich war beim Hartlauer. Und der hat kontrolliert, gleich beim Eingang, und war in einem anderen Geschäft auch sofort Kontrolle gemacht worden, ja. Ja, mit der 2G-Regel habe ich eingekauft. Habe ich alles hergezogen, was ich hergezogen habe, was die Dame verlangt hat, und dann habe ich in das Geschäft gehen können. Ob wegen der Kontrollen nun weniger Kunden kommen, die Sorge besteht. Kann schon sein, dass sich die Leute dann doch nicht so trauen oder so viel unterwegs sind. Wir hoffen es halt nicht. Die Polizei verschärft nun österreichweit ihre Kontrollen der 2G-Regel. Überprüft werden nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Betriebe, ob sie genau hinschauen. Aktion scharf in der St. Pöltener Innenstadt. Die Polizei überprüft hier, ob die verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel auch wirklich durchgeführt werden. Die meisten Kundinnen und Kunden zeigen dafür Verständnis. Also meiner Ansicht wichtig, weil das es wird ja nicht weniger. Ne? Ich hätte schon früher ein bisschen genauer gehört. Gerade kontrolliert. Wir sitzen natürlich momentan, ist es ganz schlimm. Ne? Das ist so und wird verlangt und ja, das muss man sich halt halten. Muss man sich halten dran, ja. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Wir haben andere Probleme in Österreich. Die Armut in Österreich ist hoch, sehr hoch sogar. Ja.
Aber es geht nur Corona tut, Corona da. Auch der Gastronomie wird auf die Finger geschaut. Hier gehören die 2G-Kontrollen schon länger zum Alltag. Wir kontrollieren schon seit 2 Jahren unsere Gäste. Ja. Also ich halte davon sehr viel, weil das einfach unsere Verantwortung ist. In St. Pölten verlaufen die Polizeikontrollen reibungslos. Strafen müssen keine ausgestellt werden. Es gab keine Probleme, die Nachweise waren vorhanden. Auch die Betreiber, die Gastrolokale sind ja, sehr hilfsbereit und schauen da auch wirklich, dass hier ja, diese 2G-Maßnahme eingehalten wird. In den meisten Einkaufszentren in Niederösterreich sowie hier in Krems heißt es heute, bitte einmal stempeln. Wer seinen 2G-Nachweis hergezeigt hat, kann sich bei einem Servicestand einen Stempel holen. Unsere Damen kontrollieren das, schauen sich natürlich auch einen Personalausweis oder Pass oder Führerschein an, ob das Handy zum Kunden passt. Und dann gibt es den grünen Stempel auf die Hand. In den Geschäften selbst muss dann nur mehr dieser Stempel kontrolliert werden. Ein Bändchen um das Handgelenk wollte man aus mehreren Gründen nicht. Bändchen verschmutzen die Umwelt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Tausende solcher Bändchen am Tag hier vielleicht verteilt werden müssen. Bändchen kosten auch eine Menge Geld, viel mehr wie ein Stempel. Für Kunden und auch für Geschäftsbetreiber soll der Stempel eine Vereinfachung der Kontrollen bringen. Manche sagen halt, ich habe dann zu wenig Akku am Handy oder es ist mühsam, wenn man immer mit der Maske, mit der Erkennung vom Handy. Und darum ist das an und für sich eine sehr gute Lösung, finde ich. Ich glaube, dass es in einem Einkaufszentrum einfach ist, in die größeren Geschäften. Bei einem kleinen Geschäft, wo es vielleicht ein bisschen mehr Kundenfrequenz hast und nicht so viele Möglichkeiten, wird es durchaus schwierig, aber es ist alles machbar. Die Kunden sind super gut drauf. Sie gehen mit dem Thema sehr offen um. Sie zeigen uns automatisch, ohne dass eine Frage gestellt wird, schon ihren Ausweis. Und eines hört man bei den Geschäftsbetreibern heute immer wieder. Wir wollen lieber kontrollieren als zusperren. Ein Stempel, um einkaufen zu dürfen. So werden die 2G-Kontrollen in diesem Einkaufszentrum in Wels umgesetzt. Die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Manche haben natürlich ein bisschen Stress, aber gerade oft Familien, die was da sind, kommen ein bisschen und reden nur ein bisschen mit mir und quatschen auch, wie andere Leute darauf reagieren. So wirklich sehr entspannt. Das Einkaufszentrum versucht so, es den Kunden möglichst einfach zu machen, um sie zu halten. Wir haben da an einer zentralen Stelle unseren 2G-Kontrollpunkt platziert, damit wir unsere Shoppartner entlasten und auch den Besucherinnen und Besuchern einfach ein unbeschwerteres Einkaufsvergnügen bieten können. Aber in mehreren Geschäften heißt es, dass deutlich weniger Menschen unterwegs seien. Vereinzelt zeigen sie dann brav den 2G-Nachweis her, aber vereinzelt auch wieder nicht und kommt aber auch keine Einsicht leider. Es ist schwer, auch für uns ist es schwer. Ja, es tut dann halt laut, gell. Es sind doch Kleinigkeiten, die was man doch braucht für den Alltag eigentlich. Und du darfst aber nicht. Du darfst das nicht verkaufen. Schauplatzwechsel. Auch in der Welser Innenstadt ist relativ wenig los. FFP2-Masken sieht man vereinzelt. Dass eine Maskenpflicht gilt, wenn ein 2-Meter-Abstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann, wird hier sehr unterschiedlich gesehen. Mir ist das grundsätzlich egal, muss ich sagen, weil ich einfach möchte, dass das Ganze endlich mal aufhört. Und ich denke mir, wenn das mein Beitrag ist, den ich dazu leisten kann, dann mache ich das gern. Das Ganze nimmt abstruse, absurde Ausmaße an. Und das war doch schon immer so, in irgendeiner sterbenden Demokratie hat man nur noch weiter eingepresst. Das bringt überhaupt nichts. Und für den Handel ist es absolut fatal. Das halte ich ganz gut, dass man eine Kontrolle hat, aber übertreiben soll man es eigentlich auch nicht. Und gegen das Impfen bin ich eigentlich dagegen. Impfpflicht bin ich dagegen. Impfen, wer will, ja, aber Impfpflicht dagegen. Das Ganze finde ich einen Wahnsinn. Ich finde grundsätzlich Abstand gut vielleicht, wenn Menschen ansammeln sind, aber selbstverantwortlich eine Maske. Wir sind alle 10-fach getestet und geimpft. Also ich finde es einen Wahnsinn und ich glaube, es wird auch nichts bringen. Für emotionale Reaktionen sorgt das Thema auf jeden Fall. Wohl nicht nur hier in Wels. Hallo, wir machen ein Covid-Kontrollen bei euch im Geschäft. Ja? Das heißt, dass wir die Kunden kontrollieren, wir dürfen aber auch euch kontrollieren. Schwerpunktaktion im Einkaufszentrum SITA.
Ein Bild, an das man sich in den nächsten Wochen wohl gewöhnen muss. Also diese Kontrollen finden täglich statt, in allen Bereichen. Das heißt also, jede Polizeiinspektion ist angehalten, diese Kontrollen selbstständig durchzuführen, wo dann halt zwei Leute sind, nicht wie wir heute gesehen haben, 6 und 8 Leute. Solche Schwerpunktaktionen finden aber jedoch auch täglich statt, nur wechselt halt dieses Kontrollteam dann durch den ganzen Bezirk, wie es in Innsbruckland jetzt der Fall ist. Kontrolliert werden Mitarbeiter und Kundinnen gleichermaßen. Die meisten nehmen es gelassen. Ich denke, das werden wir jetzt auch gewinnen. Also für mich ist das kein Problem. Aber ich bin jetzt in jedem Geschäft kontrolliert worden, hat gut gepasst. Ich finde das in Ordnung. Hey. Also es muss halt überall gemacht werden, nicht gleich gewisse Stellen. Gell. Wird schon recht sein, sage ich. Kann man eh nichts machen. Sie haben mal alles mitgehabt heute, oder? Was gebraucht wird. Ja. Sie hat es nicht verstanden, weil ich den Johnson genommen habe, weißt du? Und der gilt jetzt für 2. Na, wir sind dafür. Volle Pille. Ja. Richtiger so. Und sind Sie heute auch schon kontrolliert worden, Herr Rinnen? Auch, jawohl. Da drüben bei der Kaffee Hanschi. Und alles mitgehabt, ja? Alles mitgehabt, wie Sie es gehört, oder? Das passt schon. Es ist jetzt so, mit der Situation müssen wir umgehen. Jetzt haben wir es eh gelernt. Es hilft eh nichts mehr. Da müssen wir durch, gell? Die Strafen für Kundinnen und Kunden, die die 2G-Regel nicht einhalten, bewegen sich zwischen 50 und 500 Euro. Richtig teuer wird es aber für Betriebe, die ihre Kunden nicht kontrollieren. Der Betreiber hat die Pflicht, also grundsätzlich beim Einlass, spätestens beim Erwerb der Waren, zu kontrollieren, ob der 2G-Nachweis erbracht ist. Tut er das nicht, dann sind Strafen von 360 bis 3.600 Euro vorgesehen. Von Seiten der Betriebe nimmt man die verschärften Kontrollen wohl oder übel in Kauf. Wenn man den Infektionsverlauf kennt, dann versteht man die Kontrollen, die Verschärfung dieser Maßnahmen. Die 2G-Kontrollen haben wir ja in der Gastronomie schon über Monate hinweg jetzt gehabt. Das hat gut funktioniert. Das wird jetzt gleichermaßen in den Shops funktionieren. Es ist alles besser wie ein weiterer Lockdown für uns im Handel. Und die Kunden sind es irgendwo gewöhnt schon und sie werden sich es auch in den Shops gewöhnen. Zum Glück hätten nur wenige Kunden ein großes Problem mit den Kontrollen. Die breite Masse wird trotz verschärfter Kontrollen auf das Einkaufsvergnügen wohl nicht verzichten. In der Grazer Innenstadt tragen einige ihre FFP2-Masken bereits durchgehend. Wie geht es am ersten Tag mit Maskenpflicht auf der Straße und 2G-Kontrollen im Handel? Ich bin schon 2-mal kontrolliert worden. Maske immer eingesteckt. Ich weiß von der Zeitung, dass am Jakominiplatz heute Maskenpflicht herrscht. Und wenn wir den Abstand nicht einhalten können, dann setzen wir eine Maske auf. Aber hier auf der Straße, wenn ich allein bin, dann nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ungeimpft. Ich war gerade beim Morawai, habe draußen gewartet, habe gesagt, ich hätte noch gerne das Buch zum Abholen. Überhaupt kein Thema. Gehe halt wieder heim. Also gibt Schlimmeres. Ich finde das ganz super, weil ich bin 3-mal sozusagen geimpft. Und ich verstehe das ganze Tamtam rund um und um nicht. Dieses Grazer Traditionskaufhaus hat sich dafür entschieden, an den Kassen zu kontrollieren, plus stichprobenartig dazwischen. In Graz besonders haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir oben Gastronomie, dazwischen Gastronomie haben, unten Lebensmittel. Und das Haus viele, viele Ein- und Ausgänge hat. Und deswegen ist eine Kontrolle am Eingang eigentlich praktisch nicht möglich. Und so haben wir uns, was eben erlaubt ist, auf die Kassen fokussiert. In dieser Buchhandlung geht man den anderen Weg und kontrolliert ausnahmslos direkt im Eingangsbereich. Wir sind ein sehr großes Geschäft mit über 2400 Quadratmeter und haben auch sehr viele Kunden, die bei uns gustieren kommen und die das Literaturcafé auch besuchen. Um diese Auflagen alle einzuhalten, haben wir uns für die sichere Variante entschieden. In mehreren Einkaufszentren setzt man auf freiwillige Kontrollstempel. Man kommt hin, weist sich quasi mit 2G nach. Das wird von den Mitarbeitern dort kontrolliert. Und dann gibt es eine sehr einfache Lösung, einen Stempel auf den Handrücken oder auf das Handgelenk. Und das ist dann für unsere Shoppartner die Garantie, halt ist bereits kontrolliert. Für die meisten Händler und auch für ihre Kunden sind die 2G-Kontrollen im Vergleich zu einem Lockdown die bessere Lösung. Corona und der Handel, eine Never-Ending-Story und nicht ganz einfach. Aus dem Homeoffice mir zugeschaltet ist heute Peter Fritz und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit ihm sprechen darf. Hallo Peter. Ja, guten Tag, hallo. Grüß dich.
Der Handel, wir haben es gehört, er will lieber kontrollieren als zusperren. Ist das nachvollziehbar? Ja, dieses Schreckgespenst des Lockdowns, das sitzt natürlich allen noch in den Knochen. Das ist ganz klar die Gefahr, vor der man sich zu schützen gedenkt, indem man eben in diesem Fall ja schweren Herzens aber doch mitspielt. Das ist ja sozusagen eine Empfehlung gewesen, auch von der Wirtschaftskammer, dass man gesagt hat, ja, wir haben zwar keine Freude mit diesen Kontrollen und wir wollen eigentlich nicht als Hilfs-Sheriffs hier fungieren mit unserem Verkaufspersonal. Und ich würde ja sagen, es ist auch, sagen wir, datenschutzrechtlich nicht ganz unbedenklich, dass jetzt jeder Verkäufer, jedes Kassenpersonal die naja, doch relativ intimen Geheimnisse rund um Impfung und vorhergehende Erkrankungen und Immunisierung und so weiter erfahren können muss, nämlich auch im Zusammenhang mit einer Ausweiskontrolle, denn sonst macht ja die Kontrolle des Impfpasses wenig Sinn. Also es sind da schon viele Fragen im Raum, aber der Handel spielt mit, natürlich, weil er dieses Schreckgespenst eines neuerlichen Lockdowns auf jeden Fall vermeiden will. Die Regierung betont immer all diese Maßnahmen, die Maskenpflicht im Freien, die Kontrolle der 2G-Regel. Das ist ein Aufsichtfahren. Israel hat jetzt gezeigt, dass das ganz leicht aus dem Ruder laufen kann. Wie ist da deine Einschätzung? Ich glaube, es ist niemand gefeit davor. Es ist durchaus möglich, dass auch hier in Österreich wir das erleben, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dieses Virus weiter um sich greift und dass die Ansteckungszahlen eine Zeit lang ziemlich stark in die Höhe gehen und vielleicht sogar exponentiell, das heißt mit Verdoppelungen möglicherweise jeden Tag. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Auf einen Hoffnungsschimmer hat ja Niki Popper schon aufmerksam gemacht, vorher in der Sendung, der Simulationsforscher. Er hat gesagt, auf irgendeine Art und Weise haben 90% der Bevölkerung in Österreich schon Bekanntschaft geschlossen mit Corona, nämlich ihr Immunsystem, entweder dadurch, dass sie geimpft sind oder dadurch, dass sie sich infiziert haben. Also es gibt eine nicht immunologisch naive Bevölkerung sozusagen. Es gibt momentan schon ein gewisses Abwehrpotenzial, aber wir haben gesehen, gerade diese Omikron-Variante, die kann sich über gewisse Abwehrmechanismen auch hinwegsetzen. Immerhin soll die Impfung davor schützen, dass es schlimmer wird, wenn die Krankheit dann da ist. Aber von der Infektion und vor allem auch von der Weitergabe der Infektion an andere ist momentan wahrscheinlich doch niemand in Österreich gefeit. Peter, du warst jetzt beruflich für den ORF in der Schweiz, in Genf. Wie geht denn die Schweiz zum Beispiel im Handel mit den Corona-Maßnahmen um? Was passiert dort? Im Handel gibt es dort keine Einschränkungen. Im Handel kann eigentlich jeder und jede einkaufen, wie er oder sie möchte. Was es schon gibt, das sind relativ strenge Kontrollmaßnahmen in der Gastronomie, auch bei Veranstaltungen, auch wenn es um Eintritt in Museen und Freizeiteinrichtungen und so geht. Da gibt es diesen Lockdown für Ungeimpfte, da gibt es die 2G-Regel und wir sind zumindest einmal beim Essen gehen ziemlich streng kontrolliert worden. Beim zweiten Mal in einem sehr belebten Innenstadtlokal, ja, da hat der Kellner gemeint, ja, er kommt dann gleich und kontrolliert die Impfpässe und diese Kontrolle ist nie passiert, aber das Essen und das Trinken haben wir trotzdem bekommen. Also auch in der Schweiz läuft nicht alles so wie das berühmte Schweizer Uhrwerk. Auch dort gibt es gewisse Unschärfen. Und was es in der Schweiz eben auch gibt, ist ein noch viel stärkerer Anstieg momentan bei den Infektionszahlen und eine relativ schwache Impfquote, vor allem beim dritten Stich. Da ist die Schweiz relativ weit hinten nach. Also das könnte durchaus sein, dass die Schweiz, die momentan eben sehr stark vor Österreich liegt, dass sich dort der Aufwärtstrend der Infektionen noch weiter propagiert und dass vielleicht die Schweiz dann in diesem, ja, es ist ja kein Rennen, aber in dieser Statistik dann doch schon noch länger vor Österreich zu liegen kommt. Der Schweizer Bundespräsident ist ja morgen zu Gast bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Da werden diese Maßnahmen oder Corona vielleicht auch Thema sein. Peter Fritz, vielen Dank vorerst. Wir sprechen in Kürze weiter. Sicherheitspersonal ist momentan gefragt, wie nie. Statt wie früher, vor allem bei Veranstaltungen, werden Security-Mitarbeiter jetzt pandemiebedingt für Zutrittskontrollen gebraucht. Allein in Wien werden hunderte Mitarbeiter gesucht.
An Securities kommt man in der Pandemie nicht vorbei. Sie stehen bei Impfstraßen, Krankenhäusern, Testboxen, Einkaufszentren und vor gut besuchten Lokalen, kontrollieren 2G bis 3G und weisen auf die Maskenpflicht hin. Die Sicherheitsfirmen kommen gar nicht mehr nach mit der Personalbereitstellung. So viele Aufträge. Wir haben sicher an die 100 Stellen offen, also wo wir gerne besetzen würden. Und der Personalbedarf steigt. Alleine im Austria Center sind nach dem Impfbetrugsverdacht jetzt 60 Securities im Einsatz. Auch diese große Sicherheitsfirma muss Aufträge ablehnen wegen Personalmangels. Es werden oft kurzfristig Wünsche von 10 bis 20, 25, ja sogar innerhalb von 48 Stunden 100 Mitarbeiter werden angefordert. Laut dem Sprecher der Bewacherbranche ist die Personalsituation wienweit angespannt, obwohl Arbeitsbereiche in der Pandemie weggefallen sind, wie Events oder der Flughafen. Ich habe mit Branchenkollegen gesprochen, also wir könnten in Summe sicherlich an die 500 Mitarbeiter sofort in Vollzeitbeschäftigung unterbringen. Noch mehr Bedarf registriert man jetzt durch die verpflichtenden Kontrollen im Handel. Durch die 2G-Kontrolle würde ich das jetzt einmal einschätzen, dass wir so 30 bis 40 Zusatzanfragen hatten. Bezahlt bekommen die angelernten Hilfskräfte Vollzeit in dem Bereich rund 1.900 Euro brutto, so der Branchensprecher. Es gilt 3G am Arbeitsplatz. Aus unseren Erfahrungen kann ich sagen, dass unsere Impfquote bei 85% ist und wir natürlich die geimpften Mitarbeiter verstärkt bei diesen Punkten einsetzen, wo es wirklich drauf ankommt, also eben bei Impfstraßen, bei Zutrittskontrollen, bei Krankenhäusern. In der Sicherheitsbranche hat man momentan einen sicheren Job. Für wie lange, wer weiß das schon. Corona bestimmt jetzt immer mehr auch den Alltag. Nämlich im Freien. Seit gestern gilt dort ja eine Maskenpflicht. Dann, wenn mehrere Menschen zusammenstehen und ein Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. Kontrollieren muss das wieder die Polizei. Der ORF Salzburg hat die Beamten begleitet. Bitte die Masken rauf, wenn wir auf 2 Meter zusammenstehen im öffentlichen Raum, gell? Der Platz vor dem Salzburger Hauptbahnhof. Die drei Beamten der nahegelegenen Wachstube sind vor allem aufklärend unterwegs. Also die Leute reagieren eigentlich bis dato sehr positiv. Wir versuchen natürlich den Dialog zu den Leuten zu suchen. Wenn der Abstand gewahrt ist, finde ich es nicht für sinnvoll, weil natürlich viele Leute zusammenkommen, ist sicher gescheit, wenn man nicht aufsetzt und vorsichtig ist. Der Hauptbahnhof ist auch eine Drehscheibe für Schüler. Diese Gruppe besucht die nahegelegene HTL. Auch die Jugendlichen werden auf die Maskenpflicht im Freien aufmerksam gemacht. Ja, wir haben in der Schule eigentlich nicht darauf hingewiesen worden, also dass es jetzt ist. Und man kriegt das jetzt auch nicht so extrem mit durch die Medien. Also, weil so viel Zeit verbringen wir jetzt ja auch nicht drauf. Wir müssen ja lernen für die Schule. Okay. Tag 1 der Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht im Freien verläuft ruhig. Gestraft wird noch nicht, das kann vielleicht noch kommen. Gestraft wird eigentlich bei uns dann, wenn sich die Personen nicht einsichtig zeigen, wenn ein wiederholtes Missachten der Verpflichtung festgestellt wird. Vorbildlich ist diese Studentengruppe aus Minnesota in den USA. Die angehenden Psychologen sind heute nach Salzburg gekommen. Man hat sich über BBC World informiert. Jeder weiß, dass wir hier Masken tragen müssen. Das ist schon okay. Grundsätzlich reagieren die Menschen aber höchst unterschiedlich auf immer neue Maßnahmen und Verordnungen. Die Palette reicht von der Totalverweigerung bis zur Resignation. Es kann beides auslösen. Natürlich, der Mensch per se wünscht sich Freiheit. Er wünscht sich Selbstgestaltung. Wir werden immer mehr reglementiert. Es gibt immer mehr Bestrafungen, mehr Vorschriften. Das kann sogar so weit führen, es gibt mittlerweile einen Ausdruck. Das ist das sogenannte Corona-Cave-Syndrom. Das bedeutet, viele Menschen bleiben lieber zu Hause in ihrer Höhle, gehen in eine sogenannte soziale Isolation, brechen den Kontakt nach außen ab. Durch Ängste, durch Vorschriften und das ist auf Dauer maximal ungesund für die Psyche. Und die Polizei selbst, die nimmt das alles mit Gelassenheit und fürchtet höchstens, dass Omikron die eigenen Reihen ausdünnen könnte. Na, es kann sein, dass auch bei einer eigenen Krankheitsbelastung im Polizeibetrieb natürlich die personellen Ressourcen eingeschränkt sein können oder dass bei einem weiteren Anwachsen der Aufgaben das natürlich enger wird, ist zweifelsohne zu befürchten. Wer gegen die FFP2-Maskenpflicht im Freien verstößt, der muss mit einer Organstrafe von bis zu 90 Euro rechnen oder mit einer Anzeige. Das wird dann noch teurer.
In der ORF-Sendung Report war gestern Bildungsminister Martin Polaschek zu Gast bei Susanne Schnabel. Unter anderem ging es um die Frage, wie sicher die Schulen derzeit sind. Das Gespräch zeigen wir Ihnen gleich davor im Bericht von Yilmaz Gülüm und Helga Lazar über die neue Omikron-Regeln und wie zielführend die Regeln im Alltag sind. Die Weihnachtsferien sind vorbei und die Schulen wieder offen. Mit der Omikron-Welle gibt es auch hier im Wiener Goethe-Gymnasium ein neues Testkonzept. Ein Explodieren der Infektionszahlen soll dadurch verhindert werden. Zwei Antigen- und zwei PCR-Tests ab nächster Woche machen das Testen schon fast zum täglichen Ritual. Aber die meisten Schülerinnen und Schüler akzeptieren diese schwierigen Umstände. Ich würde schon sagen, dass die Schulen offen bleiben. Erstens, man sieht seine ganzen Freunde. Es ist eine andere Stimmung, als wenn man zu Hause vor dem Computer wieder sitzt und alleine jeden Tag ist. Das Corona-Management ist, finde ich, sehr nachvollziehbar. Ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt halt regelmäßig testen, weil auch wenn man geimpft ist, kann man noch das Virus haben. Von der Theorie her wären die Regeln eigentlich super, aber halt die Ausführung und die Praxis von den Kindern ist dann halt immer ein bisschen nachlässig. Der Direktor geht mit seinen Lehrern und Schülern in die neue Sicherheitsphase, die jetzt einmal bis Ende Februar dauern soll. Das ist ein enormer Aufwand, den die Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr, sehr professionell stemmen mittlerweile. Man muss wirklich sagen, mit einem Kraftaufwand. Diese Tests, die eben hier nicht gemacht wurden, zu Hause, außerhalb der Schule, müssen im Schulhaus gemacht werden. Ich habe selbst eine erste Stunde in einer ersten Klasse. Es geht ungefähr 20, 25 Minuten der Stunde gehen für diesen administrativen Aufwand täglich dafür weg. Mit dem Unterricht dürfte die Phase der kontrollierten Durchseuchung endgültig angekommen sein. Massenhafte Infektionen mit Omikron ließen sich kaum verhindern, höchstens verzögern, sagt die Virologin Monika Redelberger-Fritz. Ich bin irgendwie dagegen, das einfach als Durchrauschen zu betrachten. Denn letztendlich ist es eine Wand und eine Welle, die auf uns zukommt und die einfach so gut wie nicht aufzuhalten ist. Also selbst wenn wir da jetzt in einen ganz harten Lockdown reingehen würden, würde diese Welle nicht aufgehalten werden, die würde dennoch trotzdem über uns hereinbrechen. Das bedeutet, wir stehen letztendlich vor einer Flut und müssen die Folgen der Flut so gut es geht abpuffern. Und dieses Abpuffern macht man eben mit relativ starken und strengen Maßnahmen, die eigentlich in Österreich ohnehin sehr gut sind. Das einzige Problem, was dahingehend noch besteht, ist, dass diese Maßnahmen noch nicht ausreichend kontrolliert werden. Zu Besuch in der kritischen Infrastruktur. Das frische Lager Inzersdorf des Rewe-Konzerns, zu dem unter anderem Billa gehört, beliefert 1200 Lebensmittelfilialen in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Mit Fleisch- und Milchprodukten, Obst und Gemüse. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch Infektion und Quarantäne immer wieder ausgefallen, die Versorgung sei aber nie in Gefahr gewesen. Der Krisenmanager sieht das Unternehmen weiter gut vorbereitet. Wenn dieser Druck trotzdem mehr wird und mehr Mitarbeiter ausfallen, dann haben wir über unsere firmeninternen Krisenstäbe die Möglichkeit, über einzelne Standorte und Eingreiftruppen und Springergruppen hier auszugleichen. Derzeit ist weniger als 1% der Belegschaft Corona-bedingt nicht einsetzbar. Bis es kritisch wird, gäbe es noch viel Luft nach oben. Ja, aus meiner Sicht bis zu 5, 6, 7% können wir in jedem Fall verkraften. Wir haben ja auch sonst Ausfälle aus Urlauben und aus restlicher Arbeitszeit bis zu 10%. Ich sehe das überhaupt nicht kritisch, dass wir in Situationen kommen, wo wir den Betrieb nicht aufrechterhalten können. Zugute kommt dem Konzern, dass ab sofort dreifach Geimpfte nicht mehr als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen und sich nach einer Infektion nach 5 Tagen freitesten können. Wie schnell sich Omikron verbreiten kann, zeigt ein Infektionscluster unseres Kollegen Stefan Daubrawa. Was man bei uns sieht, ist, wie wahnsinnig ansteckend diese neue Variante, die Omikron-Variante ist. Wir haben gemeinsam Silvester verbracht, 3 Familien, 6 Erwachsene und 3 Kinder, wobei eins der Kinder schon 17 Jahre alt ist, also auch quasi erwachsen. Und nach diesem Silvester waren wir alle angesteckt, bis auf die 2 Elfjährigen. Und bei 2 Fällen, in 2 Fällen ist auch tatsächlich Omikron festgestellt worden. Bei den anderen Fällen wissen wir es nicht. Aber letztlich haben wir uns alle infiziert, obwohl wir 3-mal geimpft sind und alle PCR getestet vorher waren. Die Omikron-Welle verändert die Spielregeln der Pandemie. Die Medizinerin Ursula Kahnthaler leitet den Covid-Krisenstab der Stadt Wien. Wenn es zu den erwartet weiter steigenden Infektionszahlen kommt, werde man beim Contact Tracing nicht mehr alle Fälle abarbeiten können.
Das Contact Tracing wird ja auf jeden Fall aufrechterhalten, nur wird es dann bei eben extremen Fallzahlen auf die Bereiche fokussiert, wo wir besonders schützenswerte oder vulnerable Bereiche haben. Und dann werden diese primär abgearbeitet. Gemeint sind vor allem Pflegeheime, Spitäler und Menschen aus der Hochrisikogruppe. In den kommenden Wochen muss die Politik nicht nur darauf achten, wie viele Menschen in den Spitälern liegen, sondern auch, wie viele aktuell nicht in die Arbeit gehen dürfen. Eine neue Maskenpflicht im Freien soll helfen, Infektionen weiter einzudämmen. Die Wirksamkeit sei aber fraglich, so der Komplexitätsforscher, der auch die Regierung berät. Was stattdessen wirklich helfen würde, wären mehr Boosterimpfungen. Wir haben Mitte Dezember gesagt, dass man die Impfgeschwindigkeit vervierfachen müsste, um, bevor die Omikron-Welle kommt, einen gleichen Schutz zu haben wie vor der vierten Welle, was in Österreich bekanntlich ein bisschen zu wenig war. Hätte man im Dezember, wo sich ungefähr 100.000 Leute am Tag geimpft haben, noch vervierfachen müssen. Heute impfen sich pro Tag etwa 30.000 bis 40.000 Menschen. Das heißt, ich müsste es eigentlich verzehnfachen. Das heißt, das, was man primär machen müsste, impfen, wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Schlicht und ergreifend, ja. Omikron trifft auch viele Geimpfte. Das hat die Diskussion über die geplante Impfpflicht aufs Neue befeuert. Ist diese noch gerechtfertigt, wenn die Impfstoffe an Wirksamkeit verlieren? Ja, sagt Medizinrechtler und Gecko-Mitglied Karl Stöger. Wenn das Ergebnis ist, dass die Impfung gegen Omikron insoweit nichts mehr bringt, als sie das Gesundheitssystem nicht entlasten kann oder dass sie nicht mehr benötigt wird, weil die Verläufe generell so leicht würden, dann müsste man das erneut diskutieren. Die Diskussion ist ja vor kurzem angestoßen worden, allerdings sagen jetzt doch schon sehr viele Medizinerinnen und Mediziner, dass auch mit Omikron die Impfpflicht in der Rechnung bleiben muss, damit wir auch im nächsten Winter ohne gröbere Maßnahmen durchkommen. Und dann würde Omikron die Impfpflicht nicht aufwirbeln. Klar ist aber, eine Impfpflicht könne nicht ewig gelten. Aus juristischer Sicht ist es so, dass in einigen Jahren die Impfpflicht jedenfalls dann aufgehoben werden kann, wenn ich auch mit freiwilliger Impfung und im Übrigen einer natürlichen Immunität durchkomme. International sieht man, dass sich auch viele Kinder mit Omikron anstecken. Der Schulbeginn wird auch in Österreich zu höheren Zahlen führen. Die Virologin hält das Festhalten am Präsenzunterricht dennoch für gerechtfertigt. Letztlich ist es so, dass man ganz genaue Daten diesbezüglich letztlich noch nicht vorliegen hat. Wir wissen, dass wir bei Omikron weniger schwere Verläufe sehen bei den Kindern und auch weniger schwere Nebenwirkungen oder schwere Langzeitfolgen beobachten können, als wir bei der Delta-Variante gesehen haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir gar keine sehen. Für die Schulen bleibt das Credo, flexibel sein. Denn eines sind Corona-Regeln garantiert nie. Nämlich in Stein gemeißelt. Diese Kurzfristigkeit, mit der man manchmal mit bestimmten Situationen, Vorgaben konfrontiert wird, die sind sehr, sehr schwer administrativ umzusetzen, mit einem enormen Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen, vor allem für die Administration, die das ja dann von Freitag auf Montag vielleicht dann umsetzen soll. Das stresst alle. Und die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden, die ist jetzt da, mehr 17.000 sind es heute. Und damit zum Thema Bildung. Bei meiner Kollegin Susanne Schnabel in der Sendung Report war gestern Bildungsminister Martin Polaschek zu Gast. Auf die Frage, ob er denn schon wisse, wie viele der mehr als 1 Million SchülerInnen Anfang dieser Woche positiv getestet wurden, sagt er. Wir haben die ersten Zahlen bekommen. Es sind nach derzeitigem Stand ungefähr 2000 Personen, die positiv getestet worden sind. Das ist, wenn man die große Zahl an Schülerinnen und Schülern ansieht, eigentlich keine sehr große Zahl. Und ich denke, das zeigt auch, dass gerade bei den Kindern das Ansteckungsrisiko doch zum Glück nicht so groß ist, wie befürchtet. Worauf führen Sie das zurück? Also das höre ich das erste Mal, das sagen auch Virologen nicht, dass das Ansteckungsrisiko für Kinder nicht so groß ist. Es zeigt sich offenbar, wenn man sich ansieht, wie viele Menschen jetzt unter den Kindern nicht
krank sind, obwohl alle der Meinung waren, es wird eine viel größere Krankheitswelle nach den Ferien kommen, scheint aus welchen Gründen immer die Ansteckung zwischen den Kindern nicht so passiert zu sein. Heißt das, Sie gehen entgegen aller Epidemiologen und Virologinnen und Virologen davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen Omikron nicht in den Schulen Fahrt aufnehmen wird? Nein, die Wahrscheinlichkeit besteht. Wir sind weiterhin sehr vorsichtig. Aber zum Glück war die Zahl nicht so groß, wie die Epidemiologen gemeint haben, dass sie zu Schulbeginn sein wird. Da hat man gesehen, dass es eigentlich deutlich weniger Erkrankte waren oder Infizierte waren. Und wir können davon ausgehen, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen, die wir ja im Schulbereich haben, gut jetzt durch die nächste Zeit kommen werden. Jetzt sagen aber die führenden Expertinnen und Experten der sogenannten Future Operations Plattform, und dass sie namhafte von Andreas Bergthaler, Niki Popper, Herr Ostermann bis zu Peter Klimek, die alle haben wir Top-Wissenschaftler kennengelernt, dass es genau deswegen eben noch strengere Maßnahmen braucht im sensiblen Schulbereich. In der Praxis passiert aber, Herr Minister, das Gegenteil. Die Quarantäneregeln wurden gelockert. Das könnte das Virus noch mehr befeuern. Warum? Die Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich sind genauso eng, wie sie es vor den Weihnachtsferien waren. Dass die Epidemiologen davor warnen, dass es zu Ansteckungen kommen kann, ist legitim. Aber wenn man sich ansieht, wie eng gerade im Schulbereich das Sicherheitsnetz geknüpft ist und wenn man sieht, wie stark eigentlich die Zahlen gerade im Schulbereich zurückgegangen sind vor den Weihnachtsferien, denke ich, kann man hier guten Mutes sagen, dass man mit diesem System jetzt weiterfährt. Wir bewerten natürlich jeden Tag die Lage neu. Das heißt, wir achten sehr darauf, wie sich die Zahlen entwickeln. Sollte es zu einem starken Ansteigen kommen, wird man sich was überlegen natürlich. Aber ganz so ist das ja nicht. Die Quarantäneregeln auch in der Schule wurden gelockert. Das heißt, zweifach geimpfte, auch dreifach geimpfte Lehrpersonen sind nicht mehr Kontaktpersonen, sondern bleiben in der Schule. Und wie wir wissen, können sie aber sehr wohl das Virus auch übertragen. Jetzt sagt der IHS-Gesundheitsökonom Thomas Cipionka auch in dieser Empfehlung, das ist kontraproduktiv. Damit befeuern sie in der Schule die Ausbreitung. Die Gesundheitsbehörden haben den Rat gegeben oder die Meinung oder vertreten die Meinung, dass solche Personen nicht Kontaktpersonen sind, dass sie weiterhin arbeiten können, also auch in der Schule sein können. Wir haben aber gerade in der Schule eine sehr, sehr hohe Anzahl an geimpften Personen, an dreifach geimpften Personen. Wir haben das Maskentragen und es ist so, dass die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule sein können, aber nicht müssen. Das heißt, wenn ein besonderes Gefährdungsrisiko vor Ort bestünde, dann besteht auch nicht die Verpflichtung, dass diese Personen unterrichten. Es ist nur die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, dass diese Personen zur Arbeit kommen können, aber nicht müssen. Und wir verfolgen die Lage sehr genau und wir prüfen es in den Einzelfällen, ob es gerechtfertigt ist, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer, auch wenn er sonst Kontaktperson gewesen wäre, unterrichtet. Jetzt gehen dennoch alle von einer schnellen Ausbreitung aus. Und es ist so, wenn innerhalb von 2 Tagen 2 positive Fälle in der Klasse bekannt sind, geht die Klasse automatisch ins Distance Learning, also alle lernen von zu Hause aus. Ist das auch ein Kalkül und hier ein Strategiewechsel, nämlich dass, das sagen ja die Gesundheitsexperten hier, die Schulen von selbst schließen werden, weil sich so viele ins Distance Learning begeben, anstatt dass sie dann eben selbst eine sehr unpopuläre politische Entscheidung treffen müssen? Diese Maßnahmen mit dem Distance Learning haben wir auch bereits vor den Weihnachtsferien gehabt. Wir sehen, dass sehr viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind, dass mittlerweile auch sehr viele Schülerinnen und Schüler geimpft sind und dass das regelmäßige Maskentragen wirkt. Wir werden sehen, ob es wirklich zu einem starken Anstieg kommt. Wir bewerten jeden Tag in enger Abstimmung mit der GEKO die Lage neu. Sollte es zu einem starken Anstieg an Klassenschließungen kommen, wird man entsprechend reagieren müssen. Nach derzeitigem Stand ist es eigentlich gerechtfertigt, auch weiterhin Schulbetrieb in der Form offen zu halten. Derzeit sind es 11 Klassen österreichweit, die in Distance Learning sind. Ab welcher Zahl sagen Sie, jetzt müssen wir eingreifen? Jetzt haben wir eine neue Strategie und deswegen gibt es neue Maßnahmen. Das hängt nicht von einer konkreten Gesamtzahl ab, sondern die Frage ist, gibt es einen
einen Bereich, eine Region, wo es zu verstärkten Klassenschließungen kommt. Wir haben 58.000 Schulklassen in Österreich. Wenn sich diese 11 auf die verschiedensten Bundesländer verteilen, wie es derzeit der Fall ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, generell von Schulschließungen zu sprechen. Man muss sich ansehen, wenn in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Schulbereich vermehrt Schließungen kommen, dann wird man sich auch etwas überlegen müssen. Jetzt ist ja allen besonders wichtig und alle wollen, dass die Schulen offen bleiben, aber sie sollen dabei sicher sein. Das betonen auch Sie und die Expertinnen und Experten in diesem Papier sagen, dazu braucht es 3 PCR-Tests pro Woche. Und das schafft man aber selbst nach 2 Jahren nicht. Jetzt weiß ich, Sie sind nicht so lange noch Bildungsminister, aber haben ja schon einen Einblick im Maschinenraum, wo politische Entscheidungen gefällt werden. Woran liegt das? Dass die Länder, nicht alle, Wien mit Ausnahme, das nicht auf die Reihe kriegen? Das liegt nicht daran, dass das jemand nicht auf die Reihe kriegt. Woran denn dann? Man darf nicht vergessen, dass der Schulbereich der am meisten PCR-getestete Bereich der gesamten Republik ist. Es finden jetzt mittlerweile 2 PCR-Tests an allen Schulen statt. Nicht an allen, am 17. Ab 17. an allen Schulen. Das bedeutet, dass 2,5 Millionen PCR-Tests im Schulbereich jetzt durchgeführt werden. Mittelfristig ist es auf jeden Fall eine Option, das auf weitere PCR-Tests auszurollen, auf einen dritten PCR-Test. Was für ein Zeitraum? Nennen Sie uns da? Das wird man sich ansehen, wie sich die Welle entwickelt. Das ist so, dass wenn man sich das in den europäischen Ländern ansieht, in keinem anderen Staat so viele Tests durchgeführt werden im Schulbereich. Die österreichischen Schulen sind schon jetzt der am meisten getestete Bereich. Wenn Sie überlegen, dass wir auf 3 Tests gehen, bedeutet das, dass wir noch einmal 1,25 Millionen Tests, PCR-Tests einführen müssen. Die Kapazitäten stellen Sie in Aussicht, Herr Minister. Jetzt passiert das aber alles in seinem sehr sensiblen Zeitfenster, nämlich in wenigen Wochen wird es das Semesterzeugnis geben. In dem Erlass schreiben Sie, dass eben auf die pandemiebedingte Belastung Rücksicht genommen werden soll. Was heißt das konkret für Maturantinnen und Maturanten? Die wollen nämlich alle wissen, wie wird die Matura heuer ablaufen und wird es auch heuer Erleichterungen geben? Das ist mir klar. Für Maturantinnen und Maturanten wird es wieder Erleichterungen geben. Es wird wieder ein Verschieben der Frist der Abgabe der vorwissenschaftlichen Arbeiten geben, aber es wird wieder eine verpflichtende mündliche Matura geben. Da lassen Sie nicht locker, das heißt, die wird nicht freiwillig, sondern für alle verpflichtend. Ja, die Abschlussprüfungen für den AHS- und BHS-Bereich werden verpflichtend und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, dass es auch positiv zu sehen ist, dass die Schülerinnen und Schüler nach einem langen Leben in der Schule auch wirklich mit einer formellen Abschlussprüfung dieses Schülerinnen- und Schülerleben auch abschließen. Es wird Erleichterungen geben. Das bedeutet, wir werden die Fächerkörbe bei der mündlichen Matura einschränken. Es wird also weniger Stoff, aber mündliche Matura verpflichtend. Ja. Okay. Herr Minister, letzte kurze Abschlussfrage. Impfen ist die beste Medizin. Jetzt sagt Wien, nach den Semesterferien soll an den Schulen von den Schulärztinnen und Ärzten geimpft werden. Ist das auch für alle anderen Bundesländer geplant? Wer impft, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort. Es ist so, dass eigentlich ja nicht die Schulärztinnen und Schulärzte im Grunde genommen impfen, sondern das sind Ärzte, die an den Schulen impfen. Und es gibt in Wien ein Angebot in den Schulen, aber es gibt auch Impfbusse. Das entscheiden jeweils die Bundesländer, wo geimpft wird. Der Bildungsminister war das, Martin Polaschek, gestern im Report bei Susanne Schnabel. Und wir bleiben bei der Bildung. Die Stimmung unter den Pflichtschullehrerinnen und Lehrern ist schlecht. Die Belastung durch die Corona-Krise hat auch bei ihnen die Situation verschärft. Laufend lassen sich in Wien Lehrerinnen und Lehrer versetzen oder sie kündigen überhaupt. Der Personalvertreter schlägt Alarm. Im Dezember hätten täglich bis zu 10 Lehrkräfte in Wien gekündigt. Besonders schlimm ist es zurzeit im Bereich der Volksschule und auch im Bereich der Sonderpädagogik. Da lösen sehr viele das Dienstverhältnis auf, gehen in andere Bundesländer oder verlassen den Beruf. Wir haben in Wien keinen Personalmangel im Pflichtschulbereich mehr, sondern wirklich einen Personalnotstand und können zum Teil wirklich Grundbedürfnisse nicht mehr abdecken. Dazu das Beispiel einer Pflichtschulpädagogin in Simmering. Wir haben sie anonymisiert. Wien heute gegenüber nennt sie diese Probleme. Das Fehlen von ausgebildeten Lehrkräften, Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung, für Pendler das Parkpickerl und dann noch die Mehrbelastung durch Corona. Weil wir einfach zum Beispiel um das Aufrechterhalten der Sicherheit in den Schulen eine Fülle von Arbeiten erledigen müssen,
die per se keine pädagogischen Arbeiten sind. Die Bilanz der Bildungsdirektion von September bis Dezember: 6 Totalabgänge und 60 einvernehmliche Dienstauflösungen. Bei 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir gesagt, ja, gemeinsam haben wir auch entschieden, Dienstnehmer und Dienstgeber, hier gibt es eine Ersatzkraft und dann gibt es auch während des Schuljahres für diese Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, in ein anderes Bundesland zu wechseln oder ihr Dienstverhältnis zu beenden. Auf der anderen Seite wollen wir die Guten auch behalten. Und daher ist es uns das sehr wichtig, nämlich auch zu schauen, wie können wir helfen. Wien zum Beispiel wird jetzt allen Schulen administrative Unterstützung geben, nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lehrerinnen und Lehrer davon entlasten, eben vieles, was jetzt nicht Pädagogik ist, zu machen. Zu den Maßnahmen zähle auch der stärkere Einsatz von Digitalisierung, wird betont. Für Kinder bis 5 Jahre ist die Corona-Impfung nicht zugelassen. Angesichts der jetzt hohen Infektionszahlen würden sich aber viele Eltern für die Kindergärten eine Testpflicht wünschen. Die zuständige Landesrätin in Niederösterreich sagt dazu nein. Ein Bürgermeister im Bezirk Bruck an der Leitha hat das Testen im Kindergarten jetzt auf eigene Faust durchgesetzt. Im Kindergarten von Sommerrhein werden seit Dezember alle 96 Kinder dreimal pro Woche auf Corona getestet. Bürgermeister Karl Zwirschitz wollte nicht länger auf Vorgaben warten und hat die Testpflicht angeordnet. Es hat in 2 Fällen dann ein bisschen länger gedauert, da hat es Einzelgespräche gegeben. Letztendlich haben aber dann auch diese Eltern davon von der Sinnhaftigkeit überzeugen können und haben seit Mitte Dezember jetzt eine 100%ige Teilnahme an diesen Schlägertests. Die Reaktionen jener Eltern, die ihre Kinder schon vorher testen haben lassen, beschreibt der Bürgermeister als äußerst positiv. Die waren sehr froh, dass man endlich ein bisschen Druck hineinbringt, dass endlich die Politik, wenn auch nur auf unterster Ebene, was tut. Diese Einführung der Testpflicht im Kindergarten Sommerrhein ist aus meiner Sicht sehr zu begrüßen, weil sie uns erstmalig in der Praxis zeigt, wie die Reaktionen darauf sind. Der Patientenanwalt spricht sich schon seit einigen Wochen für eine Testpflicht in Kindergärten aus. Genauso wie der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich, Christoph Reisner, Anfang Dezember in einer Aussendung. Johanna Pichler ist Allgemeinmedizinerin und dreifache Mutter. Sie hat eine Petition für eine Testpflicht gestartet, weil sie Sorge hatte, sich ihre Kinder bei nicht getesteten Kindern mit Corona anstecken. Keine Kinderkrankheit macht so viele Krankenhaus- und Intensivaufenthalte wie Corona. Und auch das Long-Covid-Thema ist bei mir einfach im Hinterkopf, weil wirklich 11% der Kinder, die Corona haben, an Long-Covid erkranken. Ja. Frau Pichler berichtet von Unverständnis vieler Eltern. Wir Eltern, die testen lassen, werden indirekt dazu gezwungen, unsere Kinder aus dem Kindergarten in eine Fremdbetreuung zu geben, damit sie sich im Kindergarten einfach nicht anstecken. Ja. Vor Weihnachten wurden die Eltern von Kindergartenkindern mit Schleckertests für zu Hause ausgestattet, um vor allem Skeptiker zu überzeugen. Wenn es so ist, dass diese Kennenlernaktion zu einer wesentlichen Erhöhung der Testquote führt, dann bin ich auch dafür, dass wir bei der Freiwilligkeit bleiben. Wenn sich aber die Testquote nicht wesentlich erhöht, dann ist aus meiner Sicht wieder darüber nachzudenken, ob wir wirklich sehr rasch schon diese Testpflicht einführen. Für Johanna Pichler geht es auch um Solidarität. Jeder glaubt immer, jedes Recht zu haben, ja, aber ich finde, wenn man als Kind in den Kindergarten gibt, muss man auch dafür sorgen, dass es gesund ist und dort niemanden ansteckt. Ja. Von Niederösterreich jetzt nach Wien, konkret in die Lobau. KlimaaktivistInnen trotzen hier nicht nur der Kälte bei Minusgraden. Seitdem ein bewohnbarer Turm bei einem mutmaßlichen Brandanschlag zerstört wurde, gibt es in dem Camp jetzt Aufpasser in der Nacht. Ein Rückzug ist für die KlimaaktivistInnen jedenfalls weiterhin keine Option. Seit dem Feuer sind die Wiederaufbauarbeiten im Grätzl bei der Südostangente vorangeschritten. Auch eine Nachtwache ist eingerichtet. Jeden Tag übernachten in allen Camps Menschen und es gibt 2 Schichten für die Nachtwache. Und das Schöne ist, dass jetzt eigentlich auch noch mehr UnterstützerInnen mobilisiert wurden, die jetzt halt auch kommen, auch wenn sie sonst nicht so viel Zeit in den Camps verbringen, um eben bei der Nachtwache zu helfen. Auch in der Parkanlage bei der Anfanggasse wird seit Ende August die Stellung gehalten. Das angemeldete Camp soll, geht es nach den AktivistInnen, auch über den Februar hinaus bleiben können. Weiterführende Gespräche zur Causa Stadtstraße hat es an einem gemeinsamen Tisch zwischen den AktivistInnen und VertreterInnen der Stadt noch nicht gegeben. Wir haben immer wieder Gespräche gefordert und werden das weiterhin tun, aber solange
wenn ich mich mit jemandem am Tisch setze und auf Augenhöhe reden will, dann kann ich nicht die Existenz von der Person zerstören wollen. Und solange das im Raum steht, sind Gespräche für uns nicht möglich. Gemeint sind die verschickten Klagsdrohungen seitens der Stadt, die auch an AktivistInnen gegangen sind. Denn Einladungstermine hat es aus dem Rathaus bereits gegeben. Wahrgenommen wurden diese bisher nicht. Also ich habe wiederholt Einladungen ausgesprochen. Ich habe gesagt, von Seiten der Stadt gibt es keine Bedingungen für die Gespräche, keine Vorbedingungen. Das heißt, wir strecken wirklich die Hand aus. Ich bin an ehrlichen Gesprächen interessiert, abseits der medialen Bühne, also wirklich informelle Gespräche, weil es mir einfach um eine Auflösung eben dieser problematischen Situation geht. Die Fronten scheinen eingefahren. Ein freiwilliger Abzug steht aber nicht auf dem Programm. Die Stadt Wien hat uns ja im Dezember mit der Räumung gedroht in der Wüste, also in der Hausfeldstraße. Als daraufhin dann 100 mehr Menschen gekommen sind, hat sie dann versucht, uns mit den Klagsdrohungen quasi verbal zu räumen. Aber wir halten nach wie vor die Stellung. Auch das Wüstengrätzel mit Pyramide bei der Hausfeldstraße hat sich auf Bleiben eingerichtet. Der Protest gegen die Stadtstraße und für den Öffi-Ausbau bleibt bestehen. Bei den Ermittlungen zum möglichen Brandanschlag auf den Turm bei der Hirschstettner Straße gibt es laut Polizei aktuell keine neuen relevanten Erkenntnisse. Auch das dauert noch an. Und ich bin jetzt per Skype mit Lena Schilling verbunden. Wir haben sie im Beitrag gehört. Sie ist Sprecherin der Initiative Lobau bleibt. Frau Schilling, können Sie mich hören? Ja, hallo. Hallo. Hallo, Frau Schilling. Sie schauen etwas eingepackt aus. Wo sind Sie denn gerade und wie haben Sie heute geschlafen, wenn Sie dort sind, wovon ich annehme, dass Sie in der Lobau sind? Genau, ich bin gerade in einem angemeldeten Camp in der Anfanggasse. Ja, ich bin eingepackt. Es hat aktuell -3 Grad und es ist kalt. Ja. Frau Schilling, die Lobau ist in Wien. Jetzt haben wir ZuseherInnen auch in Graz oder Innsbruck. Wie erklären Sie denn diesen Personen, warum Sie seit Wochen bei Minusgraden im Freien protestieren? Wogegen protestieren Sie? Wir protestieren nicht nur gegen die Stadtautobahn, sondern tatsächlich geht es hier um den Anstoß für eine Mobilitätswende. Wir müssen entscheiden, wie wir jetzt weitermachen und vor allem müssen wir die Klimakrise endlich ernst nehmen. Und weiter fossile Großprojekte und solche Straßenbauprojekte zu setzen, das wird einfach nicht funktionieren und so werden wir unsere Klimaziele nie erreichen. Deswegen müssen wir jetzt Schritt für Schritt tatsächlich Maßnahmen setzen und dazu gehört, meine Damen und Herren, wir entschuldigen die Tonprobleme. Lena Schilling, Sie können mich weiterhin hören? Meine Damen und Herren, wir werden das Gespräch an einer anderen Stelle vielleicht heute noch nachholen. Und wir kommen wieder zum Thema Corona. In Österreich gibt es eine Wissenschaftsfeindlichkeit, das sagen viele Expertinnen. Das zeigt die Pandemie jetzt mehr denn je, allein wenn wir an das Impfen denken. Woher kommt diese Wissenschaftsskepsis und was kann dagegen unternommen werden? Die Antworten darauf hat Julia Ortner in einem Reportbeitrag. Österreich und die Wissenschaft. Es ist kein einfaches Verhältnis. In der Pandemie wird offensichtlich, dass manche im Land den Erkenntnissen der Wissenschaft mit Skepsis bis Misstrauen begegnen, gerade in Sachen der Corona-Impfung. Widerstand! 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 Andreas Bergthaler beschäftigt sich am Forschungszentrum für molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften mit der Sequenzierung von Coronaviren. Er sieht hinter der Wissenschaftsskepsis ein grundlegendes Problem. In Österreich, glaube ich, wird sehr viel vereinfacht und es geht um schwarz-weiße Darstellungen, was natürlich schwierig ist in einer komplexen Welt, sei es die Pandemie, sei es Migration, sei es der Klimawandel, ist es deutlich schwieriger in Österreich in Graustufen, in Grautönen zu kommunizieren. Wenig Grautöne gibt es auch bei der aktuellen Eurobarometer-Umfrage über das Vertrauen in die Wissenschaft. Nur die Deutschen sehen Forscherinnen und Forscher skeptischer, als man sie hierzulande bewertet. Worin wurzelt dieses Misstrauen? Bis hin zur Ablehnung? Der österreichische Kommunikationsforscher mit einem Blick zurück in die Historie. Die deutsche Sozialpsychologin mit einer Analyse der jüngeren Geschichte. Dazu gehört wahrscheinlich schon das in der Monarchie gepflegte Selbstbild als Kultur und nicht als Wissenschaftsnation. Die historisch nie ganz vollendete
Aufklärung und Säkularisierung, aber wohl auch die Schwächung von Wissenschaft und Forschung durch den Nationalsozialismus. Es gibt ja schon sehr lange auch so eine Überlappung zwischen ja so freigeistigen Naturbewegungen und auch einem völkischen Denken. Das ist natürlich nicht immer der Fall, da gibt es auch Unterschiede. Und man sieht beispielsweise, dass es in diesen auch ja, Bio-Bewegungen, in diesen, die auf Lokalität großen Wert liegen, ja auch manchmal Anknüpfungspunkte gibt zum völkischen Denken, das wiederum sich auf so eine Blut- und Bodendoktrin bezieht. Mit besonderer Impfskepsis kämpfen jetzt nicht nur Österreich, sondern auch die Nachbarn Deutschland und Schweiz. Doch manche Aspekte der heimischen Debatte haben eine eigene, typisch österreichische Note, sagt die Netzexpertin. Es gibt Wissenschaftsthemen in Österreich, die sind leider ein rotes Tuch. Gentechnik, Atomenergie, da gab es auch extrem lange boulevardeske Kampagnen. Und die Gefahr ist, dass diese Wissenschaftszweige so als Ganzes kritisiert werden, dass auch sinnvolle Dinge, die dann dort entstehen, dass die auf einmal verteufelt werden oder von manchen mit einer extremen Angst behaftet sind. Die Angst vor neuer Technologie hat das Land schon Ende der 70er Jahre beim Protest gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf aufgewühlt. Bis hin zur Volksbefragung 1978, die knapp gegen das Werk ausgeht. Nach dem Aus für Zwentendorf ist Bundeskanzler Bruno Kreisky not amused, aber dann eben ohne Atomkraftwerk. Oder sie geht schlecht aus. Kann ich mich auch nicht aufhängen, habe ich gesagt, da gibt es halt ein Kraftwerk nicht. In den 80er und 90er Jahren bewegen die neuen Angstbilder von der Gentomate oder dem Klonschaf viele. Auch die Politik macht sich Sorgen, allen voran die damaligen Grünen, aber nicht nur sie. Können wir es uns leisten, jede Technologie, die uns heute von der Wissenschaft angeboten wird, blind in die Produktion zu übernehmen? Herr Bundesminister, ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, dass die Gentechnologie ein gefährlicher Wissenschaftszweig ist und die Anwendung besorgniserregend. Gerade in den gefährlichsten aller Bereichen eine unglaubliche Zunahme an Förderungen. Beispielsweise im Bereich der wirtschaftsbezogenen Forschung, darunter insbesondere Gentechnik und Biotechnologie. Biomediziner und Gentechniker brauchen sich über ihren schlechten Ruf in der Öffentlichkeit nicht beklagen, wenn sie diesen Schöpfungsakt, der anderen vorbehalten war, vornehmen wollen. Auch nach dem 1994 beschlossenen Gentechnikgesetz geht es weiter. Massenblätter wie die Kronenzeitung kampagnisieren engagiert an der Genfront. Das Gentechnik-Volksbegehren 1997 wird das zweiterfolgreichste der Geschichte. Man habe damals nicht mit den Ängsten vor der Gentechnologie gespielt, sondern eben Angst vor möglichen Entwicklungen gehabt, sagt der einstige Grünpolitiker. Die Bilder der deutschen Romantik seien prägend gewesen. Am Anfang war natürlich aus der Betroffenheit in der Mitte der Gesellschaft, diesem Aufbruch der Bewegungen, auch das romantische Bild der Natur, als heilige Natur, noch sehr dominant und beeinflussbar und hatte auch ihren Einfluss, auch auf uns. Wir haben uns ja nicht gegen die Genetik oder gegen die Physik ausgesprochen damals, sondern gegen eine entfesselte Technik, die in einem, kann auch sagen, kapitalistischen Verwertungsprozess ohne Schranken, ohne ethische Schranken, ohne kulturelle Schranken, einfach dem Gewinn verpflichtet ist. Gentechnik wurde und wird in Österreich mit Lebensmitteln assoziiert und beim Essen hört sich der Spaß auf. Die Errungenschaften der Gen- oder Biotechnologie, wie die Corona-Impfstoffe, gingen so in der breiten Öffentlichkeit unter, sagen die Expertin und der Experte. Das Misstrauen gegen die Wissenschaft setze sich fest. Man hat ja häufig in so esoterischen Weltbildern die Idee, es gibt etwas Gutes und das ist natürlich und dem wird etwas Künstliches gegenübergestellt, das als Gefahr gesehen wird. Und dieses dualistische Weltbild geht halt mit negativen Konsequenzen einher. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht kritisch auch mit Gentechnik auseinandersetzen muss, mit den Folgen. Es geht einerseits darum, dass das Vertrauen in Politik
Stichwort Korruptionsverdacht, aber auch in den Medien, Stichwort vermutete redaktionelle Käuflichkeit in Österreich, deutlich gesunken ist. Und wenn jetzt Wissenschaftlerinnen bzw. einzelne Expertinnen als Teil davon wahrgenommen werden, dann trifft auch sie dieser Vertrauensverlust. Und diese Menschen vertrauen paradoxerweise allen, die sie kennen und nicht jenen, die sich auskennen. Auf das Bedürfnis zu vertrauen sollte man daher in der Pandemie setzen. Das Interessante ist, auch wenn Leute total negativ sind, was Teile der Wissenschaft oder die Pharmaindustrie betrifft, würde ich empfehlen zu überlegen, gibt es Personen, der die Person noch vertraut? Vielleicht gibt es dann doch einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, von der man einmal einen positiven Eindruck hatte oder schlimmstenfalls sogar Prominente. Was wir als Wissenschaft natürlich sehr oft das Problem haben, ist, dass wir nicht die Sprache der Bevölkerung sprechen. Und ich glaube, da hilft es sich wirklich jedes Mal wieder zu überlegen, wie kann ich jetzt einen bestimmten Sachverhalt meiner Großmutter erklären oder meinen Eltern erklären, die vielleicht nicht firm sind auf diesem Gebiet. Klare Sprache, verständliche Kommunikation. Gerade in emotional so überhitzten Zeiten wohl ein guter Ansatz für Wissenschaft und Politik. Im Vorfeld des heutigen Ministerrates haben sich Familienministerin Susanne Raab, die jetzt auch die Medienagenten überhaupt, und die grüne Clubchefin Sigrid Maurer zu Wort gemeldet. Was sie zu sagen haben, das hören wir uns jetzt an. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor dem Ministerrat dürfen wir Sie darüber informieren, dass es uns freut, dass wir den Ministerratsvortrag eingebracht haben zum Thema der Medienkooperationen. Wir werden einen Prozess starten, wie ich gestern auch schon berichten durfte, einen Prozess starten zur Neuorganisation der Medienkooperation, sprich der Inseratenvergabe. Was ist mir dabei besonders wichtig? Es ist mir wichtig, dass wir eine klare Trennung vornehmen zwischen den sogenannten Medienförderungen, also einer Strukturförderung für die Medien, für den Medienstandort Österreich, und auf der anderen Seite eben die Kriterien, die Prozesse, wonach Inserate vergeben werden. Und ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir sagen, dass es ein legitimes Informationsbedürfnis der Bundesregierung, aber auch der Bundesländer gibt, die Bevölkerung zu informieren, dass wir die Medien als Partner auch dazu brauchen, wenn wir beispielsweise Gewaltschutzkampagnen machen, wo wir die Nummer der Gewaltschutzzentren oder der Frauenhelpline an die Frauen bringen wollen, damit sie dort Unterstützung suchen. Wenn wir beispielsweise über Corona-Maßnahmen informieren müssen und wollen, wenn wir die Impfung auch natürlich bewerben wollen und die Möglichkeit der Impfung der Bevölkerung nahebringen wollen. All das sind Beispiele, wo wir, wie gesagt, auch mit Medienkooperationen, mit Einschaltungen, mit Inserate arbeiten müssen. Das ist auch der Auftrag. Daran ist nichts Anrüchiges. Aber uns geht es natürlich darum, jetzt genau hinzusehen, wie können wir solche Prozesse transparenter, nachvollziehbar, absolut gestalten, weil das ist die höchste Prämisse, wenn Steuergeld investiert wird. Und dazu bringe ich einen Ministerratsvortrag ein, wo wir uns auf einen Maßnahmenkatalog dahingehend verständigt haben, diesen zu evaluieren und Problemfelder anzusprechen, die wir im Rahmen eines Prozesses mit der Branche, mit der Wissenschaft, mit anderen politischen Parteien diskutieren. Also Maßnahmen zu besprechen, ob sie Sinn machen, ob sie nicht Sinn machen, ob es der richtige Zugang ist, ob wir uns auf einen anderen Zugang verständigen, diese Evaluierung solcher Maßnahmen soll Sinn und Ziel dieses Prozesses sein. Wir starten den Prozess im Anfang Februar. Ich freue mich, dass ich dann die Medienvertreterinnen und Vertreter auch in unser Haus laden darf und einfach hier, wie gesagt, einen ergebnisoffenen Prozess starten darf. Natürlich steht am Ende eines Prozesses auch ein Ergebnis. Das ist mir auch wichtig, dass wir hier auch über mögliche Kriterien sprechen in der Vergabe und natürlich die Zielsetzungen, wie gesagt, der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit einfach an oberster Stelle stehen. Ja, guten Morgen und ein gutes neues Jahr auch von meiner Seite. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt mit der neuen Medienministerin Raab hier auch einen ganz neuen Impuls setzen können. Wie Sie wissen, ist das Thema Medienförderung, also das Verhältnis Medien- und Presseförderung
zu dem Verhältnis Medienkooperationen seit vielen, vielen Jahren in Diskussion. Gab auch schon viele Diskussionsprozesse und Einbringungen von Seiten der Branche. Und es ist mir ein großes Anliegen und ich freue mich sehr, dass wir das mit Medienministerin Raab jetzt starten können, da einen neuen Prozess anzusetzen, wo genau die Punkte, die sehr lang schon diskutiert werden, ganz konkret angehen werden. Also es gibt eine breite Liste an Themenfeldern, die wir gemeinsam identifiziert haben, die in diesem Prozess gemeinsam mit der Branche und mit der Wissenschaft besprochen werden sollen. Worum geht es? Eine breite, eine stabile, eine unabhängige, eine gut ausgestattete und vor allem vielfältige Medienlandschaft ist Grundbedingung für eine starke Demokratie. Wir sehen das auch jetzt gerade in der Situation, in der schwierigen Situation der Pandemie. Und es geht in dieser Frage sehr stark um Transparenz auch, um die Glaubwürdigkeit von Medien, aber auch um die Glaubwürdigkeit der Politik. Und dementsprechend wollen wir uns einige Punkte hier ansehen. Das ist auch bereits im Regierungsprogramm vereinbart. Mit diesem Prozess gehen wir aber sogar über das Regierungsprogramm hinaus und definieren jetzt ganz konkret, über welche Themen wir sprechen werden. Es geht einerseits eben um die Frage der Medienförderung, es geht andererseits um die Frage der Transparenz, also die Medientransparenzdatenbank, wie kann die überarbeitet werden, dass sie leichter zugänglich ist, dass besser einsehbar ist, was wo gemacht wird. Und der dritte Punkt, ganz zentral, ist natürlich auch die Frage der Medienkooperationen. Die Ministerin hat es gerade ausgeführt. Es gibt ein legitimes Informationsbedürfnis, selbstverständlich der Bevölkerung. Aber wir haben in der Vergangenheit immer wieder die Diskussion gehabt, ist es ausreichend transparent, wonach, nach welchen Kriterien werden Inserate vergeben, an wen werden Inserate vergeben. Da ist für uns als Grüne natürlich ein ganz zentraler Punkt Qualität versus Masse in der Förderung. Auch das ist ein Thema, das man angehen muss, wenn man die Förderung sich anschaut. Und bei der Frage der Inserate geht es sehr stark natürlich darum, mit welchen Inseraten erreiche ich wo wen, welche Zielgruppe. Da ist zum Beispiel ein Thema, das wir in diesem Prozess auch diskutieren werden, eine Wirkungsanalyse, die sich das genauer anschauen wird. Sie haben den Ministerratsvortrag vorliegen. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt starten können. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Impuls in der Vertrauensbildung zwischen Politik und Medien und der Bevölkerung, da einen guten Schritt weiterzukommen. Das haben wir uns vorgenommen für dieses Jahr. Vielen Dank. Bitte. Frau Ministerin, Sie meinten, dieser Prozess soll ein Ergebnis haben. Ganz konkret, bis wann? Der Prozess wird so lange dauern, wie er dauert, aber ich denke natürlich, dass wir, oder unser Ziel ist es, dass wir schauen, dass wir in diesem Jahr hier Schritte weiterkommen. Ja, also wir haben das als hohe Priorität. Ich habe das für mich auch als hohe Priorität identifiziert. Bin jetzt 2 Wochen Medienministerin, starte nun diesen Prozess Anfang Februar. Ich glaube, das zeigt auch, wie sehr ich da dahinter bin, was für ein wichtiges Anliegen mir das ist. Und für den gesamten Prozess und auch für den Output, der am Ende des Tages da entstehen wird, ist es aber wichtig, dass wir eben mit der Branche sprechen, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen, dass wir mit der Politik sprechen und eben auch mit anderen Gebietskörperschaften. Schließlich geht es da ja nicht nur um Medienkooperationen der Bundesregierung, sondern es gibt ja viele Gebietskörperschaften, die Bundesländer, die hier Inserate vergeben, wo das Ziel ist, dass wir einen gemeinsamen Standard auch etablieren. Zwei Fragen, eine an Sie, Frau Maurer. Wenn Sie gesagt haben, es wird eine Wirkungsanalyse geben, wird die dann auch veröffentlicht? Also wird das auch transparent gemacht, was diese Wirkungsanalyse der Inserate ergibt? Weil ich denke, das ist eine recht spannende Frage, mal zu sehen, wie sehr die Inserate tatsächlich die Bevölkerung erreichen. Und eine zweite Frage auch an Sie, Frau Raab. Wenn Sie sagen, man wird sich das alles genau anschauen, auch mit Förderungen. Jetzt wissen wir ja, dass das Verhältnis in Österreich zwischen Medienförderung und dem, was an Inseratengeldern in die Medien gepumpt ist, wird sehr, sehr groß ist. Die Idee in der Branche ist ja auch schon länger, die tatsächliche Förderung zu erhöhen und an Qualitätskriterien zu knüpfen und dafür die Inserate zurückzufahren. Ist das auch etwas, was Sie sich vorstellen könnten?
Also das muss man sich im Gesamtbild ansehen. Und da geht es ja auch um europarechtliche Vorgaben. Das ist mir ganz wichtig, weil wir müssen ja auch über die Machbarkeit sprechen. Da gibt es sozusagen Konzepte, die von unterschiedlichen Playern hier auch immer wieder genannt werden. Aber meine Aufgabe ist es ja, die Machbarkeit zu checken. Und wenn wir über Vergabe reden, wenn wir über Medienförderung reden, wenn wir über die Presseförderung reden, dann bitte aber immer auch im Hinterkopf, dass es hier Europarecht gibt, dass es hier vergaberechtliche Bestimmungen gibt, die wir immer im Auge haben müssen. Und auch das wird Teil des Prozesses sein, dass wir mit Juristinnen und Juristen sprechen. Und einen Satz vielleicht noch. Ich glaube, wichtig ist, dass wir das richtig verstehen, was in diesem Prozess bearbeitet wird. Ja, wir werden uns ansehen, ob eine Wirkungsanalyse Sinn macht oder nicht. Wie eine solche, wenn wir zu der Entscheidung kommen, dass das sinnvoll ist, aussehen kann. Aber jetzt schon vorab das Ergebnis zu determinieren, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern dafür ist dieser Prozess auch da, der gestartet wird, um solche Punkte, solche Konzepte, solche Ideen, die am Tisch liegen, auch dann zu diskutieren und am Ende des Tages dann einen Ergebniskatalog zu erarbeiten. Ja, also wie gesagt, es ist die Liste, die hier aufgelistet wird, sind die Themen, die wir bearbeiten werden. Und das ist ein Punkt, der natürlich im Zusammenhang mit Inseratenvergaben, mit Medienkooperationen ein zentraler Punkt in der Diskussion ist. Und den werden wir auch diskutieren. Was genau das Ergebnis davon sein wird, wird man dann sehen. Da werden wir den Input aus der Branche brauchen, da werden wir den Input aus der Wissenschaft brauchen. Wir werden auch die Erfahrungen aus den Ministerien beispielsweise sicher berücksichtigen. Und das ist ein mögliches Ergebnis in diesem Prozess. Und also dieser Ministerratsvortrag beschreibt den Prozess, welche Themen in diesem Prozess bearbeitet werden. Das geht von selbstverständlich auch der Erhöhung des Medienbudgets, beispielsweise über Projektförderungen, über die Frage Online-Medien mit einbeziehen in diese ganzen Förderungen. Also was wir im Regierungsprogramm explizit festgehalten haben, ist auch die Harmonisierung. Wir haben verschiedene Gesetze, die die Presse- und Medienförderung organisieren. Auch hier soll eine Harmonisierung stattfinden, eine Vereinheitlichung. All das sind Teile des Prozesses. Aber selbstverständlich ist die Frage, wie erreiche ich welche Zielgruppe? Auch hier, worum geht es? Es geht letztlich um Transparenz. Ein Inserat ist an sich nichts Böses. Die Frage ist, was will ich damit erreichen und erreiche ich das Ziel damit, das ich erreichen möchte? Und die Ministerin hat schon gesagt, beispielsweise wie erreiche ich eine bestimmte Zielgruppe? Die Bundesregierung ist verpflichtet, nach den allgemeinen Haushaltskriterien zu arbeiten. Da geht es auch um Sparsamkeit, um Wirksamkeit etc. Und logischerweise, wenn ich eine Pensionistinnengruppe erreichen möchte, dann wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen in der Spatzenpost oder vielleicht sogar dann extra, aber dann wird es dort keinen Sinn machen zu inserieren. Solche Dinge werden natürlich Teil der Diskussion sein. Aber die Ergebnisse sind jetzt nicht vordeterminiert. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht, dass da eine Verwirrung gibt. Ja, und zwar zu den Corona-Neuinfektionen. 17.000, ein neuer Rekord, bei dem es wahrscheinlich diese Woche nicht bleiben wird. Sie, Frau Raab, als Familienministerin auch gefragt, in den Schulen wird es wahrscheinlich jetzt zu Ausfällen bei den Lehrerinnen und Lehrern kommen. Es werden wahrscheinlich Klassen gesperrt werden. Ist für Sie die Frage der Schulöffnung, dass die Schulen offen bleiben, unverhandelbar? Wird das weiter so sein? Und an die Frau Maurer, die Impfpflicht, die wird ja auch nächste Woche im Parlament beraten. Wie gehen Sie mit diesen ganzen Vorschlägen um zu einer möglichen Verschiebung? Die Regierung ist ja weiterhin dafür, dass es ab Februar gilt, aber auch der Standard berichtet zum Beispiel auch über eine grüne Initiative, die gegen die Impfpflicht Unterschriften sammeln. Wie gehen Sie damit um? Also wir sind in einer dynamischen Situation, was auch die Corona-Zahlen betrifft, jedoch eine solche, die uns die Expertinnen und Experten auch dementsprechend prognostiziert haben, was die Höhe der Zahlen betrifft. Daher wurde aufgrund dieser Prognosen ja auch die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, auch sozusagen umgesetzt. Daher glaube ich, dass wir hier grundsätzlich aufgrund der Abstimmung mit den Expertinnen und Experten auf einem guten Weg sind. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir in den Schulen ein wirklich gutes Testsystem haben. Ich möchte mich beim Bildungsminister bedanken, dass er hier auch die Testmöglichkeiten hier laufend ausbaut, damit auch die Schule unter den entsprechenden Voraussetzungen, die wir haben, das sind schwierige, aufgrund der Omikron-Welle auch ein sicherer
Ort sein können. Ich glaube, wenn man sich so umsieht im europäischen Umfeld, dann ist das einzigartig, was wir an Testmöglichkeiten in den Schulen haben. Und daher hoffe ich, und dafür bin ich auch immer eingetreten, dass wir selbstverständlich die Schulen auch offen halten können. Das ist auch Ziel dieser umfassenden Testmöglichkeiten, die in der Schule angeboten werden. Ja, zur Impfpflicht ganz grundsätzlich. Es gibt danach ein Ministerratsfoyer, wo auch der Gesundheitsminister, der Innenminister und der Bildungsminister anwesend sein werden. Der Plan ist klar. Es findet heute der Termin mit den beiden Oppositionsparteien statt, mit Sozialdemokratie und NEOS. Wir sind hier im guten Einvernehmen. Es werden jetzt die Stellungnahmen eingearbeitet, aber nächste Woche am 17. ist Gesundheitsausschuss und am 20. wird dieses Gesetz beschlossen werden. Selbstverständlich im Rahmen mit den Überarbeitungen, die notwendig sind, notwendige Flexibilisierungen möglicherweise, da und dort eine kleine Änderung. Aber der Zeitplan ist fix und der wird auch bleiben. Und es gibt keine grüne Initiative. Es gibt eine Gruppe von Einzelpersonen, die über Telegram für Unterschriften aufruft. Es ist völlig unklar, wer da überhaupt unterschrieben hat. Es ist auch für uns nicht nachprüfbar. Es sind die Position der Grünen ist komplett klar über alle Parteien, also über alle Länder, der Parlamentsclub, die Regierung. Es ist vollkommen klar, die Impfpflicht wird befürwortet und sie wird kommen und beschlossen. So, danke für Ihr Interesse. Nach dem Ministerrat folgt dann das Pressefoyer in Kürze. Dankeschön. Wiederschauen. Und dieses angesprochene Pressefoyer nach dem Ministerrat sehen Sie natürlich auch bei uns in ORF3. Aktuell, ich bin jetzt mit Peter Fritz verbunden. Peter Fritz, hörst du mich? Zur Analyse, sehr fein. Hallo. Diese Neuorganisation der Inserate, lange gefordert, jetzt soll sie kommen. Die neue Medienministerin Susanne Raab hat es angekündigt. Warum ist denn diese Neuvergabe, warum wird die notwendig? Ja, dieser ganze Komplex rund um Medienförderungen und vor allem um die Vergabe von Inseraten, das ist ja ein Vorgang, ein Komplex, der den seinerzeitigen Bundeskanzler Sebastian Kurz zunächst zu seinem Aufstieg und dann auch zu seinem Untergang geführt hat. Da geht es also darum, dass es den Vorwurf gibt, dass eben Medien, vor allem Zeitungen, eben mitgespielt haben bei einem Spiel, das da heißt, du bekommst Geld und zwar nicht von der Partei, sondern vom Staat und du machst dafür etwas für mich, du gibst mir gute Berichterstattung und im Fall einer Zeitung liegt der Verdacht nahe und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, bringt dann eine Zeitung zum Beispiel auch gefälschte oder verfälschte Umfragen, um denjenigen freundlich zu stimmen, der dann mit Geld diese Zeitung weiterfördert und mit Inseraten. Und das ist ein Kreislauf, der hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Der hat eben mitgeholfen, Sebastian Kurz den Weg an die Staatsspitze zu ebnen. Allerdings, ja, irgendwann ist das Ganze aufgeflogen und man hat eben gemerkt, dass das ganze System irgendwo krankt. Dass es eben einerseits dieses etablierte System der Medienförderung, der Presseförderung gibt in Österreich. Da bekommen sogenannte Qualitätsmedien, vor allem Zeitungen, eben Zuschüsse. Und da wird eben nach bestimmten Kriterien bewertet, wer welche staatlichen Subventionen bekommt. Aber der viel größere Komplex, das sind eben diese Inserate. Diese Inserate, die vergeben werden vom Bund, aber auch von Bundesländern und von Körperschaften nach Kriterien, die eben nicht ganz durchsichtig sind. Und da will man jetzt neue Kriterien definieren, vor allem für den Bund eben zunächst einmal, ob dann die Bundesländer auch mitspielen. Also die Stadt Wien, die ist ja auch bekannt als sehr gewichtiger Spieler, wenn es um die Inseratenvergabe geht. In Vorarlberg ist gerade ein System publik geworden, eine Art Drehscheibe zwischen der Regierung, der ÖVP, der Wirtschaftskammer und dem wichtigsten Medium im Land. Also auch dort ist sehr viel gelaufen, was eben Geldmittelvergabe betrifft. Und das alles will man jetzt eingrenzen, dafür will man neue Spielregeln schaffen. Es ist also ja eine Konsequenz des Abgangs von Sebastian Kurz indirekt jedenfalls. Jetzt haben beide Politikerinnen betont, ein Inserat sei ja nichts Böses. Ministerien machen Öffentlichkeitsarbeit, das sieht man jetzt auch in der Corona-Krise, wenn etwa das Gesundheitsministerium zum Impfen aufruft. Wo droht dann, wo ist die dünne Grenze zum Missbrauch?
Ja, das System, das zum Beispiel auch schon unter Werner Faymann damals eingeführt worden ist, zunächst in Wien als Wohnbaustadtrat, dann hat er es weitergemacht in seiner Zeit als Verkehrsminister und später dann auch als Bundeskanzler. Dieses System hat ja zum Beispiel auch darin bestanden, dass bei jedem Inserat, das eben das Verkehrsministerium gebracht hat oder auch die Bundesbahnen zum Beispiel, dass da ganz groß ein Foto des zuständigen Ministers darauf zu sehen war. Und da ist schon ganz klar, dass ist nicht unbedingt dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung entsprechend, sondern da geht es eben auch um das Bedürfnis einer Person und vielleicht auch einer Partei, sich zu profilieren und für mehr Publicity zu sorgen und sozusagen auf Kosten anderer sich dann auch zu profilieren und einen parteipolitischen Vorteil zu erringen. Eigentlich dürfte ja Parteipropaganda nur aus der Parteikasse bezahlt werden, aber da hat man in der Vergangenheit eben sehr viele Umgehungskonstruktionen gefunden und die Inseratenvergabe war eben dabei eine ganz wichtige Angelegenheit. Von der Inseratenvergabe zur Impfpflicht. Die beiden Politikerinnen haben auch erwähnt, dass die Impfpflicht steht. Sie soll Anfang Februar eben in Kraft treten, obwohl viele ExpertInnen auch sagen, jetzt nicht verschieben. Wie ist da deine Einschätzung? Wird die Regierung das durchziehen? Man wird es wahrscheinlich schon beschließen, weil man jetzt vielleicht nicht mehr richtig zurück kann hinter die eigene einmal gezeigte Courage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit der praktischen Umsetzung, tatsächlich mit der Kontrolle und auch mit der Verhängung von möglichen Strafen, dass man sich hier eine länger Zeit lässt und dass man hier einen Zeitraum einräumt, in dem man sagt, ja, da kontrollieren wir vielleicht noch nicht oder noch nicht so streng oder jedenfalls noch nicht die Jugendlichen. Das ist ja auch ein ganz besonderer Streitpunkt, dass man eben auch Jugendliche jetzt kontrollieren und ziemlich empfindlich strafen will mit ziemlich hohen Geldstrafen. Also das wird wahrscheinlich so schnell nicht kommen. Und eine Möglichkeit besteht ja darin, darauf hat auch Professor Stöger hingewiesen, der Medizinrechtler, der gesagt hat, naja, vielleicht haben wir Glück und das Ganze erübrigt sich im Laufe der Zeit. Und es ist im Sommer dann kein Thema mehr, weil eben die Pandemie soweit abgeklungen ist und man diese Impfpflicht vielleicht dann gar nicht mehr braucht, dann könnte man sie auch wieder zurücknehmen. Vielen Dank, Peter Fritz. Vorerst nach dem Ministerrat werden wir weitersprechen. Vielen Dank. Und ab Februar soll diese Impfpflicht also kommen, wenn es nach der Regierung geht. Auch wenn immer mehr Stimmen eine Verschiebung vorschlagen, Regina Pöll und Christoph Benders berichten. Die Omikron-Welle nimmt weiter Fahrt auf. Diese Dynamik zeigt sich etwa in Oberösterreich, wo die Infektionszahlen seit einer Woche fast ausnahmslos steigen. Wir sehen in unseren Modellen, dass wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit so weitergeht wie jetzt, dann können wir mit einigen tausend Neuinfektionen pro Tag in Oberösterreich rechnen. Das kann bis zu 10.000 oder 20.000 auch gehen im schlimmsten Fall. Das sind allerdings aktuell die pessimistischsten Schätzungen. Die Impfung sei auf jeden Fall sinnvoll. Hier besteht große Einigkeit unter Medizinern. Denn die Impfung schützt ja vor einem schweren Verlauf, beziehungsweise dass man das Spital braucht. Sie können jederzeit impfen gehen. Es wird Ihnen kein Schaden entstehen, wenn Sie jetzt zufällig geimpft sind und ein paar Tage später Sie mit Omikron infizieren. Beim Thema Impfpflicht gibt es immer mehr Stimmen, die für eine Anpassung des Gesetzesentwurfs sind. Nach Hans-Peter Doskozil im Burgenland setzen sich nun weitere SPÖ-Politiker und Landesorganisationen dafür ein, den Starttermin zu überdenken. Es gäbe noch viele offene Fragen. Auch die ÖVP-dominierte Wirtschaftskammer nennt das Vorhaben inzwischen die Ultima Ratio und tritt für eine Verschiebung ein. So wie schon der Virologe Herwig Kolleritsch in der ZIP 2, immerhin Mitglied im Nationalen Impfgremium und im Krisenstab GECKO. Doch Bundeskanzler Karl Nehammer bleibt dabei. Das Gesetz werde jedenfalls Anfang des nächsten Monats kommen, konkret am 4. Februar. Nach den zigtausenden Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf gehe es nur noch um den Feinschliff. Das hat aber weitreichende Folgen für jeden und jede Einzelne. Denn weil die notwendige Technik hier noch nicht startklar ist, wird der Stich in einer Übergangsphase nur stichprobenartig kontrolliert werden, so wie die Dokumente oder Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Das deutet heute der Kanzler an. Werden Verstöße festgestellt, dann werde selbstverständlich eine Geldstrafe verhängt.
Aus juristischer Sicht sei eine Impfpflicht jedenfalls grundsätzlich zulässig, so die Präsidentin der Richtervereinigung. Wichtig sei aber, dass regelmäßig überprüft wird, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Die Situation ändert sich ja sehr rasch, haben wir gelernt. Sowohl die epidemiologische Situation, aber natürlich entwickeln sich auch die Impfungen fort, es kommen Medikamente auf den Markt. Was uns fehlt in diesem Gesetzesentwurf ist ein Mechanismus, ein erkennbarer, wie man diese Evaluierung durchführt. Auch die Vertretung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hält fest, dass es nicht genüge, dass das Impfpflichtgesetz mit 31. Jänner 2024 befristet ist. Es müsse auch festgelegt werden, ab welcher Durchimpfungsrate die Impfpflicht nicht mehr erforderlich sei. Und das könnte auch schon früher der Fall sein. Gast in der Zeit im Bild 2 gestern war dazu der Simulationsforscher Niki Popper. Am Beginn hat den Armin Wolf gefragt, dass es bei mehr als 1 Million Tests vorgestern zu Schulbeginn, also nicht einmal 2000 positive getestete Schüler und Schülerinnen an den Schulen gegeben hat. Dies sei weniger als von Popper und seinen Kollegen für Mitte der Woche prognostiziert. Die Mitte der Woche haben wir in meiner Berechnung noch nicht erreicht und wir werden morgen sehen, dass wir jetzt im Laufe der Woche über die Zahlen von November schon kommen werden. Wie weit kann es denn hinaufgehen? In der Schweiz hat die Vorsitzende des Expertengremiums heute gesagt, Ende Jänner könnten sich in der Schweiz in einer Woche 10-30% der Bevölkerung infizieren. Das wären unglaubliche 800.000 bis 2,5 Millionen Schweizer in einer Woche. Wie realistisch ist das denn bei uns? Naja, wir werden die Woche nach unseren Rechnungen zumindest in Tageswerten die Höchstwerte von November erreichen. Das ist das eine. Das zweite, um ehrlich zu sein, woher die Kollegin aus der Schweiz diese Zahlen hat, das entzieht sich jetzt meinem Wissen. Ich halte das für ein bisschen hypothetisch, weil Sie sehen schon an der Range zwischen 10-30%. Das sind sehr hohe Werte. Man muss dazu ja auch sehen, bei uns sind in unseren Berechnungen ja schon 55% der Menschen immunisiert. Also da besteht schon ein Schutz gegen die Infektion. Jetzt hat trotzdem die WHO heute gesagt, in Europa könnte sich in den nächsten 2 Monaten die Hälfte der Bevölkerung mit Omikron infizieren. Machen wir es konkret. Am bisher schlimmsten Tag der Pandemie in Österreich waren im November nicht ganz 16.000 Neuinfektionen pro Tag zu melden. Wie arg kann es jetzt mit Omikron werden? Die WHO hat ein bisschen ein anderes Bild. Sie müssen ja sehen, dass in den verschiedenen Ländern sehr durchschnittliche Immunisierungsraten sind. Das heißt, von WHO-Sicht sind solche Aussagen verständlich. Was unser Land betrifft, ist, wir werden jetzt eben diese Woche die Novemberwerte übersteigen und wir werden dann weiter steigen, was die Positivtestungen betrifft. Wie hoch es geht, hängt eben ein bisschen auch davon ab, wie gut jetzt noch die Maßnahmen wirken, wie gut auch jetzt noch die Immunisierung wirkt. Wir haben zum Beispiel im Dezember allein knapp 2 Millionen Impfungen gehabt. Und wenn wir da jetzt dranbleiben, dann kann das jetzt auch Sinn machen. Die Betonung liegt auf jetzt. Aber können wir in so Zahlen wie Israel kommen, also 40.000, 50.000 Infektionen am Tag? Das kommt jetzt darauf an, welche Werte Sie nehmen. Es hängt natürlich auch von der Testungsstrategie aus. Also das heißt, wir gehen schon davon aus, dass wir die Zahlen von November noch einmal sicher deutlich überschreiten werden. Und dann kann und muss man ja eine Dunkelziffer auch noch dazu rechnen. Also das heißt, wir werden hier schon sehr relevante Werte haben und deshalb ist es ja auch so wichtig, was wir von Gecko auch gesagt haben. Es geht vor allem jetzt auch um den Schutz der relevanten Infrastruktur. Das heißt, wie gehen wir damit um, dass wir die Quarantäneregeln jetzt so angepasst haben, wie sie sind und dass wir trotzdem mittels PCR-Testungen ein sicheres Management jetzt dieser Entwicklung haben. Es gibt immer mehr Berichte von Clustern unter Menschen, die alle dreifach geimpft sind. Der Report unmittelbar vor uns hat ein Beispiel eines Kollegen gebracht, der auf einer Silvesterparty nicht mal war. Irgendwas sind 6 Erwachsene und 3 Jugendliche, alle dreifach geimpft, alle PCR getestet, trotzdem jetzt alle infiziert, außer den 11-jährigen Kindern. Sehen Sie in Ihren Zahlen einen Unterschied bei den neuen Infektionen zwischen Geimpften und Nichtgeimpften? Ja, also man sagt ja dazu, das ist anekdotisch und exemplarisch. Es ist eine Dreifachimpfung auch kein 100%iger Schutz, aber man sieht in den Zahlen, wenn man sich also die Gesamtinzidenz anschaut, sehr drastisch, dass sowohl gegen die Infektion,
nicht mehr so stark, wie wir es uns wünschen würden, aber vor allem gegen die schwere Erkrankung nach wie vor die Zweit- und vor allem die Drittimpfung sehr stark nützt. Man muss ja eben immer unterscheiden zwischen, was sehen wir epidemiologisch und was ist für Einzelpersonen so. Und man muss sagen, auch eine Dreifachimpfung ist kein hundertprozentiger Schutz gegen Infektion, aber ein sehr guter Schutz gegen schwere Erkrankung. Aber, und das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, der Effekt der Boosterung geht eben gegenüber Omikron stark im Vergleich zu Delta zurück. Jetzt scheint ja auch Omikron selbst beim Krankheitsverlauf weniger aggressiv zu sein als frühere Varianten. Da hat das Schweizer Expertengremium heute auch sehr bemerkenswerte Zahlen vorgelegt. Und zwar müssten demnach in der Schweiz von 10.000 mit Omikron-Infizierten von 10.000 nur 20 bis 35 ins Krankenhaus und nur einer von 10.000 Infizierten auf eine Intensivstation. Das wären nun wirklich sehr, sehr wenige im Vergleich zu den bisherigen Wellen. Halten Sie das für realistisch? Auch da muss ich sagen, diese Studien entziehen sich meiner Kenntnis. Was aber stimmt, ist, Omikron führt zu weniger drastischen Verläufen. Das sehen wir in den Studien, das gilt allgemein. Das gilt aber wiederum auch noch einmal umso mehr, je besser Menschen durch Impfung geschützt sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Intensivbetten dadurch weniger in Anspruch genommen werden. Das hat auch und vor allem damit zu tun, dass bei Verläufen mit Omikron, so haben wir die Daten von den Medizinern, vor allem weniger Beatmungsgeräte gebraucht werden. Und das bedeutet üblicherweise dann auch kürzere Verweildauern auf der Intensivstation. Wenn es tatsächlich die Verläufe bei Omikron so viel milder sind, selbst wenn es sehr, sehr viele Infektionen geben sollte, werden dann die Spitäler und die Intensivstationen noch mal an ihre Belastungsgrenze kommen? Das ist genau das Thema und das ist das Thema, wo wir auch versucht haben, in Gecko das dementsprechend auch mit der Evidenz so zu beraten, dass wir gesagt haben, ja, wir wissen schon seit Mitte Dezember, dass wir hohe positiv getestete Zahlen haben werden, aber ja, auf der anderen Seite sehen wir, dass eben die Zahl, die ins Krankenhaus kommt, niedriger ist. Hier ist genau das Problem, was wir jetzt auch mit den Schweizer Zahlen geredet haben, hier ist uns die Evidenz noch nicht sicher genug und das bedeutet, wenn dieser Anteil, Sie haben es ja angesprochen, wenn wir zum Beispiel auf 40.000 oder 50.000 neue Infektionen in Positivtestungen kämen, wenn der zwar um ein Viertel so niedrig ist wie Delta oder auch nur ein Zehntel, dann müssen wir trotzdem schauen, ist das eben sozusagen eine Abschätzung, die man eben so treffen kann. Und das ist das, was auch jetzt gerade diese Woche sowohl im Prognosekonsortium wie auch in Gecko diskutiert wird. Also das heißt, wir fahren hier in diesem Falle wirklich auf Sicht. Ja, die Maßnahmen sind ja auch so, dass wir wissen, es werden die Zahlen steigen. Aber ja, wir wollen eben schauen, dass die Auslastungen nicht zu hoch sind. Worüber wir ja ein bisschen unglücklich sind, ist, dass sie eben noch immer eigentlich über 200 liegen bei den Intensivkapazitäten und damit schon jetzt über 10% der Gesamtressourcen. Aber doch nur bei einem Drittel vom Höchststand im November, Gott sei Dank doch sehr viel weniger. Wie sehr kann denn die Impfpflicht ab Anfang Februar den Anstieg dieser Welle oder den Anstieg in den Krankenhäusern überhaupt noch beeinflussen? Oder kommt die ohnehin zu spät für diese Welle? Ich glaube, hier muss man wirklich trennen zwischen der aktuellen Diskussion zur Immunisierung, die ja in meinen Augen eben keine Durchseuchung ist, sondern eine Immunisierung, die idealerweise weiter, die schon weit fortgeschritten ist durch Impfung und die doch dann jetzt auch noch weiter durch Impfung voranschreiten soll. Was die Impfpflicht betrifft, die ist definitiv für die aktuelle Welle, spielt die keine Rolle mehr. Spielt eigentlich der Lockdown? Also außer vielleicht durch Vorgreifeffekte. Nee. Es spielt eigentlich der Lockdown für Ungeimpfte, der ja seit Mitte November gilt. Also dass man in der Freizeit ohne geimpft oder genesen zu sein nirgendwo mehr hin darf. Hat das irgendeine messbare Wirkung? Naja, das ist unter Experten ein bisschen ein gespaltenes Thema. Weil wir sehen natürlich, dass die sogenannte Adherence, also die Bereitschaft gerade dieser Gruppe mitzumachen, niedrig ist. Andere sagen, ja, es hat auf jeden Fall eine Wirkung, weil es ja eben eine Regel ist und an Regeln halten sich doch auch Menschen. Man muss allerdings sagen, in den Auswertungen der Mobilitätsdaten ist es für uns sehr schwierig, das einzuordnen, wie stark das wirklich angenommen wird. Wir sehen eigentlich üblicherweise Effekte in der Rücknahme von Kontakten, eigentlich bei denen, die geimpft sind und die eh schon auch viel versuchen beizutragen. Wird die Maskenpflicht im Freien, die es jetzt gibt, eine signifikante Auswirkung haben auf die Infektionszahlen? Ich bin kein Hygieniker, das hängt natürlich auch von der Menge der Veranstaltungen ab, denn eine Maskenpflicht macht natürlich dort Sinn, also wo ich Veranstaltungen habe oder auch wenn ich nicht Veranstaltungen habe, wo ich enge Abläufe und enge Prozesse habe, dort macht sie, so sagen uns die Mediziner, sicher Sinn und ob es epidemiologisch eine Auswirkung hat, ist
an wie vielen Orten das stattfindet. Also wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel zusätzliche Maßnahmen gerade bei Outdoor-Sport sicher hilfreich wären. Und letzte Frage, nicht wenige Expertinnen sagen, mit der Omikron-Welle könnte die Pandemie zu Ende gehen und das Virus könnte ähnlich wie bei der Grippe endemisch werden. Also es geht nicht weg, aber es wird im Alltag ohne gröbere Einschränkungen beherrschbar. Sehen Sie das auch so? Ja, da wäre ich vorsichtig. Ich habe das auch mit einem ehemaligen Bundeskanzler einmal besprochen und da auch zur Vorsicht gewarnt und gemahnt. Ich glaube, was wir sehen werden, wir sehen in den Analysen, dass immer mehr Menschen nicht mehr voll naiv sind. Also in Österreich haben bereits 90% mit dem Virus oder der Impfung Kontakt gehabt. Es waren schon 80% immunisiert, auch gegen Infektionen. Das ist jetzt mit Omikron leider wieder zurückgefallen. Aber es werden, Punkt 1, immer mehr Menschen immun gegen schwere Verläufe, geschützt gegen schwere Verläufe. Und bei der Infektionsreduktion, da werden wir wahrscheinlich immer wieder noch so ein Gummiband erleben. Das heißt, wir werden einen Erfolg erzielen, dann werden wir wieder ein bisschen zurückfallen. Aber auch hier ist die Aussage, die Impfung ist auf jeden Fall das Mittel der Wahl, das uns mittelfristig und idealerweise spätestens bis in Herbst zu einer endemischen Phase bringt. Der Simulationsforscher Niki Popper gestern in der Zeit im Bild 2. In Israel gehen derzeit die Infektionszahlen durch die Decke. Was das für die dortige Corona-Bekämpfung bedeutet, das erfahren Sie gleich nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Auch heuer wird es bei der Matura Erleichterungen geben. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren soll die mündliche Matura aber wieder verpflichtend sein, kündigt Bildungsminister Martin Polaschek gestern an. Die Anzahl der Themenbereiche für die mündliche Matura wird jedoch eingeschränkt. An den Tagen der Prüfungen gilt wie auch im letzten Jahr die 3G-Regelung. In Frankreich gibt es einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfektionszahlen. Innerhalb eines Tages werden gestern knapp 370.000 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen steigt ebenfalls. Die Omikron-Variante ist mittlerweile vorherrschend in dem Land. Auch in Italien gibt es einen neuen Höchststand der Infektionszahlen, über 220.000 an einem Tag. Die kanadische Provinz Quebec will eine Steuer speziell für Menschen einführen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das kündigt der Chef der Provinzregierung, François Legault, an. Ungeimpfte seien eine finanzielle Belastung für ihre Mitbürger, weil sie die Krankenhäuser verstopfen würden, so seine Begründung. 10% der erwachsenen Einwohner sind in der Provinz nicht geimpft. In Brüssel tagt heute erstmals seit über 2 Jahren der NATO-Russland-Rat. Die VertreterInnen der 30 NATO-Staaten und Russland kommen dafür zusammen. Das Hauptthema bei dem Treffen ist der Ukraine-Konflikt, der sich zuletzt wieder verschärft hat. Rund 100.000 russische Soldaten sollen sich US-Angaben zufolge an der Grenze zur Ukraine befinden. Mit einer Lösung des Konflikts ist aber nicht zu rechnen. Wir blicken nach Israel. Dort sieht man derzeit, wie schnell die Corona-Zahlen außer Kontrolle geraten können. Dabei galt Israel lange als Musterland in der Pandemiebekämpfung durch frühe, strenge Schutzmaßnahmen und seine sehr schnelle Impfkampagne. Aber seit kurzem ist alles anders. In den letzten Wochen explodieren die Corona-Infektionen geradezu. Bei einer ähnlichen Bevölkerungszahl wie in Österreich wurden in Israel zuletzt mehr als 40.000 neue Fälle registriert. Es könnten aber in Wahrheit noch viel mehr sein, weil Israel gehen die PCR-Tests aus. Es gibt deswegen aber keine Verschärfungen, sondern die Regierung lockert die Schutzmaßnahmen sogar, berichtet Tim Kupal aus Tel Aviv. Die neue Realität im gelobten Land. Stundenlange Warteschlangen vor Corona-Teststationen. Die neue Regierungslinie. Omikron ist einfach nicht zu stoppen. Millionen Menschen stecken sich weltweit an und auch hier in Israel erwarten wir mehrere Millionen Infizierte. PCR-Tests sind seit Tagen knapp, es gibt sie noch, aber nicht mehr für alle. Wir stellen PCR-Tests für über 60-Jährige und Risikopatienten zur Verfügung. Jene, die geimpft sind, sollen zu Hause Antigentests machen, nach Kontakt mit Infizierten. Die Antigen-Schnelltests sind kurz darauf Mangelware. Dann war das natürlich die Situation total chaotisch, weil dann bin ich mit einem geimpften Kind zu einer Teststation gefahren, musste 3 Stunden anstehen im Auto, damit er eben einen Schnelltest machen kann und wieder in die Schule gehen kann.
Das haben sie aber relativ schnell, finde ich, nachgebessert. Die haben gesagt, okay, die Kinder, die geimpft sind, können nur noch einen Schnelltest zu Hause machen. Die dreifache Mutter ist 2010 aus Hamburg nach Israel eingewandert. Gestern beispielsweise musste ich den mittleren aus dem Nachmittagsprogramm ist in der ersten Klasse abholen, weil einfach alle Betreuerinnen außer der einen Corona-positiv waren. 41.000 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsministerium gestern. Die Dunkelziffer könnte bei 100.000 täglich liegen. Wir kennen die genaue Zahl der Neuinfektionen nicht, weil es Probleme mit der Verfügbarkeit von Tests gibt. Aber wir rechnen damit, dass wir Ende dieser Woche, Anfang kommender Woche die 100.000 erreichen. Die Epidemiologin im Homeoffice. Gemeinsam mit Kollegen der Hebräischen Universität erarbeitet sie Prognosemodelle. Israel war führend bei den Impfungen, aber bei Omikron verhindert die Impfung die Ansteckung nicht, auch wenn sie weiter effektiv gegen schwere Verläufe bleibt. Mehr als 230 schwere Fälle meldet das Gesundheitsministerium, ein sprunghafter Anstieg. Das merkt man auch im Rambam-Spital in Haifa. 19 Omikron-Patienten werden hier derzeit stationär behandelt. Nur einer muss beatmet werden. Im Gegensatz zur Delta-Welle sind diesmal die meisten Corona-Patienten geimpft. Wir sehen deutlich mehr Patienten auf der Notaufnahme und wir haben deutlich mehr Hospitalisierungen. Zugleich sind 120 unserer Mitarbeiter selbst infiziert. Diese Zahl steigt stündlich. Die meisten müssen in Quarantäne. Die gute Nachricht, die Lungen werden offenbar bei der Omikron-Welle weniger stark angegriffen als bei vorangehenden Varianten. Trotzdem befürchtet die Regierung bis zu 2.500 Intensivpatienten. Ich mache mir große Sorgen. Wir brauchen einfach mehr Personal. Wenn der Trend anhält, stehen wir vor einer Riesenherausforderung. Noch am späten Abend Warteschlangen vor Teststationen, auch hier am Habima-Platz in Tel Aviv. Die Regeln sind ziemlich verwirrend. Heute testen, morgen testen, was ist erlaubt, was nicht. Das Corona-Management in Israel ist eigentlich ausgezeichnet, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Der Vorreiter überrollt von der Omikron-Welle. Für Kritiker ein Kontrollverlust, für andere lediglich ein Strategiewechsel. Klar ist, die früher bewährten Mittel im Kampf gegen die Pandemie werden immer wirkungsloser. Tim Kuperl war das aus Israel. Und jetzt kommen wir nach Frankreich. Dort spitzt sich die Lage in den Spitälern zu. Fast 370.000 Neuansteckungen in 24 Stunden werden gemeldet. Und obwohl viele Erkrankungen auch wegen der Impfung mittlerweile milder verlaufen, sind die Intensivstationen bald wieder am Limit. Das Gesundheitspersonal ist erschöpft. Stationen werden mangels Personal geschlossen. Der Frust entlädt sich wie so oft in Frankreich auf den Straßen, berichtet Leonie Heitz aus Paris. Seit fast zwei Jahren kämpfen sie an vorderster Front, aber von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen. Die Situation hat sich extrem verschlechtert. Das Gesundheitspersonal ist erschöpft. Manche Stationen sind leergefegt. Es fehlt überall an Pflegekräften. Wir haben heute weniger Betten und Personal als im Jänner vor der ersten Welle. Es wurde nichts getan, um die Spitäler aufzurüsten. Sie fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen, denn den Spitälern läuft das Personal weg. Die Folge: noch mehr Intensivbetten müssen geschlossen werden. Und das inmitten der fünften Welle, die Frankreich fest im Griff hat. Die Intensivstationen sind landesweit zu 80% belegt. Wir haben Rekordansteckungen in den vergangenen Tagen. Wir sind bei über 350.000 Fällen pro Tag. Deshalb wirbt die Regierung dafür, die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens einzuführen. Das Gesetz dürfte etwas verspätet nächste Woche in Kraft treten. Die Politik und wie sie mit den Corona-Maßnahmen umgeht, das sorgt derzeit in Großbritannien für einen Skandal. Eine Gartenparty am Regierungssitz im Mai 2020 bringt Premier Boris Johnson unter Druck. Nach mehreren mutmaßlichen Weihnachtsfeiern in Downing Street während eines Lockdown soll es nun auch eine Gartenparty dort gegeben haben. Jeder solle dafür seine eigenen alkoholischen Getränke mitbringen, so die Einladung dazu von Johnsons Büroleiter. 30 Mitarbeiter sollen dieser gefolgt sein, obwohl das Treffen von mehr als zwei Menschen im Freien damals verboten war. Man kann all den Regierungsmitgliedern nicht trauen, sagt Rosie. I don't trust any of them.
Auch die Opposition ist empört. Wird Johnson zurücktreten, wenn ihm Fehlverhalten nachgewiesen wird, fragt dieser Labour-Abgeordnete. He will resign. Der Regierungssprecher antwortet, Johnson werde nirgends hingehen. Es gebe in dem Fall jedoch Ermittlungen. Auch Downing Street verweist nur auf die laufende Untersuchung zu all den mutmaßlichen Lockdown-Partys. Falls dabei herauskommen sollte, dass Johnson tatsächlich die Regeln gebrochen hat, dürfte es für ihn eng werden. Johnsons Beliebtheitswerte sind wegen des jüngsten Covid- und Brexit-Managements sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der eigenen konservativen Partei im Keller. Und weiter nach Brüssel. Dort treffen sich heute Vormittag die Vertreter der 30 NATO-Staaten und Russland. Das Hauptthema ist der Ukraine-Konflikt. Die Erwartungen sind aber nicht sehr hoch. Dass es aber überhaupt zu diesem Treffen in dieser Form kommt, wird als positiv betrachtet. Das letzte Mal war das im Juli 2019 der Fall. Rund 100.000 russische Soldaten sollen sich US-Angaben zufolge an der Grenze zur Ukraine befinden. Der Westen ist alarmiert. Doch dass immer mehr ehemalige Sowjetrepubliken dem NATO-Militärbündnis beitreten, beunruhigt Russland. Nachdem die Gesprächsrunde am Montag zwischen Washington und Moskau zu keiner Entspannung in dem Konflikt geführt hat, liegen die Augen der internationalen Politik heute auf Brüssel und dem Treffen Russlands mit den NATO-Mitgliedern. Doch auch hier ist man weniger optimistisch. Man solle sich keine großen Hoffnungen machen, heißt es seitens des Kremls. Und auch die USA drohen Russland abermals mit Sanktionen, sollte die Situation eskalieren. Man würde aber den diplomatischen Weg bevorzugen. Dass überhaupt miteinander gesprochen wird, sei aber positiv, heißt es von beiden Seiten. Die Bemühungen sind groß, es geht schließlich nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern weit darüber hinaus. Seit gestern muss im Handel verpflichtend die 2G-Regel kontrolliert werden. Wie gut das bisher funktioniert hat, möchte ich jetzt mit Rainer Will vom Handelsverband besprechen. Guten Tag, Herr Will. Grüße Gott. Herr Will, wie sind denn die Rückmeldungen, die zu Ihnen gekommen sind? Wie gut hat dieser erste Kontrolltag funktioniert? Ja, es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel zu verdanken, aber auch den Kundinnen und Kunden, dass der Start, der eher ein Holländer war, im Großen und Ganzen unaufgeregt und daher gut verlaufen ist. Dazu beigetragen haben sicherlich wenig Frequenzen, daher schlechteres Geschäft für die Händler, das dann letztendlich gut war, um die Kontrollen zu erlernen. Es sind ja noch ein paar Detailfragen offen, aber insgesamt ist es positiv. Was müssen Mitarbeiterinnen im Handel tun? Was genau ist zu tun? Wie setzen sie das um? Nachdem die Verordnung ja 6 Stunden bevor der Tag gekommen ist, wo sie in Kraft getreten ist, erst erfolgt ist, hat der Handelsverband Tag und Nacht die Unternehmen geschult und die Händler wiederum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir konnten mit der Bundesregierung vereinbaren, dass man erstmöglich beim Betreten des Geschäftslokales, aber spätestens beim Bezahlen der Ware den 2G-Nachweis kontrolliert. Es ist auch der Kunde und die Kundin gefordert, da mit Betreten der Geschäftsfläche dieser 2G-Nachweis bereitzuhalten ist. Man wird konkret eben mit der Green Check App den Impfnachweis oder den Genesungsbescheid scannen und einen Ausweis anfordern, um eben dann auch die Legitimation einzuholen. Herr Will, warum ist es zu dieser Kassalösung gekommen? Es erscheint ja wenig sinnvoll, wenn ich infiziert, unwissend da durchs Geschäft gehe. Es erscheint auf den ersten Blick so, da muss man natürlich dann genau differenzieren lernen und das sollten wir nach 22 Monaten in der Pandemie. Wir haben nach wie vor offene Bordelle, wir haben in der Gastronomie den Fall und in Bars, dass man die Maske runternimmt, gegen laute Musik anschreit. All das ist im Handel nicht der Fall. Der Lebensmitteleinzelhandel beweist seit Tag 1 der Pandemie, dass man auch ohne das 2G-Regime sicher im Handel interagieren kann aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer und des losen Kundenkontaktes. Daher wäre es angesagt, dass man treffsichere Maßnahmen setzt und es ist nicht zuzumuten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade jemanden in der Umkleide helfen, mit angespannter Personaldecke gleichzeitig Hilfs-Sheriffs beim Eingang spielen, wenn 3, 4 Personen nach dem Ankommen des öffentlichen Verkehrsmittels in die Filiale strömen. Das wäre unverhältnismäßig, es wäre überzogen und es ist nicht zumutbar, vom Schreibtisch aus so etwas den armen Mitarbeitern zu verordnen.
Daher eben der Kontrollvorgang erst eigentlich am Ende des Einkaufs. Herr Will, Sie sagen immer, oder eine andere Frage, eine Verkäuferin ist ungeimpft, es gilt ja 3G am Arbeitsplatz, das heißt, sie darf im Geschäft stehen, sie darf aber eigentlich genau genommen in ihrem Geschäft nicht einkaufen. Finden Sie das auch komisch? Selbstverständlich finden wir das komisch. Es ist undurchdacht, es ist nicht virologisch relevant und sinnvoll. Und sogar der renommierteste Virologe Drosten der Berliner Charité sagt, dass der Einzelhandel sicher ist. Deswegen auch meine Beispiele mit anderen Branchen. Da muss man mal soweit sein, nach 22 Monaten, dass man hier differenzieren lernt. Sonst bringen Lockdowns und Einschränkungen nichts, außer eine Fortschreibung der Spaltung der Gesellschaft. Wir sind sicher, das muss man mal zur Kenntnis nehmen, aufgrund all der beschriebenen Eigenschaften. Und da ist es unlogisch. Leider, auch wenn die Zahlen jetzt steigen, es ist so, wir haben die Bevölkerung ausgestattet und stellen als Anwalt der Konsumenten die Gesundheit immer an erster Stelle, aber es fehlen die Entschädigungen nach wie vor. Die großen Unternehmen erhalten kaum etwas außer Kurzarbeit, daher werden wir im Regen stehen gelassen und dienen als positiver Anreiz für Geimpfte und Genesene, für die die Eintrittsbarrieren dadurch auch höher werden. Aber Sie sind trotzdem froh, dass Sie offen halten dürfen. Ein Lockdown ist die schlechtere Alternative. Das ist selbstverständlich so. Allerdings ändert eine 2G-Regel im Non-Food-Handel nichts an den Infektionszahlen, denn die werden woanders verursacht, wenn wir nur denken an die Skigebiete, wenn wir nur daran denken, wo auch die Cluster laut den Wissenschaftlern stattfinden. Und daher, wir sind froh, dass wir offen haben, aber wir haben heute auch bekannt gegeben, dass über 4.000 Händler allein im ersten Pandemiejahr 2020 schließen mussten. Der Trend setzt sich auch im Jahr 2021 fort, da die Hilfen noch immer nicht ankommen, außer die Kurzarbeit, wird es auch heuer sich ähnlich verhalten. Das heißt, ich höre durch, Sie haben noch Wünsche an die Politik und Sie sind sich sicher, dass auch die jetzigen Kontrollen zu einem Umsatzverlust führen wird. Die Händlerinnen und Händler werden weniger verdienen. Das ist klar. Wir nehmen ja auch nicht ohne Grund wahr, dass die Frequenzen rückläufig sind. Immer wenn neue Maßnahmen kommen, auch bei Lock-ups, ist es so, dass es sich wieder mal zeigt, dass Konsumpsychologie ist. Und wir sind an einer Zeit, wo leider viele Menschen auch dem Handel die Schuld geben, wo es dann heißt, ich kaufe nicht mehr bei euch ein, ihr lasst euch das gefallen, obwohl es nicht logisch ist, obwohl es nicht virologisch begründbar ist. Und daher kaufe ich bei Amazon und Co. Das ist natürlich der falsche Schluss, weil jeder fünfte Arbeitsplatz beim Beschäftigungsmotor Handel zu finden ist und damit fast in jeder fünfköpfigen Familie man damit dem Familienmitglied etwas auswischt. Und ja, daher bedauern wir das sehr, dass hier keine klare Linie besteht. Und daher braucht es wenigstens die Entschädigungen, denn das wurde schon von Beginn an zugesichert. Mhm. Herr Will, würden Sie noch einmal formulieren, Sie haben einen Wunsch, vielleicht mehrere, an die Politik, aber haben Sie auch Wünsche an uns Konsumentinnen? Selbstverständlich. Wir sind der Anwalt der Kundinnen und Kunden und daher hoffen wir, dass die Menschen im Land verstehen, dass wir nicht die Bundesregierung sind und auch nicht der Verordnungsgeber und daher müssen wir mit dieser Situation leben. Wir freuen uns auf den Tag, dass wir wieder alle Menschen auch im stationären Handel begrüßen dürfen und daher ist der Wunsch, halten Sie dem stationären Handel die Treue, er stellt jeden fünften Arbeitsplatz. Und wir brauchen einfach auch einen gemeinsamen Zusammenhalt. Und daher freuen wir uns, wenn wir weiterhin die Menschen begrüßen dürfen, trotz aller Einschränkungen, indem alle tolerant und unaufgeregt miteinander umgehen. Und geschlossene Geschäfte machen schließlich das Stadtbild auch nicht schöner. Rainer Will, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir haben es gehört, seit gestern muss der Handel also verpflichtend die 2G-Regel kontrollieren. Wie gut das bisher funktioniert hat, haben sich die ORF-Landesstudios an zentralen Plätzen vor Ort angesehen und wir starten im Burgenland. Das MacArthur Glen Designer Outlet in Parndorf. Rund 130 Geschäfte gibt es hier und in jedem einzelnen müssen die Kundinnen und Kunden auf einen 2G-Nachweis kontrolliert werden. Unserer Beobachtung nach wird das auch gemacht. Jeder Shop-Partner ist dafür verantwortlich, dass er nach dem Nachweis fragt. Das passiert im Eingangsbereich bzw. bei der Kasse. Wir haben die Vorgaben mitgetragen. Für uns ist es wichtig, dass es keinen neuen Lockdown gibt. Und entsprechend sind wir dann in einem sehr guten Austausch mit unseren Markenpartnern. Jeden Tag strömen tausende Kundinnen und Kunden in das Outlet-Center. Das bedeutet auch tausende Kontrollen. In naher Zukunft wird möglicherweise eine einzige Kontrolle pro Kunde reichen.
Das wird schon in einigen Shoppingcentern in Österreich praktiziert. Ob das Bänder sind oder ob das das Stempeln ist, wo man eine zentrale Anlaufstelle hat. Aber da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten und entsprechend in die Umsetzung zu bringen. Die neue Verordnung gilt in allen Geschäften, außer in jenen für den täglichen Bedarf. Im Leuchtengeschäft in Neusiedl am See muss kontrolliert werden. Die in der Verordnung festgelegte Regel, dass die Kunden auch erst an der Kasse kontrolliert werden können, sorgt hier für Verwunderung. Bei der Bezahlung macht es natürlich keinen Sinn. Oder wenn ich jetzt meinen Kunden 15 Minuten berate und er weigert sich quasi, das vorzulegen und legt es mir dann vielleicht doch bei einem unterschriebenen Lieferschein vor, dass er dann doch nicht geimpft oder genesen ist, dann müssen ihm die Ware wieder wegnehmen. Also es ist komplett sinnbefreit. Gleich beim Eintreten kontrolliert die Mitarbeiterin dieses Kleidergeschäfts in der Neusiedler Hauptstraße. Die Kunden finden das in Ordnung. Ich war beim Hartlauer und der hat kontrolliert, gleich beim Eingang, und war in einem anderen Geschäft auch sofort Kontrolle gemacht worden, ja. Ja, mit der 2G-Regel habe ich eingekauft. Habe ich alles hergezogen, was ich hergezogen habe, was die Dame verlangt hat, und dann habe ich in das Geschäft gehen können. Ob wegen der Kontrollen nun weniger Kunden kommen, die Sorge besteht. Kann schon sein, dass sich die Leute dann doch nicht so trauen oder so viel unterwegs sind. Wir hoffen es halt nicht. Die Polizei verschärft nun österreichweit ihre Kontrollen der 2G-Regel. Überprüft werden nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Betriebe, ob sie genau hinschauen. Aktion scharf in der St. Pöltener Innenstadt. Die Polizei überprüft hier, ob die verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel auch wirklich durchgeführt werden. Die meisten Kundinnen und Kunden zeigen dafür Verständnis. Also meiner Ansicht wichtig, weil das wird ja nicht weniger. Ne? Ich hätte schon früher ein bisschen genauer gehört. Es wird kontrolliert. Wir sitzen natürlich, momentan ist es ganz schlimm. Ne? Das ist so und ja. Wird verlangt und ja, das muss man sich halt halten. Muss man sich halten dran, ja. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Wir haben andere Probleme in Österreich. Die Armut in Österreich ist hoch, sehr hoch sogar. Ja. Aber es geht nur Corona dort, Corona da. Auch der Gastronomie wird auf die Finger geschaut. Hier gehören die 2G-Kontrollen schon länger zum Alltag. Wir kontrollieren schon seit 2 Jahren unsere Gäste. Ja. Also ich halte davon sehr viel, weil das einfach unsere Verantwortung ist. In St. Pölten verlaufen die Polizeikontrollen reibungslos. Strafen müssen keine ausgestellt werden. Es gab keine Probleme, die Nachweise waren vorhanden. Auch die Betreiber, die Gastrolokale sind sehr hilfsbereit und schauen da auch wirklich, dass hier diese 2G-Maßnahme eingehalten wird. In den meisten Einkaufszentren in Niederösterreich sowie hier in Krems heißt es heute, bitte einmal stempeln. Wer seinen 2G-Nachweis hergezeigt hat, kann sich bei einem Servicestand einen Stempel holen. Unsere Damen kontrollieren das, schauen sich natürlich auch einen Personalausweis oder Pass oder Führerschein an, ob das Handy zum Kunden passt. Und dann gibt es den grünen Stempel auf die Hand. In den Geschäften selbst muss dann nur mehr dieser Stempel kontrolliert werden. Ein Bändchen um das Handgelenk wollte man aus mehreren Gründen nicht. Bändchen verschmutzen die Umwelt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Tausende solcher Bändchen am Tag hier vielleicht verteilt werden müssen. Bändchen kosten auch eine Menge Geld, viel mehr wie ein Stempel. Für Kunden und auch für Geschäftsbetreiber soll der Stempel eine Vereinfachung der Kontrollen bringen. Manche sagen halt, ich habe dann zu wenig Akku am Handy oder es ist mühsam, wenn man immer mit der Maske, mit der Erkennung vom Handy, und darum ist das an und für sich eine sehr gute Lösung, finde ich. Ich glaube, dass es in einem Einkaufszentrum einfacher ist, in die größeren Geschäften. Bei einem kleinen Geschäft, wo es vielleicht ein bisschen mehr Kundenfrequenz hast und nicht so viele Möglichkeiten, wird es durchaus schwierig, aber es ist alles machbar. Die Kunden sind super gut drauf, sie gehen mit dem Thema sehr offen um, sie zeigen uns automatisch, ohne dass eine Frage gestellt wird, schon ihren Ausweis. Und eines hört man bei den Geschäftsbetreibern heute immer wieder: Wir wollen lieber kontrollieren als zusperren. Ein Stempel, um einkaufen zu dürfen. So werden die 2G-Kontrollen in diesem Einkaufszentrum in Wels umgesetzt. Die Reaktionen darauf sind ganz unterschiedlich. Manche haben natürlich ein bisschen Stress, aber gerade oft Familien, die was da sind, kommen ein bisschen und reden nur ein bisschen mit mir und quatschen auch, wie andere Leute darauf reagieren. So
wirklich sehr entspannt. Das Einkaufszentrum versucht so, es den Kunden möglichst einfach zu machen, um sie zu halten. Wir haben da an einer zentralen Stelle unseren 2G-Kontrollpunkt platziert, damit wir unsere Shoppartner entlasten und auch den Besucherinnen und Besuchern einfach ein unbeschwerteres Einkaufsvergnügen bieten können. Aber in mehreren Geschäften heißt es, dass deutlich weniger Menschen unterwegs seien. Vereinzelt zeigen sie dann brav den 2G-Nachweis her, aber vereinzelt auch wieder nicht und kommt aber auch keine Einsicht leider. Es ist schwer, auch für uns ist schwer. Ja, es tut dann halt laut, gell. Es sind doch Kleinigkeiten, die was man doch braucht für den Alltag eigentlich. Und du darfst aber nicht. Du darfst das nicht verkaufen. Schauplatzwechsel. Auch in der Welser Innenstadt ist relativ wenig los. FFP2-Masken sieht man vereinzelt. Dass eine Maskenpflicht gilt, wenn ein 2-Meter-Abstand zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann, wird hier sehr unterschiedlich gesehen. Mir ist das grundsätzlich egal, muss ich sagen, weil ich einfach möchte, dass das Ganze endlich mal aufhört. Und ich denke mir, wenn das mein Beitrag ist, den ich dazu leisten kann, dann mache ich das gern. Das Ganze nimmt abstruse, absurde Ausmaße an. Und das war doch schon immer so, in irgendeiner sterbenden Demokratie hat man nur noch weiter eine gepresst. Das bringt überhaupt nichts. Und für den Handel ist es absolut fatal. Das halte ich ganz gut, dass man eine Kontrolle hat, aber übertreiben soll man es eigentlich auch nicht. Und gegen das Impfen bin ich eigentlich dagegen. Impfpflicht bin ich dagegen. Impfen, wer will, ja, aber Impfpflicht dagegen. Das Ganze finde ich einen Wahnsinn. Ich finde grundsätzlich Abstand gut vielleicht, wenn Menschen einsamer sind, aber selbstverantwortlich eine Maske. Wir sind alle 10-fach getestet und geimpft. Also ich finde es einen Wahnsinn und ich glaube, es wird auch nichts bringen. Für emotionale Reaktionen sorgt das Thema auf jeden Fall. Wohl nicht nur hier in Wels. Hallo, wir machen Covid-Kontrollen bei euch im Geschäft. Ja. Das heißt, dass wir die Kunden kontrollieren, wir daten aber auch kontrollieren. Schwerpunktaktion im Einkaufszentrum Sita. Ein Bild, an das man sich in den nächsten Wochen wohl gewöhnen muss. Also diese Kontrollen finden täglich statt, in allen Bereichen. Das heißt also, jede Polizeiinspektion ist angehalten, diese Kontrollen selbstständig durchzuführen. Wo dann halt 2 Leute sind, nicht wie wir heute gesehen haben, 6 und 8 Leute. Solche Schwerpunktaktionen finden aber jedoch auch täglich statt. Nur wechselt halt dieses Kontrollteam dann durch den ganzen Bezirk, wie es in Innsbruckland jetzt der Fall ist. Kontrolliert werden Mitarbeiter und Kundinnen gleichermaßen. Die meisten nehmen es gelassen. Ich denke, das werden wir jetzt auch gewinnen. Also für mich ist das kein Problem. Aber ich bin jetzt in jedem Geschäft kontrolliert worden, hat gut gepasst. Ich finde das in Ordnung. Hey. Also es muss halt überall gemacht werden, nicht gleich gewisse Stellen. Ja. Wird schon recht sein, sag ich. Kann man eh nichts machen. Sie haben mal alles mitgehabt heute, oder? Was gebraucht wird. Ja. Sie hat es nicht verstanden, weil die den Johnson genommen haben, weißt du? Und der gilt jetzt für 2. Na, wir sind dafür. Volle Pille. Ja. Richtiger so. Und sind Sie heute auch schon kontrolliert worden, Herr Rinnen? Auch, jawohl. Da drüben bei der Kaffee Anschi. Und alles mitgehabt, ja? Alles mitgehabt, wie Sie es gehört, oder? Das passt schon. Es ist jetzt so, mit der Situation müssen wir umgehen. Jetzt haben wir es eh gelernt. Es hilft eh nichts mehr. Da müssen wir durch. Gell? Die Strafen für Kundinnen und Kunden, die die 2G-Regel nicht einhalten, bewegen sich zwischen 50 und 500 Euro. Richtig teuer wird es aber für Betriebe, die ihre Kunden nicht kontrollieren. Der Betreiber hat ja die Pflicht, also grundsätzlich beim Einlass, spätestens beim Erwerb der Waren, zu kontrollieren, ob der 2G-Nachweis erbracht ist. Tut er das nicht, dann sind Strafen von 360 bis 3.600 Euro vorgesehen. Von Seiten der Betriebe nimmt man die verschärften Kontrollen wohl oder übel in Kauf. Wenn man den Infektionsverlauf kennt, dann versteht man die Kontrollen, die Verschärfung dieser Maßnahmen. Die 2G-Kontrollen haben wir ja in der Gastronomie schon über Monate hinweg jetzt gehabt. Das hat gut funktioniert. Das wird jetzt gleichermaßen in den Shops funktionieren. Es ist alles besser wie ein weiterer Lockdown für uns im Handel. Und die Kunden sind es irgendwo gewöhnt schon und sie werden sich auch in den Shops gewöhnen. Zum Glück hätten nur wenige Kunden ein großes Problem mit den Kontrollen. Die breite Masse wird trotz verschärfter Kontrollen auf das Einkaufsvergnügen wohl nicht verzichten.
In der Grazer Innenstadt tragen einige ihre FFP2-Masken bereits durchgehend. Wie geht es am ersten Tag mit Maskenpflicht auf der Straße und 2G-Kontrollen im Handel? Ich bin schon zweimal kontrolliert worden. Maske immer eingesteckt. Ich weiß von der Zeitung, dass am Jakominiplatz heute Maskenpflicht herrscht. Und wenn wir den Abstand nicht einhalten können, dann setzen wir eine Maske auf. Aber hier auf der Straße, wenn ich allein bin, dann nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ungeimpft. Ich war gerade beim Morawa, habe draußen gewartet und gesagt, ich hätte gerne das Buch zum Abholen. Überhaupt kein Thema. Geh halt wieder heim. Also gibt es Schlimmeres. Ich finde das ganz super, weil ich bin dreimal sozusagen geimpft. Und ich verstehe das ganze Tamtam rund um und um nicht. Dieses Grazer Traditionskaufhaus hat sich dafür entschieden, an den Kassen zu kontrollieren, plus stichprobenartig dazwischen. In Graz besonders haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir oben Gastronomie, dazwischen Gastronomie haben, unten Lebensmittel und das Haus viele, viele Ein- und Ausgänge hat. Und deswegen ist eine Kontrolle am Eingang eigentlich praktisch nicht möglich. Und so haben wir uns, was eben erlaubt ist, auf die Kassen fokussiert. In dieser Buchhandlung geht man den anderen Weg und kontrolliert ausnahmslos direkt im Eingangsbereich. Wir sind ein sehr großes Geschäft mit über 2400 Quadratmeter und haben auch sehr viele Kunden, die bei uns gustieren kommen und die das Literaturcafé auch besuchen. Um diese Auflagen alle einzuhalten, haben wir uns für die sichere Variante entschieden. In mehreren Einkaufszentren setzt man auf freiwillige Kontrollstempel. Man kommt hin, weist sich quasi mit 2G nach. Das wird von den Mitarbeitern dort kontrolliert. Und dann gibt es als sehr einfache Lösung einen Stempel auf den Handrücken oder auf das Handgelenk. Und das ist dann für unsere Shoppartner die Garantie, halt ist bereits kontrolliert. Für die meisten Händler und auch für ihre Kunden sind die 2G-Kontrollen im Vergleich zu einem Lockdown die bessere Lösung. Es gibt sie, die Gewinner der Corona-Krise. Die Sicherheitsbranche gehört dazu. Sicherheitspersonal ist momentan so gefragt wie nie. Statt wie früher, vor allem bei Veranstaltungen, werden Security-MitarbeiterInnen jetzt pandemiebedingt für Zutrittskontrollen gebraucht. Alleine in Wien werden hunderte Mitarbeiter gesucht. An Securities kommt man in der Pandemie nicht vorbei. Sie stehen bei Impfstraßen, Krankenhäusern, Testboxen, Einkaufszentren und vor gut besuchten Lokalen, kontrollieren 2G bis 3G und weisen auf die Maskenpflicht hin. Die Sicherheitsfirmen kommen gar nicht mehr nach mit der Personalbereitstellung. So viele Aufträge. Wir haben sicher an die 100 Stellen offen, also wo wir gerne besetzen würden. Und der Personalbedarf steigt. Alleine im Austria Center sind nach dem Impfbetrugsverdacht jetzt 60 Securities im Einsatz. Auch diese große Sicherheitsfirma muss Aufträge ablehnen wegen Personalmangels. Es werden oft kurzfristig Wünsche von 10 bis 20, 25, ja sogar innerhalb von 48 Stunden 100 Mitarbeiter werden angefordert. Laut dem Sprecher der Bewacherbranche ist die Personalsituation wienweit angespannt, obwohl Arbeitsbereiche in der Pandemie weggefallen sind, wie Events oder der Flughafen. Ich habe mit Branchenkollegen gesprochen, also wir könnten in Summe sicherlich an die 500 Mitarbeiter sofort in Vollzeitbeschäftigung unterbringen. Noch mehr Bedarf registriert man jetzt durch die verpflichtenden Kontrollen im Handel. Durch die 2G-Kontrolle würde ich das jetzt einmal einschätzen, dass wir so 30 bis 40 Zusatzanfragen hatten. Bezahlt bekommen die angelernten Hilfskräfte Vollzeit in dem Bereich rund 1.900 Euro brutto, so der Branchensprecher. Es gilt 3G am Arbeitsplatz. Aus unseren Erfahrungen kann ich sagen, dass unsere Impfquote bei 85% ist und wir natürlich die geimpften Mitarbeiter verstärkt bei diesen Punkten einsetzen, wo es wirklich drauf ankommt, also eben bei Impfstraßen, bei Zutrittskontrollen, bei Krankenhäusern. In der Sicherheitsbranche hat man momentan einen sicheren Job. Für wie lange, wer weiß das schon. Es ist 12 Uhr, folgende Themen sehen Sie noch in der kommenden Stunde hier bei uns in OF3 aktuell. Rekordinfektionszahlen. Omikron hat Österreich fest im Griff. Mehr als 17.000 Neuinfektionen gemeldet. Ministerrat. Wir übertragen das Pressefoyer in Kürze live. 2G-Kontrollen im Handel. Wie ist der erste Tag verlaufen? Wir sprechen mit dem Geschäftsführer des Handelsverbands Rainer Will.
Wir haben heute ja schon Familien- und Medienministerin Susanne Raab und die grüne Clubchefin Sigrid Maurer live zu den Themen Medienförderung und Impfpflicht in einer Stellungnahme vor dem Ministerrat gehört. Jetzt schalten wir live zum Pressefoyer nach dem Ministerrat mit Gesundheitsminister Mückstein, Bildungsminister Polaschek und dem Innenminister Gerhard Kahner. Einen schönen Mittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schulveranstaltungen, Sport, gemeinsame Erlebnisse mit Freundinnen und Freunden, das alles ist in der Pandemie viel zu kurz gekommen. Darunter leiden natürlich vor allem junge Menschen und das nehmen wir als Bundesregierung sehr ernst. Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket setzen wir deshalb jetzt genau da an. Das Selbstverständliche wurde in der Corona-Pandemie zur Ausnahme und die Ausnahme leider oft genug zur Regel. Dieser Umstand betrifft uns alle, betrifft die gesamte Bevölkerung, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Besonders jedoch hat es die Jüngsten in der Gesellschaft, also jene, die zur Schule gehen und lernen, betroffen. Dort hat die Covid-19-Pandemie sehr große Auswirkungen. Und unsere Schülerinnen und Schüler sind es, die Unterstützung in ihrer Klassengemeinschaft, bei ihren Freundinnen und Freunden, bei den Lehrerinnen und Lehrern in einer entscheidenden Phase ihres Lebens benötigen. Auf ihre Entwicklung haben regelmäßige sportliche Betätigung und ein gefestigtes soziales Umfeld einen besonderen Einfluss. Der Schulalltag hat sich, das denke ich, wissen Sie alle, aufgrund der Pandemie zeitweise enorm verändert und wurde so für Schülerinnen und Schüler erschwert. Eine Folge war, dass der Unterrichtsstoff oftmals aufgrund von Distance Learning nicht im erforderlichen Umfang durchgenommen werden konnte. Besonders alarmierend ist, dass außerdem die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler unter dieser Pandemie massiv gelitten hat. Und durch die mangelnde Bewegung hat auch die körperliche Gesundheit gelitten. Diese Auswirkungen der Pandemie auf die Schülerinnen und Schüler haben ihre besondere Bedeutung auch für uns als Bundesregierung und wir werden deshalb mit Maßnahmen entgegenwirken. Einige Maßnahmen wurden ja bereits gesetzt. Seit Jänner 2021 wurden über 250 Millionen Euro an Förderstunden und anderen Fördermaßnahmen bereitgestellt, um Lerndefizite aufzuholen. Und auch im Bereich der Schulpsychologie wurden durch die Aufstockung um 20% seit Juni zusätzliche Maßnahmen gesetzt. Vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie und deren immer stärker absehbaren Folgen für Kinder und Jugendliche wurde nun in der Bundesregierung ein weiteres, umfangreiches und breit angelegtes Paket ausgearbeitet. Damit sollen die negativen pädagogischen, psychischen und gesundheitlichen Folgen der Krise von unterschiedlichen Seiten bekämpft und den Schülerinnen und Schülern in dieser schwierigen Zeit geholfen werden. Dieses Paket sieht im Detail so aus. Das Bildungsministerium wird den Schulen 109 Millionen Euro für Förderstunden für das Sommersemester zur Verfügung stellen. Diese Förderstunden werden in verschiedenem Ausmaß für die verschiedenen Schulbereiche auch jetzt im Sommersemester wieder angeboten werden können. Im Bereich der Matura werden wir außerdem das Angebot an Ergänzungsfördermaßnahmen noch einmal ausweiten und weitere 5 Millionen Euro bereitstellen können. Gleichzeitig können wir gemeinsam mit NGOs die bereits laufende individuelle Lernförderung von 5 auf 10 Millionen Euro erhöhen. Damit sollen vor allem sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. Schule besteht aber nicht nur aus dem Lernen der Lehrinhalte. Schule besteht auch aus einem Miteinander, einer Klassengemeinschaft und aus dem Erlernen sozialer Kompetenzen. Und auch das ist natürlich durch die Krise viel zu kurz gekommen. Ich freue mich daher ganz besonders, dass wir gemeinsam mit dem Tourismusressort einen Impuls zur Durchführung von Schulveranstaltungen setzen können, sobald es die Pandemie wieder zulässt. Pro Schulklasse werden wir Schulveranstaltungen mit 500 Euro ab dem Sommersemester unterstützen. Schulveranstaltungen sollen stattfinden, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt. Und wir halten, das ist ein ganz wichtiges Signal für die Schülerinnen und Schüler, dass sie auch gemeinsam wieder Ausflüge machen können, gemeinsam etwas unternehmen können außerhalb der Schule. Besonders wichtig sind uns aber natürlich auch, wie bereits gesagt, die psychologischen Auswirkungen, die die Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen gehabt hat. Und hier setzen wir gemeinsam mit dem Gesundheitsressort Maßnahmen.
Den Schulpsychologinnen und Psychologen des Bildungsministeriums kommt hier eine besondere Bedeutung zu, dass sie die Schnittstelle zum ambulanten Bereich sind. Hier wurden die Mittel bereits um 20% aufgestockt. Weitere Maßnahmen setzen wir mit diesem Paket im Bereich der Schulsozialarbeit, der Erwachsenenbildung, aber auch für Lehrlinge. Wir ermöglichen gemeinsam mit den Bundesländern ab September eine Verdoppelung des Personals im Bereich der Schulsozialarbeit. Wir stellen durch zusätzliche EU-Mittel 10 Millionen Euro für den Ausbau von Programmen in der Basisbildung und dem Nachholen des Pflichtschulabschlusses bereit. Und in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsressort werden wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer neue digitale Lernmaterialien entwickeln, für die wir 500.000 Euro bereitstellen. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade in Zeiten der Pandemie die Bewegung der Schülerinnen und Schüler deutlich geringer ausgefallen ist. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, dass wir hier wieder aufholen und junge Menschen zum Sport bewegen. Als Bundesregierung bringen wir daher gemeinsam unmittelbare Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona-Folgen, eine Kampagne für Bewegung und Sport zur Förderung der Resilienz auf den Weg. Wir werden den Juni zum Monat des Schulsports machen und verstärkt Vereine etwa an die Schulen holen. Es werden aber auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler an die Schulen kommen, um die Schülerinnen und Schüler durch gemeinsame Aktivitäten zu mehr Bewegung zu animieren. Wir werden daher für das Jahr 2022 zusätzlich 5 Millionen Euro für dieses Programm bereitstellen. Sie sehen, wir setzen hier an den verschiedensten Schrauben an, um die negativen Folgen dieser Pandemie auf unsere Schülerinnen und Schüler abzufedern. Die Schülerinnen und Schüler sind es, die solidarisch waren und die notwendigen Maßnahmen mitgetragen haben. Sie sind es, die Maske tragen und sich mittlerweile auch häufig schon impfen haben lassen. Und wir müssen jetzt auch gemeinsam diejenigen sein, die für die Kinder und Jugendlichen da sind. Wir müssen sie bestmöglich davor schützen, dass diese Pandemie negative Auswirkungen auf ihre Entwicklung, ihre Bildung und ihre Gesundheit hat. Dieses Paket war auch Bundeskanzler Karl Nehammer ein sehr, sehr großes Anliegen, der es von Anfang an sehr aktiv unterstützt hat. Und es ist nur möglich, weil einige Ressorts der Bundesregierung aktiv daran beteiligt sind. Und in einer gemeinsamen Anstrengung ist es nunmehr gelungen, hier ein wirklich großes Paket zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu bringen. Und ich möchte mich sehr beim Bundeskanzler, beim Vizekanzler und bei allen Ministerinnen und Ministern noch einmal bedanken, die an diesem Paket aktiv beteiligt sind. Dankeschön. Vielen Dank. Am Wort ist der Herr Gesundheitsminister. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, seit nunmehr 2 Jahren ist das Virus in Österreich unser ständiger Begleiter. Wir haben in dieser Zeit viel gelernt. Wir haben einen Impfstoff bekommen, der in Rekordzeit entwickelt worden ist und die Impf- und Testinfrastruktur ist aufgebaut worden. Aber die Pandemie ist nun einmal in allen gesellschaftlichen Bereichen spürbar und das wird uns auch noch einige Zeit so bleiben. Die Arbeit, die Freizeit und auch an den Unis und an den Schulen und die einschneidenden Auswirkungen der Pandemie sehen wir leider auch in der psychosozialen Gesundheit der Menschen, die in Österreich leben. Die psychischen Erkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen krankheitsbedingter Beeinträchtigungen in Europa und in Österreich. Jedes Jahr sind ein Viertel der Bevölkerung von einer psychischen Beeinträchtigung betroffen. Und gerade die Jüngsten trifft die Pandemie besonders hart. Ihre psychische und körperliche Gesundheit hat unter dieser Pandemie zum Teil massiv gelitten und das ist wirklich alarmierend. Die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen haben stark zugenommen und hier müssen wir unbedingt gegensteuern, damit unsere Jugend gesund aus der Krise kommt. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist mir, das können Sie mir glauben, als Vater, als Arzt, aber auch als Gesundheitsminister ein ganz besonderes Anliegen. Das Gesundheitsministerium hat bereits zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der psychosozialen Versorgung und zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung umgesetzt. Die aktuelle Situation erfordert jedoch Schritte, die darüber hinausgehen. Wir setzen weitere Maßnahmen, um durch die Corona-Krise entstandene Mehrbelastungen, vor allem in der jungen Bevölkerung,
entsprechend abfedern zu können. Ich möchte die Wichtigkeit herausstreichen, die die Bewältigung der psychologischen Folgen bei Kindern zukommt. Wir setzen als Bundesregierung daher alle Hebel in Bewegung, um uns hier mit einer breiten Palette an Förderungen aufzustellen. Folgende Maßnahmen des pädagogischen Sofortpakets zur psychosozialen Unterstützung für Schülerinnen und Schüler werden ab dem Start des kommenden Sommersemesters sukzessive umgesetzt. Mit der Aufstockung der Schulpsychologie um 20% ist bereits ein wichtiger Beitrag geleistet worden. Diese soll Probleme erkennen und erste Hilfestellungen leisten. Für die weiterführende Beratung und Unterstützung wurden im Gesundheitsressort einmalig Fördermittel für die Ermöglichung niederschwelliger psychologischer, aber auch psychotherapeutischer Beratungen und Behandlungen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von 13 Millionen Euro bereitgestellt. Mein Ressort und das Bildungsministerium werden gemeinsam sicherstellen, dass diese Mittel zielgerichtet eingesetzt werden, um den Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung der Krise zu helfen. Dazu werden insbesondere die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, aber auch die Schulärztinnen und Schulärzte mit dem ambulanten Bereich zusammenarbeiten und hier als Schnittstelle fungieren. Meine Damen und Herren, mein Ziel ist es, allen Menschen in Österreich ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen und ganz besonders den Jüngsten unter uns. Dabei kommt es nicht nur auf eine optimale gesundheitliche Versorgung an, sondern auch um das Thema Prävention. Die Vermeidung von psychologischen Folgen der Pandemie in der jüngsten Bevölkerungsgruppe hat hier oberste Priorität. Die Maßnahmen des pädagogischen Schulpakets, Sofortpakets, sollen zielgerichtet die Folgen der Pandemie abfedern. Großes Ziel in meiner Amtszeit ist es, einen Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem einzuleiten, hin zu mehr Prävention und weg von der reinen Reparaturmedizin. Die wichtigste präventive Maßnahme bei der Corona-Pandemie ist und bleibt die Impfung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gesundheitsminister. Herr Innenminister, bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Am Montag dieser Woche habe ich gemeinsam mit dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit in unserem Haus im Innenministerium verstärkte Kontrollen angekündigt. Und ich habe das bezeichnet, und das tue ich nach wie vor, als Aktion scharf, als Aktion Fairness. Aktion scharf gegenüber jenen, die sich nicht an Regeln halten. Das ist ein geringer Teil, als Aktion Fairness gegenüber jenen überwiegenden Teil der Bevölkerung, die sich eben an die Maßnahmen halten. Ich darf kurz wiederholen, was die drei tragenden Säulen dieser Kontrollen auch sind. Das ist zunächst der Einsatz von Bereitschaftseinheiten und Sondereinheiten in den einzelnen Bezirken, die ausschließlich für diese Kontrolle der 2G-Regel auch entsprechend da sind. Der zweite Bereich ist der Einsatz von zivilen Polizistinnen und Polizisten, die speziell im Handel unterwegs sind. Und die dritte wesentliche Säule dieses erhöhten Kontrolldrucks ist die Handlungsempfehlung, die Zusammenarbeit mit den Handelsunternehmen, damit diese auch entsprechend sicher und effektiv ihre Kontrollen auch umsetzen können. Und ich darf heute einen ersten Blick auf diesen erhöhten Kontrolldruck werfen, meine erste Bilanz ziehen nach einem Tag sozusagen. Und ich darf vorausschicken, sehr grundsätzlich, dass die Exekutive, die Polizei, die Polizistinnen und Polizisten jeden Tag unterwegs sind, im Einsatz sind und auch entsprechend sich an neue Maßnahmen immer wieder zu adaptieren haben und das auch sehr professionell tun. Und ja, die Aufgabe ist auch für die Exekutive, für die Polizei schwierig und herausfordernd. Aber man kann durchaus sagen, dass nach einem Tag es wirklich erste Erfolge auch zu vermelden gibt. Es zeigt sich, die notwendigen Maßnahmen, die absolut notwendigen Maßnahmen und Beschränkungen, sie werden
im überwiegenden Maße ernst genommen. Sowohl Unternehmen, Geschäftsleute als auch Kunden kooperieren eng mit der Polizei. Sie in den Medien haben auch vielfach entsprechend gestern Abend darüber berichtet. Und auch die Kontrollen funktionieren in einem hohen Maße. Und ich darf darauf eingehen, warum ich glaube, dass diese Kontrollen im überwiegenden Teil auch funktionieren, weil es zunächst eine enge Kooperation mit den Handelsunternehmen gibt, mit den Handelsbetrieben, mit den Unternehmen, aber auch, weil es ein großes Verständnis der Kunden und der Bevölkerung auch gibt, dass hier auch entsprechend konsequent kontrolliert wird. Und ich darf das unterstreichen, die Polizei sieht sich eben hier als Partner der Handelsbetriebe und daher hat auch gestern eine entsprechende Videokonferenz des Bundeskriminalamtes auch stattgefunden, wo mit mehr als 60 Teilnehmern aus dem Bereich der Wirtschaft, sprich der Wirtschaftskammer, dem Handelsverband und unterschiedlichsten Branchen die entsprechenden Maßnahmen, Handlungsempfehlungen und Handlungsanleitungen auch durchbesprochen wurden. Und man sieht, der Handel trägt die Kontrollen in hohem Maße auch konsequent mit. Weil auch der Handel das Ziel hat, das große Ziel hat, schärfere Maßnahmen auch zu verhindern. Und es wurde in dieser Videokonferenz, darf ich vielleicht noch auf einige Details auch eingehen, damit Sie sich auch vorstellen können, was hier auch besprochen wurde. Es wurde besprochen, wie sollen, wie können Kontrollen im Handel auch ablaufen. Es ist zwar grundsätzlich möglich, bis zum Bezahlvorgang zu kontrollieren, die Empfehlung ist allerdings beim Eingang. Grundsätzlich beides möglich. Die Empfehlung von Seiten des Bundeskriminalamtes ist dies beim Eingang zu tun, wie das in vielen Bereichen gemacht wird. Dann gibt es die Empfehlung, auch das gibt es, auch diese Situationen sind zu bemerken, wenn es zu Drohungen kommt, natürlich unverzüglich auch den Kontakt mit der Exekutive der Polizei zu suchen und im Notfall 133 zu wählen. Es wird weiters darauf aufmerksam gemacht, auf die technischen Möglichkeiten, die auch dem Handel zur Verfügung stehen. Und es gibt nicht nur im städtischen Bereich, sondern auch in den Regionen entsprechend maßgeschneiderte Rezepte sozusagen, wo man gemeinsam mit der Initiative Gemeinsam sicher vor Ort auch die Unternehmen, die Handelsbetriebe auch entsprechend informiert. Und ich darf eine erste Zahlenbilanz des gestrigen Tages auch präsentieren. Sie wissen, ich habe am Montag präsentiert 1,6 Millionen Kontrollen seit Mitte November, seit dem Lockdown für Ungeimpfte. Und allein am gestrigen Tag gab es rund 33.000 Kontrollen. Das ist eine Erhöhung des Kontrolldrucks von knapp 10%. Das ist eine gewaltige Leistung unserer Exekutive gemeinsam mit dem Handel. Und dabei wurden 180 Übertretungen auch festgestellt und entsprechend durchgeführt. Zu den Kontrollen darf ich erwähnen, dass ja diese nicht nur quantitativ stattfinden, sondern auch qualitativ entsprechend in die Höhe geschraubt wurden, eben in Zusammenarbeit mit dem Handel. Dass die Bediensteten, das Sicherheitspersonal des Handels auch entsprechend hier eingeschult wird, wie am besten diese Kontrollen auch durchzuführen sind. Daher darf ich abschließend zusammenfassen, die Polizei ist hier Ansprechpartner des Handels, damit der Handel auch entsprechend effektiv kontrollieren kann. Im Interesse des Handels, aber auch im Interesse der Gesundheit. Und der zweite Punkt, die Polizei wird auch weiterhin intensiv diesen Kontrolldruck aufrechterhalten und fortsetzen. Bereitschaftseinheiten habe ich genannt, aber auch die zivilen Streifendienste, die hier speziell im Handel auch kontrollierend unterwegs sein werden. Und ich habe daher auch einen Appell, nämlich dahingehend, dass wir uns die wenigen, die das versuchen zu umgehen, nicht darauf konzentrieren, wie wir das umgehen können, sondern konzentrieren wir uns darauf, wie wir entsprechend diese Regeln, die es gibt, gemeinsam auch entsprechend umsetzen. Und daher fasse ich zusammen, ich möchte das auch hier gerne wiederholen, ja, es ist eine Aktion scharf, aber es ist eine Aktion Fairness, nämlich scharf gegenüber jenen, die sich nicht an Regeln halten und vor allem eine Aktion Fairness gegenüber jenen, die diese Maßnahmen, die so wichtig sind,
im Kampf gegen das Virus, dass jene auch entsprechend fair behandelt werden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Wir kommen zu Ihren Fragen. Bitte sagen Sie dazu, für welches Medium Sie arbeiten und an welchen der Minister sich die Frage richtet. Bitte, Frau Kollegin. Simone Striebel vom ORF. An den Herrn Gesundheitsminister, Sie haben da jetzt langfristige Maßnahmen präsentiert, gemeinsam mit dem Herrn Bildungsminister, aber es gibt ein Problem, 17.000 Neuinfektionen, Omikron. Jetzt haben Sie immer gesagt, es wird keinen Lockdown geben oder es soll keinen Lockdown geben, aber kann man wirklich bei diesen Maßnahmen, die es jetzt gibt, reicht das, damit wir durch die nächsten 2 bis 3 Wochen kommen? An den Herrn Bildungsminister möchte ich auch noch die Frage richten, Schulschließungen haben Sie auch immer dementiert, aber gibt es für Sie eine Marke, eine Grenze von Neuinfektionen, wo man sagt, so können wir nicht weitermachen oder wartet man darauf, dass ohnehin niemand mehr in die Schule kommt? Zweite Frage auch an Sie, weil Sie gestern gesagt haben, die mündliche Matura wird stattfinden, das sagen viele Schüler, das wollen Sie eigentlich nicht, auch in diesen Pandemiezeiten. Gäbe es da auch die Möglichkeit einer freiwilligen Teilnahme der mündlichen Matura? Und an den Herrn Innenminister Karner, es gibt immer wieder Polizisten, Gewerkschafter, die auf den Corona-Demos mitgehen. Wir haben Polizisten gesehen, die lachend Fotos mit Corona-Demonstranten machen und auch diesen Brief, den es gestern gegeben hat. Was tun Sie mit diesen Polizisten, die Sympathien für Verschwörungstheorien, Corona-Leugner etc. haben? Chronologisch abzuarbeiten, Herr Gesundheitsminister, bitte. Wir haben heute rund 17.000 Positivtestungen in Österreich. Das ist ein neuer Höchstwert. Diese Zahlen sind uns seit 14 Tagen prognostiziert worden, sind daher keine Überraschung. Wir haben eine Auslastung der Intensivstationen derzeit bei 12% und die Normalstationen sind auch vom Höchststand von 3.000 Betten auf der Normalstation rund auf 650 gesunken. Wie reagieren wir darauf? Da hilft ein Blick nach Europa, wie man die Maßnahmen in Österreich einschätzen kann. Und dabei zeigt sich, dass wir zwischen den beiden Polen, zum Beispiel Holland befindet sich in einem Lockdown, England hat mehr oder weniger keine Maßnahmen, einen sehr sicheren Weg gewählt haben in Österreich. Wir sind am 12. Dezember aus dem Lockdown herausgegangen mit einem Lockdown für ungeimpfte Menschen, der immer noch gilt. Wir haben die 2G-Regelung, die in den allermeisten Bereichen gilt. Wir haben keine geöffnete Nacht- und Stehgastronomie. Wir haben die Sperrstunde von 22 Uhr und strenge Veranstaltungsregeln. Wir haben jetzt nachgeschärft. Wir haben mit der Maskenpflicht outdoor, wo der 2 Meter Abstand nicht eingehalten werden kann, reagiert und wir haben einen Paradigmenwechsel. Wir müssen schauen, dass wir einen allgemeinen Lockdown verhindern. Wir müssen aber auch schauen, dass Österreich am Laufen bleibt. Wir müssen schauen, dass bei so hohen Positivtestungen Menschen im Arbeitsprozess sein können. Was haben wir gemacht? Wir haben die Quarantänebestimmungen so abgeändert, dass es vereinfacht ist und vereinheitlicht worden ist. Wir wissen, dass dreifach geimpfte, also geboosterte Menschen oder solche, die die Schutzbestimmungen eingehalten haben, wesentlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen. Das halte ich für den richtigen Weg. Danke. Nein. Dankeschön. Herr Bildungsminister, bitte. Danke. Was allfällige Schulschließungen angeht, es ist so, dass wir ja jetzt 3-mal in der Schule testen, ab nächster Woche in ganz Österreich davon 2-mal PCR-Tests. Das heißt, die Schulen sind, es gibt keine Institution in Österreich, kein Bereich, wo so oft getestet wird. Und wir haben durch dieses enge Sicherheitsnetz mit Maskentragen und so weiter eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist so, dass wir ohnehin, wenn es mehrere Fälle in einer Klasse gibt, die Klasse ins Distance Learning schicken. Es ist aber derzeit sind 30 Klassen in Österreich von ungefähr 58.000 im Distance Learning. Ich gehe davon aus, dass sich diese Zahl vielleicht ein wenig erhöhen wird, aber nicht sehr stark. Wir werden versuchen, dort, wo Klassen ins Distance Learning gehen und wo es vielleicht den Bedarf gibt, dass Lehrerinnen und Lehrer kurzfristig ausfallen, das aufzufangen. Es gibt ein Kaskadenmodell. Wir können mit Supplierstunden, mit Lehramtsstudierenden
das Auffangen partiell auch mit Lehrerinnen und Lehrern, die vielleicht aus der Pension wieder zurückkommen. Ich sehe eigentlich die Gefahr von Schulschließungen derzeit nicht. Das ist ein Thema, das sich konkret stellen müsste, wenn in einer bestimmten Region die Zahl der Infektionen sehr stark zunimmt und auch die Zahl der erkrankten Kinder. Dann müssten wir uns das ganz speziell auf diesen Bereich anschauen. Derzeit deutet aber nichts darauf hin. Und was die mündliche Matura angeht, die mündliche Matura wurde in den letzten Jahren auch immer wieder diskutiert, soll es eine freiwillige geben, soll es gar keine geben. Es ist mir bewusst, dass die Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren alle miteinander keine so einfache und normale Situation hatten. Ich glaube aber schon, dass gerade auch eine mündliche Matura als ein wirklicher Abschluss eines Schülerinnen- und Schülerlebens auch den Schülerinnen und Schülern die Chance geben sollte, ihr Wissen zu präsentieren. Wir haben ein enges Maßnahmenpaket geknüpft. Es wird wieder die Einberechnung der Schulnote der 8. Klasse geben. Es wird die Mathematikmatura wie im Vorjahr unter den gleichen Bedingungen geben. Es wird bei den Themenbereichen, die bei der mündlichen Matura zu machen sind, eine Einschränkung geben. Es werden also weniger Themenbereiche verlangt werden. Und es gibt wieder massive Vorbereitungsstunden. Und ich glaube, dass wir auch dieses abschließende Prüfen, aber sich auch präsentieren können, eines jungen Menschen am Ende eines Schülerinnen- und Schülerlebens, den Schülerinnen und Schülern nicht wegnehmen sollten. Und es ist auch ein Zeichen von Qualität unseres Bildungssystems und von der Qualität und der Leistung der jungen Menschen. Und ich glaube, sie sind sicher auch gut in der Lage, das zu tun. Und ich bin sehr, sehr guten Mutes, dass alle eine gute Matura machen werden und sehr stolz darauf sein werden, dass sie wirklich wieder eine mündliche Matura alle gemeinsam gemacht haben. Dankeschön, Herr Innenminister. Sie haben den Brief angesprochen, ich kenne einen Brief, der von zwei Mitarbeitern der Polizei und von einem Polizeiseelsorger hier unterschrieben ist. Konkret, wir haben insgesamt knapp 32.000 Mitarbeitern. Das ist die eine Antwort. Und die zweite ist, das, was für die Bevölkerung gilt, gilt auch für die Polizistinnen und Polizisten. Es gibt Rechte und Pflichten. Und da, wo gegen Dienstvorschriften verstoßen wird, das wird natürlich auch entsprechend geahndet. Aber es gibt auch entsprechend Rechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das gilt natürlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei in ihrer Freizeit. Aber dort, wo gegen Dienstvorschriften verstoßen wird, wird auch entsprechend konsequent vorgegangen. Jeder einzelne Fall. Dankeschön. Herr Kollege hier vorne. Paul Bartroll, Puls 24, Herr Gesundheitsminister. Auch bei den Grünen werden Briefe geschrieben, offenbar an die Parteispitze. Da gibt es Unterschriftenaktionen gegen die Impfpflicht. Erstens einmal, was sagen Sie da, dass offenbar auch von der Partei intern hier nicht alle zufrieden sind mit der Strategie, die Sie fahren? Und ganz grundsätzlich nochmal zur Impfpflicht. Halten Sie aktuell an dem Plan fest? Sprich, wird es mit 4. Februar eine Impfpflicht geben in Österreich? Danke. Soweit mir bekannt ist, ist das keine grüne Aktion und die Grünen stehen hinter der Impfpflicht. Wir haben am Montag das Ende der Begutachtungsfrist gehabt. Es hat sehr viele, über 100.000 Stellungnahmen gegeben, die wir sichten. Es gibt auch viele redundante Einmeldungen. Es läuft jetzt ein parlamentarischer Prozess. Wir haben nächste Woche am Montag den Gesundheitsausschuss. Es läuft auch die politische Abstimmung. Und wir werden am Montag im Gesundheitsausschuss dann einen Gesetzesvorschlag präsentieren. Dankeschön. Kollege hier und dann die Frau Kollegin ganz am anderen Ende. Löwenstein, Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Deutschland. Auch zur Impfpflicht, weil im europäischen Ausland das natürlich mit Interesse beobachtet wird, wie Österreich da vorgeht. Es gibt ja bei uns ähnliche Diskussionen. Deswegen meine Frage an den Herrn an den Herrn Gesundheitsminister und den Herrn Innenminister. Es gibt ja unter den Einwendungen zahlreiche, nicht nur Fundamentaloppositionen, sondern auch konkrete Bedenken gegen die Durchsetzbarkeit und die Umsetzbarkeit, zumindest in der kurzen Frist. Wie ist Ihre Einschätzung? Bestünde die Gefahr, dass das Instrument Impfpflicht insgesamt diskreditiert wird, politisch und auch rechtlich, wenn es sich nicht administrativ und technisch durchsetzen und umsetzen lässt? Herr Gesundheitsminister. Die technische Umsetzbarkeit und die Verfassungsmäßigkeit ist eine Grundvoraussetzung für die Impfpflicht.
Wir haben jetzt in Österreich eine anwählende Omikron-Welle. Ich möchte darauf verweisen, dass wir Anfang Dezember in Österreich eine Gesamtimmunität gehabt haben von 90%. Das hat damit zu tun, dass wir vor allem im November eine vierte Welle gehabt haben, die sehr schwer war im europäischen Vergleich. Viele Menschen haben sich angesteckt, aber wir haben auch gleichzeitig sehr viel geimpft, 100, 120.000 Menschen pro Tag. Das heißt, mit Delta hätten wir Anfang Dezember eine sehr gute Ausgangslage für den restlichen Winter gehabt. Und dann kommt Omikron und mischt einmal ordentlich durch. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund und gerade vor dem Hintergrund der aktuell so hohen Zahlen brauchen wir eine Perspektive, und das ist die Impfpflicht. Die Impfung, und das sagen alle Experten, ist der einzige Weg aus der Pandemie. Wir brauchen eine Perspektive für den Sommer, für den Herbst. Das heißt, die Impfpflicht wird wie geplant Anfang Februar starten. Wir haben die Einmeldungen, die gesichtet werden. Es laufen jetzt die politischen Abstimmungsprozesse und auch der parlamentarische Prozess, und am Montag im Gesundheitsausschuss ist der nächste Schritt auf diesem Weg. Ich würde die Frau Kollegin. Das war es, das Pressefoyer nach dem Ministerrat mit den Ministern Kahner, Mückstein und Polaschek. Mit mir verbunden ist wieder Peter Fritz. Hallo. Ja, guten Tag. Hallo, ich darf zur Analyse laden. Zunächst einmal haben wir etwas sehr Positives gehört von den Ministern Mückstein und Polaschek. Ein Schulpaket wird es geben, sowohl ein pädagogisches als auch ein gesundheitliches. Was soll es da genau im Frühjahr, was wird das sein? Es soll umfassende Hilfsmaßnahmen geben für die Hauptbetroffenen im Sektor der Schulen, und das sind natürlich die Kinder, das sind die Jugendlichen, das sind die, denen diese Krise besonders nahe geht, weil es sie auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ihrem Leben trifft und daher ein für viele von ihnen ein viel einschneidenderes Erlebnis ist als sonst. Und da gibt es jetzt stärkere Finanzhilfen, auch mehr Einsatz von psychologischer Betreuung an den Schulen. Es ist allerdings so, angesichts des Ausmaßes dieser Krise ist alles, was man hier tut, sicher nur ein kleiner Teil. Ich will jetzt nicht sagen ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es wird sicher nicht reichen, um die tatsächlichen Auswirkungen dieser Krise tatsächlich in den Griff zu bekommen. Das ist eine Aufgabe, die sicher noch viele Jahre erfordern wird. Und es wird natürlich, so wie es bei vielen jetzt körperliche Schäden gibt, die zurückbleiben, wird es sicher auch bei so manchen psychische Schäden geben, die noch ziemlich lange fühlbar sein werden. Der Bildungsminister hat sich die Krise jetzt auch ein bisschen schön geredet. Im Sommer, im Frühjahr wird dann viel vorbei sein und es wird mehr Geld geben für dies und das, unter anderem für Schulveranstaltungen. Ist das ein bisschen so das Hoffen auf ein Danach? Es ist das Hoffen auf den Sommer, das hat der Bildungsminister ja durchaus gemein mit anderen Expertinnen und Experten, die sagen, ja, generell ist es eben so, dass in den wärmeren Monaten die Dynamik nachlässt, dass es in diesen Monaten manchmal dann der Fall ist, dass man viel leichter miteinander umgehen wird können, dass es die Möglichkeit gibt, natürlich auch, dass jetzt die Immunisierung in der Bevölkerung schon so weit fortgeschritten ist, entweder durch Impfung oder durch überstandene Infektionen, dass man allein deswegen schon leichter mit der Situation umgehen kann. Also dieses sprichwörtliche endemische weiterbestehen des Virus, von dem jetzt so oft geredet wird, das ist eben die Geschichte, von der man hofft, dass sie sich so fortpflanzt und so weiterzieht, wie seinerzeit die Grippe der Jahre 1918 bis 1920, die ja im Prinzip immer noch da ist, immer noch weiter mutiert, auch von den Viren her, aber nicht mehr diese ganz große Bedrohung darstellt, weil eben der Großteil der Menschheit gelernt hat, sich darauf einzustellen, sich dorthin zu adaptieren. Aber noch ist das alles Hoffnung und Wünschen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass uns das Virus noch die eine oder andere zusätzliche Überraschung bereitet. Eine Überraschung könnte es vielleicht auch beim Impfpflichtgesetz geben, dann nämlich, wenn es jetzt in den parlamentarischen Vorgang eintritt. Nächste Woche ist Gesundheitsausschuss, da hat der Minister erwähnt. Könnte es da noch die Überraschung geben, dass die Regierung, die sich da jetzt ein bisschen einbetoniert hat mit 4. Februar Start Impfpflicht, dass sie doch nachgeben muss den Expertinnen, die da sagen, bitte verschieben?
Ich habe da vorläufig noch nichts herausgehört, was in diese Richtung weisen würde. Aber natürlich, ein Gesetz ist erst dann ein Gesetz, wenn es erstens vom Nationalrat beschlossen und zweitens vom Bundespräsidenten unterschrieben worden ist. Soweit ist man noch nicht. Und man kann natürlich im jetzt folgenden parlamentarischen Prozess noch alles Mögliche daran schrauben, kann alles Mögliche ändern, kann vielleicht auch in Aussicht fassen, dass man das zwar beschließt, aber die Kontrollen erst später beginnen lässt und hofft, dass sich das vielleicht dann im Laufe des Sommers erübrigen könnte, das Thema. Also es gibt da verschiedenste Ansätze, aber grundsätzlich haben heute sowohl die ÖVP als auch die Grünen in Gestalt ihrer Clubchefin Sigrid Maurer an dieser Impfpflicht festgehalten und auch am Inkrafttreten im Februar. Also vorläufig jedenfalls sieht es nicht so aus, als würde sich da von Regierungsseite schnell noch ein Gesinnungswandel ergeben. Und nächste Woche Mittwoch ist Sitzung des Nationalrates. Da wird dieses Impfpflichtgesetz vielleicht, wahrscheinlich nach der Sitzung im Gesundheitsausschuss auf der Tagesordnung stehen. Peter Fritz, vielen Dank für die Analysen. Immer gerne. Und wir haben jetzt aktuelle Meldungen vom Tag für Sie. Auch heuer wird es bei der Matura Erleichterungen geben. Im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren soll die mündliche Matura aber wieder verpflichtend sein, kündigt Bildungsminister Martin Polaschek gestern an. Die Anzahl der Themenbereiche für die mündliche Matura wird jedoch eingeschränkt. An den Tagen der Prüfungen gilt wie auch im letzten Jahr die 3G-Regelung. In Frankreich gibt es einen neuen Rekord bei den Corona-Neuinfektionszahlen. Innerhalb eines Tages werden gestern knapp 370.000 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen steigt ebenfalls. Die Omikron-Variante ist mittlerweile vorherrschend in dem Land. Auch in Italien gibt es einen neuen Höchststand der Infektionszahlen, über 220.000 an einem Tag. Die kanadische Provinz Quebec will eine Steuer speziell für Menschen einführen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das kündigt der Chef der Provinzregierung, François Legault, an. Ungeimpfte seien eine finanzielle Belastung für ihre Mitbürger, weil sie die Krankenhäuser verstopfen würden, so seine Begründung. 10% der erwachsenen Einwohner sind in der Provinz nicht geimpft. Die Immobilienpreise steigen in Österreich stark an. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 haben sie sich mehr als verdoppelt. Die Corona-Krise hat diesen Aufwärtstrend zusätzlich beschleunigt. Allein in den letzten zwei Jahren sind die Immobilienpreise um rund 20% gestiegen. Besonders hoch ist die Nachfrage nach größeren Wohnungen und Häusern im Grünen. Und wir kommen jetzt nach Wien, konkret in die Lobau. KlimaaktivistInnen trotzen hier nicht nur der Kälte bei Minusgraden. Seitdem ein bewohnbarer Turm bei einem mutmaßlichen Brandanschlag zerstört wurde, gibt es in dem Camp Aufpasser in der Nacht. Ein Rückzug ist für die AktivistInnen jedenfalls weiterhin keine Option. Seit dem Feuer sind die Wiederaufbauarbeiten im Grätzl bei der Südosttangente vorangeschritten. Auch eine Nachtwache ist eingerichtet. Jeden Tag übernachten in allen Camps Menschen und es gibt zwei Schichten für die Nachtwache. Und das Schöne ist, dass jetzt eigentlich auch noch mehr UnterstützerInnen mobilisiert wurden, die jetzt halt auch kommen, auch wenn sie sonst nicht so viel Zeit in den Camps verbringen, um eben bei der Nachtwache zu helfen. Auch in der Parkanlage bei der Anfanggasse wird seit Ende August die Stellung gehalten. Das angemeldete Camp soll, geht es nach den AktivistInnen, auch über den Februar hinaus bleiben können. Weiterführende Gespräche zur Causa Stadtstraße hat es an einem gemeinsamen Tisch zwischen den AktivistInnen und VertreterInnen der Stadt noch nicht gegeben. Wir haben immer wieder Gespräche gefordert und werden das weiterhin tun, aber solange, wenn ich mich mit jemandem am Tisch setze und auf Augenhöhe reden will, dann kann ich nicht die Existenz von der Person zerstören wollen. Und solange das im Raum steht, sind Gespräche für uns nicht möglich. Gemeint sind die verschickten Klagsdrohungen seitens der Stadt, die auch an AktivistInnen gegangen sind. Denn Einladungstermine hat es aus dem Rathaus bereits gegeben. Wahrgenommen wurden diese bisher nicht. Also ich habe wiederholt Einladungen ausgesprochen. Ich habe gesagt, von Seiten der Stadt gibt es keine Bedingungen für die Gespräche, keine Vorbedingungen. Das heißt, wir strecken wirklich die Hand aus. Ich bin an ehrlichen Gesprächen interessiert,
abseits der medialen Bühne, also wirklich informelle Gespräche, weil es mir einfach um eine Auflösung eben dieser problematischen Situation geht. Die Fronten scheinen eingefahren. Ein freiwilliger Abzug steht aber nicht auf dem Programm. Die Stadt Wien hat uns ja im Dezember mit der Räumung gedroht in der Wüste, also in der Hausfeldstraße. Als daraufhin dann 100 mehr Menschen gekommen sind, hat sie dann versucht, uns mit den Klagsdrohungen quasi verbal zu räumen. Aber wir halten nach wie vor die Stellung. Auch das Wüstengrätzl mit Pyramide bei der Hausfeldstraße hat sich auf Bleiben eingerichtet. Der Protest gegen die Stadtstraße und für den Öffi-Ausbau bleibt bestehen. Bei den Ermittlungen zum möglichen Brandanschlag auf den Turm bei der Hirschstettner Straße gibt es laut Polizei aktuell keine neuen relevanten Erkenntnisse. Auch das dauert noch an. Und ich bin jetzt per Skype mit Lena Schilling, Sprecherin der Initiative Lobau bleibt, verbunden. Guten Tag, Frau Schilling. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Frau Schilling, ORF 3 ist ein Sender, der österreichweit sendet. Können Sie Menschen in Graz oder in Innsbruck erklären, warum Sie im 22. Wiener Gemeindebezirk ein Protestcamp errichtet haben? Sehr gerne. Es geht dabei um zwei Ebenen. Einerseits geht es ganz klar darum, wie wir Mobilität in Städten denken. Und Wien, die Donaustadt ist in Wien einer der größten und am schnellsten wachsenden Bezirke. Wir müssen uns jetzt entscheiden, auch im Rahmen der Klimakrise, wie wir Mobilität denken und ob wir weiter in den rückschrittlichen Individualverkehr setzen oder ob wir endlich an progressive Mobilität interessiert sind. Das heißt, es geht hier jetzt um Entscheidungen und diese Straße wird ja nicht morgen fertig sein, sondern sollte die gebaut werden, wird diese Stadtautobahn in 5 oder 10 Jahren fertig sein. Und da sollten wir unsere Klimaziele erreichen. Also es geht ja nicht nur um ein Wiener Problem, sondern es geht ja tatsächlich darum, wie ernst wir die Klimakrise nehmen. Und diese Stadtautobahn und der Kampf um dieses Projekt ist tatsächlich auch zu einem Kampf um die Klimakrise und um diesen Diskurs geworden. In Ihrem Protestcamp hat es einen mutmaßlichen Brandanschlag gegeben. Jetzt wird das Camp bewacht. Wer macht denn das? Genau, wir haben versucht, jetzt die Sicherheitsmaßnahmen nach oben zu schrauben. Wir haben auch nochmal Brandschutzkurse belegt und es sind in der Nacht immer mindestens 3 Aktivistinnen in jedem der Standorte wach, die dafür sorgen, dass sowas nie wieder passieren kann. Wir müssen uns bei diesem Anschlag schon bewusst sein, dass es da hätte passieren können, dass 8 junge Menschen zwischen 16 und 22 Jahren ihr Leben verlieren. Das ist keine Lappalie, das ist tatsächlich lebensbedrohlich. Die Stadt Wien spricht von einer Stadtstraße, Sie sprechen von einer Stadtautobahn. Was ist denn richtig? Ist das jetzt eine Straße, die 10 Meter breit und 2 Spuren hat oder ist das was Größeres? Es ist eine 4-spurige Straße und in dieser Dimension bezeichnet man das tatsächlich als Stadtautobahn. Ich verwende den Begriff, den Verkehrsexpertinnen auch verwenden in diesem Team von Knoflacher und der TU, auf den wir uns immer wieder beziehen. Und vielleicht geht es auch genau darum, dass wir an diesen riesigen Straßenbauprojekten nicht festhalten können. Warum ist der Tunnel durch die Lobau problematisch? Ich glaube, das ist auch ganz klar. Ein Naturschutzgebiet endet nicht 30 Zentimeter unter dem Boden, sondern es ist ein Ökosystem, das sehr groß ist. Und wenn wir einen Tunnel darunter bauen, dann untergraben wir da auch zum Beispiel in die Wasserreserven und solche Dinge. Das darf nicht gewährleistet werden. Abgesehen davon, wie gesagt, fossile Großprojekte in einer der schlimmsten Krisen der jüngeren Geschichte zu bauen, ist ein absoluter Irrsinn. Wir müssen jetzt endlich mit mutig und mit wachem Blick in die Zukunft schauen. Der Global Risk Report 2020 hat uns gesagt, von den 6 größten globalen Krisen sind 5 ökologische und die 6 sind Massenvernichtungswaffen. Und entweder wir beginnen jetzt diese Ernsthaftigkeit anzuerkennen oder wir machen Business as usual und weiter so wie bisher, aber das wird sich nicht ausgehen. Nicht für die zukünftigen Generationen. SPÖ und auch ÖVP in Wien sprechen immer davon, dass die AnrainerInnen ja von diesen Straßenbauprojekten profitieren. Aber haben Sie recht damit? Wird eine Autobahn oder auch diese Stadtautobahn, die Sie meinen, immer wieder Abfahrten haben, wo diese AnrainerInnen auffahren können oder ist das gar nicht so gedacht? Das ist einerseits gar nicht so gedacht und andererseits sind es die Anrainerinnen vor Ort mit Initiativen wie hier Städten retten, die seit mehr als 10 Jahren gegen dieses Straßenbauprojekt kämpfen.
Die Donaustadt ist ein bisschen gespalten in diesem Thema, das muss man sagen, klar ist das so, aber ein ganz großer Teil der Anrainerinnen, mit denen ich zu tun hatte, die sind tatsächlich gegen dieses Bauprojekt. Und es ist keine Entlastung, selbst in der ASFINAG-Studie steht, dass 2035 genauso viel Stau sein wird. Das heißt, es ist nach der ASFINAG selber keine Entlastungsmaßnahme. Wir haben, wenn wir jetzt so weitermachen, in 10, 15 Jahren genau dasselbe Problem auf einer noch größeren Straße, weil noch mehr Menschen Auto fahren und noch mehr Menschen im Stau stehen. Es ist keine Entlastung für die Menschen. Das muss man auch sehen. Das heißt, Sie meinen, neue Straßen ziehen neuen Verkehr an, wie es so oft heißt. Jetzt ist die Donaustadt aber eher ein Wohnbezirk. Die Menschen pendeln aus, um zu arbeiten über die Donau. Wie wollen Sie denn die vielen Menschen, und die Donaustadt ist sehr, sehr groß, auch das daneben liegende Floridsdorf, wie wollen Sie die denn mobil machen, halten? Genau, es gibt 6 Donauquerungen bisher. Und da muss man sagen, erstens müssen wir den öffentlichen Verkehr wahnsinnig ausbauen. Wie kann man diesen Bezirk anbauen? Da gibt es Öffi-Maßnahmen, die auch schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch der Stadt Wien liegen. Das heißt, es geht um den Ausbau der Straßenbahnlinie 26, um den Bau der Straßenbahnlinie 27, um die Verlängerung der U-Bahnen. Es geht um Querverbindungen mit Bussen. Es gibt ein ganzes Programm der Stadt Wien, das seit 10 Jahren am Tisch liegt, aber die Öffi-Maßnahmen werden nicht umgesetzt, sondern stattdessen werden zum Beispiel von der S80, eine von den Schnellbahnen, die die Stadt eigentlich anbinden sollte, Stationen aufgelassen in den letzten Jahrzehnten, nämlich zum Beispiel die Station Hausfeldstraße oder die Station Lobau. Es wird nicht weiter in öffentlichen Verkehr investiert, zumindest nicht so breit, wie das passieren müsste. Und das reicht einfach nicht. Und gleichzeitig muss man sagen, die Strecken müssen kürzer werden. Es muss auch dort die Infrastruktur so sein, dass eine alleinerziehende Mama, ein alleinerziehender Papa einfach zum nächsten Supermarkt in 3 Minuten kommt und so ähnlich. Also wir müssen die Infrastruktur auch ausbauen. Und da gibt es ja Verkehrsexpertinnen, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir eben diese Lösungen finden, wie wir die am besten umsetzen können, aber nicht mehr darüber nachdenken, ob wir noch solche Straßenbauprojekte durchsetzen können. Haben Sie schon mit der SPÖ, Bürgermeister Ludwig und Verkehrsstadträtin Siemer haben sich ja da recht festgelegt, haben Sie mit den beiden schon reden können? Es hat ja Gesprächsangebote laut Uli Siemer gegeben. Es hat auch von unserer Seite Gesprächsangebote gegeben, schon die letzten 4 Monate über. Es ist auch vor den Klagsandrohungen ganz ohne Bedingungen, zu denen sind die beiden aber nie erschienen. Es gab diesen Austausch nicht. Dann kamen die Klagsandrohungen per Post und sich mit jemandem zusammenzusetzen, der die Existenz zerstören mag und darüber zu diskutieren, ist tatsächlich kein Gespräch auf Augenhöhe, so wie wir uns das wünschen. Und wir werden immer wieder und offen dieses Gesprächsangebot aussprechen, aber tatsächlich erst, wenn diese Klagsandrohungen zurückgezogen sind. Die bedrohen tatsächlich auch jetzt noch die Existenzen von 45 Menschen. Lena Schilling, meine letzte Frage. Wann werden Sie dieses Camp räumen? Ich glaube, das würden viele Leute gerne wissen, dann, wenn der Kampf um diese Mobilitätswende einen Ausgang gefunden hat, der für die Donaustädterinnen, der für die Wienerinnen, aber auch für alle Menschen und die zukünftigen Generationen ein guter und progressiver ist. Wir werden nicht weichen, solange wir diesen Kampf nicht irgendwie sinnvoll beendet haben. Lena Schilling, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wer sich aktuell ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, dem wird nicht entgangen sein, dass die Preise für Wohnimmobilien in Österreich stark angestiegen sind. Seit der Finanzkrise 2008 haben sich die Immobilienpreise mehr als verdoppelt. Während der Corona-Krise hat sich dieser Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Durch Homeoffice und Homeschooling sind jetzt größere Wohnungen und Häuser im Grünen gefragt. Sich diesen Traum auch leisten zu können, wird aber immer schwieriger. Baukräne, wohin man schaut. Die Nachfrage nach Immobilien ist ungebrochen hoch. Die Preise steigen weiter und das viel deutlicher als die Löhne und Gehälter. Wenn wir es im Vergleich zum Ende 2019 nehmen, sind die Immobilienpreise, die Wohnimmobilienpreise in Österreich im Durchschnitt um 20% gestiegen. Demgegenüber steht eine Einkommens- und normale Preisentwicklung von zwischen 4% und 5%, also doch deutlich stärker. Im Umkehrschluss heißt das, für eine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung müssen Beschäftigte jetzt durchschnittlich 1,5 Jahre länger arbeiten. Ein kleines Trostpflaster sind die geringeren Kosten für Wohnbaukredite. Die niedrigen Zinsen können aber nur einen kleinen Teil der Einbußen abfangen. Auch heuer werden die Wohnungspreise stärker steigen als die Einkommen.
Aber wir rechnen nicht mehr mit so einer starken Auseinanderklaffen wie voriges Jahr. Also ein bisschen weniger Dynamik ist schon zu erwarten. Auch weil aktuell eben viel gebaut wird. Bitte den grünen Pass herzeigen, heißt es seit gestern in allen Geschäften. Wir haben davon berichtet. Davon ausgenommen sind nur Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Apotheken. Wie das funktioniert hat, bespreche ich in Kürze mit Rainer Will vom Österreichischen Handelsverband. Zuvor ein Lokalaugenschein aus Niederösterreich. Aktion scharf in der St. Pöltener Innenstadt. Die Polizei überprüft hier, ob die verpflichtenden 2G-Kontrollen im Handel auch wirklich durchgeführt werden. Die meisten Kundinnen und Kunden zeigen dafür Verständnis. Also meiner Ansicht wichtig, weil das es wird ja nicht weniger. Ne? Ich hätte schon früher ein bisschen genauer gehört. Gerade kontrolliert. Wir sitzen natürlich, momentan ist es ganz schlimm. Ne? Das ist so und ja. Wird verlangt und ja, das muss man sich halt halten. Muss man sich halten dran, ja. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Wir haben andere Probleme in Österreich. Die Armut in Österreich ist hoch, sehr hoch sogar. Ja. Aber es geht nur Corona dort, Corona da. Auch der Gastronomie wird auf die Finger geschaut. Hier gehören die 2G-Kontrollen schon länger zum Alltag. Wir kontrollieren schon seit 2 Jahren unsere Gäste. Ja. Also ich halte davon sehr viel, weil das einfach unsere Verantwortung ist. In St. Pölten verlaufen die Polizeikontrollen reibungslos. Strafen müssen keine ausgestellt werden. Es gab keine Probleme, die Nachweise waren vorhanden. Auch die Betreiber, die Gastro-Lokale sind ja, sehr hilfsbereit und schauen da auch wirklich, dass hier ja, diese 2G-Maßnahme eingehalten wird. In den meisten Einkaufszentren in Niederösterreich sowie hier in Krems heißt es heute, bitte einmal stempeln. Wer seinen 2G-Nachweis hergezeigt hat, kann sich bei einem Servicestand einen Stempel holen. Unsere Damen kontrollieren das, schauen sich natürlich auch einen Personalausweis oder Pass oder Führerschein an, ob das Handy zum Kunden passt. Und dann gibt es den grünen Stempel auf die Hand. In den Geschäften selbst muss dann nur mehr dieser Stempel kontrolliert werden. Ein Bändchen um das Handgelenk wollte man aus mehreren Gründen nicht. Bändchen verschmutzen die Umwelt. Wenn man sich vorstellt, wie viele Tausende solcher Bändchen am Tag hier vielleicht verteilt werden müssen. Bändchen kosten auch eine Menge Geld, viel mehr wie ein Stempel. Für Kunden und auch für Geschäftsbetreiber soll der Stempel eine Vereinfachung der Kontrollen bringen. Manche sagen halt, ich habe dann zu wenig Akku am Handy oder es ist mühsam, wenn man immer mit der Maske, mit der Erkennung vom Handy. Und darum ist das an und für sich eine sehr gute Lösung, finde ich. Ich glaube, dass es in einem Einkaufszentrum einfach ist, in die größeren Geschäften. Bei einem kleinen Geschäft, wo es vielleicht ein bisschen mehr Kundenfrequenz hast und nicht so viele Möglichkeiten, wird es durchaus schwierig, aber es ist alles machbar. Die Kunden sind super gut drauf. Sie gehen mit dem Thema sehr offen um. Sie zeigen uns automatisch, ohne dass eine Frage gestellt wird, schon ihren Ausweis. Und eines hört man bei den Geschäftsbetreibern heute immer wieder. Wir wollen lieber kontrollieren als zusperren. Seit gestern muss im Handel verpflichtend die 2G-Regel kontrolliert werden. Wie gut das bisher funktioniert hat, möchte ich jetzt mit Rainer Will vom Handelsverband besprechen. Guten Tag, Herr Will. Grüß Gott. Herr Will, wie sind denn die Rückmeldungen, die zu Ihnen gekommen sind? Wie gut hat dieser erste Kontrolltag funktioniert? Ja, es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Handel zu verdanken, aber auch den Kundinnen und Kunden, dass der Start, der eher ein rollender war, im Großen und Ganzen unaufgeregt und daher gut verlaufen ist. Dazu beigetragen haben sicherlich wenig Frequenzen, daher schlechteres Geschäft für die Händler, das dann letztendlich gut war, um die Kontrollen zu erlernen. Es sind ja noch ein paar Detailfragen offen, aber insgesamt ist es positiv. Was müssen Mitarbeiterinnen im Handel tun? Was genau ist zu tun? Wie setzen Sie das um? Nachdem die Verordnung ja 6 Stunden bevor der Tag gekommen ist, wo sie in Kraft getreten ist, erst erfolgt ist, hat der Handelsverband Tag und Nacht die Unternehmen geschult und die Händler wiederum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir konnten mit der Bundesregierung vereinbaren, dass man erstmöglich beim Betreten des Geschäftslokales, aber spätestens beim Bezahlen der Ware den 2G-Nachweis kontrolliert. Es ist auch der Kunde und die Kundin gefordert, da mit Betreten der Geschäftsfläche dieser 2G-Nachweis bereitzuhalten ist. Man wird konkret eben mit der Green Check App den Impfnachweis oder den Genesungsbescheid scannen und einen Ausweis anfordern, um eben dann auch die Legitimation einzuholen.
Herr Will, warum ist es zu dieser Kassa-Lösung gekommen? Es erscheint ja wenig sinnvoll, wenn ich infiziert, unwissend da durchs Geschäft gehe. Es erscheint auf den ersten Blick so, da muss man natürlich dann genau differenzieren lernen und das sollten wir nach 22 Monaten in der Pandemie. Wir haben nach wie vor offene Bordelle, wir haben in der Gastronomie den Fall und in Bars, dass man die Maske runternimmt, gegen laute Musik anschreit. All das ist im Handel nicht der Fall. Der Lebensmitteleinzelhandel beweist seit Tag 1 der Pandemie, dass man auch ohne das 2G-Regime sicher im Handel interagieren kann aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer und des losen Kundenkontaktes. Daher wäre es angesagt, dass man treffsicher Maßnahmen setzt und es ist nicht zuzumuten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade jemanden in der Umkleide helfen, mit angespannter Personaldecke gleichzeitig Hilfs-Sheriffs beim Eingang spielen, wenn 3-4 Personen nach dem Ankommen des öffentlichen Verkehrsmittels in die Filiale strömen. Das wäre unverhältnismäßig, es wäre überzogen und es ist nicht zumutbar, vom Schreibtisch aus so etwas den armen Mitarbeitern zu verordnen. Daher eben der Kontrollvorgang erst eigentlich am Ende des Einkaufs. Herr Will, Sie sagen immer, oder eine andere Frage, eine Verkäuferin ist ungeimpft, es gilt ja 3G am Arbeitsplatz, das heißt, sie darf im Geschäft stehen, sie darf aber eigentlich genau genommen in ihrem Geschäft nicht einkaufen. Finden Sie das auch komisch? Selbstverständlich finden wir das komisch. Es ist undurchdacht, es ist nicht virologisch relevant und sinnvoll. Und sogar der renommierteste Virologe Drosten, der Berliner Charité, sagt, dass der Einzelhandel sicher ist. Deswegen auch meine Beispiele mit anderen Branchen. Da muss man mal soweit sein, nach 22 Monaten, dass man hier differenzieren lernt. Sonst bringen Lockdowns und Einschränkungen nichts, außer eine Fortschreibung der Spaltung der Gesellschaft. Wir sind sicher, das muss man mal zur Kenntnis nehmen, aufgrund all der beschriebenen Eigenschaften. Und da ist es unlogisch. Leider, auch wenn die Zahlen jetzt steigern, es ist so, wir haben die Bevölkerung ausgestattet und stellen als Anwalt der Konsumenten die Gesundheit immer an erster Stelle, aber es fehlen die Entschädigungen nach wie vor. Die großen Unternehmen erhalten kaum etwas außer Kurzarbeit, daher werden wir im Regen stehen gelassen und dienen als positiver Anreiz für Geimpfte und Genesene, für die die Eintrittsbarrieren dadurch auch höher werden. Aber Sie sind trotzdem froh, dass Sie offen halten dürfen. Ein Lockdown ist die schlechtere Alternative. Das ist selbstverständlich so. Allerdings ändert eine 2G-Regel im Non-Food-Handel nichts an den Infektionszahlen, denn die werden woanders verursacht, wenn wir nur denken an die Skigebiete, wenn wir nur daran denken, wo auch die Cluster laut den Wissenschaftlern stattfinden. Und daher, wir sind froh, dass wir offen haben, aber wir haben heute auch bekannt gegeben, dass über 4.000 Händler allein im ersten Pandemiejahr 2020 schließen mussten. Der Trend setzt sich auch im Jahr 2021 fort, da die Hilfen noch immer nicht ankommen, außer die Kurzarbeit, wird es auch heuer sich ähnlich verhalten. Das heißt, ich höre durch, Sie haben noch Wünsche an die Politik und Sie sind sich sicher, dass auch die jetzigen Kontrollen zu einem Umsatzverlust führen wird. Die Händlerinnen und Händler werden weniger verdienen. Das ist klar. Wir nehmen ja auch nicht ohne Grund wahr, dass die Frequenzen rückläufig sind. Immer wenn neue Maßnahmen kommen, auch bei Lock-ups, ist es so, dass es sich wieder mal zeigt, dass Konsumpsychologie ist. Und wir sind an einer Zeit, wo leider viele Menschen auch dem Handel die Schuld geben, wo es dann heißt, ich kaufe nicht mehr bei euch ein, ihr lasst euch das gefallen, obwohl es nicht logisch ist, obwohl es nicht virologisch begründbar ist. Und daher kaufe ich bei Amazon und Co. Das ist natürlich der falsche Schluss, weil jeder fünfte Arbeitsplatz beim Beschäftigungsmotor Handel zu finden ist und damit fast in jeder fünfköpfigen Familie man damit dem Familienmitglied etwas auswischt. Und daher bedauern wir das sehr, dass hier keine klare Linie besteht. Und daher braucht es wenigstens die Entschädigungen, denn das wurde schon von Beginn an zugesichert. Mhm. Herr Will, würden Sie noch einmal formulieren, Sie haben einen Wunsch, vielleicht mehrere, an die Politik, aber haben Sie auch Wünsche an uns Konsumentinnen? Selbstverständlich. Wir sind der Anwalt der Kundinnen und Kunden und daher hoffen wir, dass die Menschen im Land verstehen, dass wir nicht die Bundesregierung sind und auch nicht der Verordnungsgeber und daher müssen wir mit dieser Situation leben. Wir freuen uns auf den Tag, dass wir wieder alle Menschen auch im stationären Handel begrüßen dürfen und daher ist der Wunsch, halten Sie dem stationären Handel die Treue, er stellt jeden fünften Arbeitsplatz und wir brauchen einfach auch einen gemeinsamen Zusammenhalt und daher freuen wir uns, wenn wir weiterhin die Menschen begrüßen dürfen, trotz aller Einschränkungen, indem alle tolerant und unaufgeregt miteinander umgehen. Und geschlossene Geschäfte machen schließlich das Stadtbild auch nicht schöner. Rainer Will, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, das war ORF 3 aktuell für heute. Wichtiges vom Tag sehen Sie um 19.18 Uhr in Österreich heute. Und morgen ab 9.30 Uhr sind wir wieder für Sie da mit allem, was dann wichtig ist. Haben Sie einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.